Es war kurz nach meinem 5. Geburtstag, als die Unterirdischen sich zum ersten Mal offenbarten. Noch heute kann ich nicht auf meine Kindheit zurückblicken, ohne an die zahlreichen Nachrichtenunterbrechungen zu denken, die fast täglich die Bürger auf den neuesten Stand bringen sollten. Ich schätze, dass wir uns die erste Begegnung mit anderem intelligenten Leben anders vorgestellt haben. Zum einen erwarteten wir wohl, es würde aus den Tiefen des Alls kommen und nicht aus der entgegengesetzten Richtung. Zum anderen hatte wohl niemand ernsthaft damit gerechnet, dass sie nicht gekommen waren, um uns mit Strahlenpistolen und Raumschiffen zu vernichten. Naja, sie sahen zugegebenermaßen nicht gerade so aus, als wären sie von Natur aus Pazifisten. Die Wesen, deren Fotos sich innerhalb von wenigen Tagen wie ein Lauffeuer im Internet verbreiteten, hatten glatte, glänzende Haut, so schwarz wie geschliffene Holzkohle, auf der weder Haare, Federn noch Schuppen wuchsen, dünne, aber wohl definierte Krallen an den Enden ihrer langen Finger, welche sofort nachwuchsen, wenn man sie abschnitt, Gesichter mit spitzen, knochigen Zügen, die niemals lächelten. Fahle, silbrige Kleider, die sich mit keiner Mode der Welt vergleichen ließen. Und natürlich ihre Augen, die so weiß waren, als wären sie aus Kreidestücken gemacht. Der erste Kontakt, von welchem noch heute allen Grundschülern auf der Welt erzählt wird, fand in den steilen Berggipfeln der Rocky Mountains statt, nachdem es bereits unzählige Sichtungen an der Westküste der Staaten, in den Wäldern Skandinaviens und dem Himalaya gab. Als die Regierungsbeamten, die zu diesem Treffen erschienen waren, schließlich gelernt hatten, sich mit den Häuptlingen der Tiefe zu verständigen, offenbarten sie uns, warum sie sich überhaupt an die Oberfläche wagten. Sie hatten, so der Nachrichtensprecher, nach reichlichem Überlegen dazu entschlossen, sich die Welt mit der Menschheit aufteilen zu wollen. Nach all dem, was ich später über sie lernte, bin ich mir heute sicher, dass das ein Übersetzungsfehler war, den die Medien zu früh an die Leute weitergegeben haben. Wahrscheinlich meinten sie sowas wie voneinander lernen oder sonst was. Ist ja auch egal. Die Folgen jedenfalls, die aus dieser Nachricht entstiegen, waren, gelinde gesagt, chaotisch. Die Massenhysterie ist eines der Ereignisse, die mir besonders im Kopf hängen geblieben ist. Ich erinnere mich daran, wie der Fernseher wochenlang brennende Autos und wütende Demonstrationen zeigte, während sich die Politiker den Kopf zerbrachen. Was auch immer ein Bündnis mit diesen Wesen bedeutete, wir wollten die Welt nicht mit ihnen teilen. Brüllende Mengen protestierten gegen unsere neuen, seltsamen Nachbarn, forderten ihre Auslöschung und die Sprengung der Berge, die sie ihr Zuhause nannten. Während die Supermächte sich zu einem großen Bündnis zusammentaten, brach Anarchie in den ärmeren Gebieten der Welt aus. Ich weiß noch, wie mein Vater oft abends weinte, nachdem er mich ins Bett gebracht hatte. Was die Unterirdischen dann taten, war aus heutiger Sicht ein kluger Schachzug. Sie boten uns, als Zeichen ihres Wohlwollens, ihre Technologie an, die sie über Jahrmillionen in den Tiefen der Erde optimiert hatten, ohne jedwede Gegenleistung. Sie zerrten ihre größten Wunder auf riesigen Schienen ans Tageslicht, auf das die Menschen, und damit meine ich hauptsächlich das Militär, sie abholen konnten. Sie sagten, sie wollten keine Eroberer sein, keine Herrscher, sondern einen beidseitigen Bund mit den Oberflächlern eingehen. Zu sagen, wir wären ihrem Angebot nicht abgeneigt, ist wohl eine Untertreibung. Immerhin, man muss doch wenigstens den Feind kennen, um auf ihn vorbereitet zu sein, oder? Auch wenn die Geste nett gemeint war und sie die Welt mehr oder weniger beruhigte, das Ergebnis blieb nüchtern. Zwar wurde 2 Wochen nach dem ersten Export ein Friedensabkommen von allen Ländern der Oberfläche mit den Tiefen geschlossen, doch waren wir enttäuscht, als wir feststellten, dass ein Handelsmarkt zwischen uns im Grunde nutzlos war. Wir hatten jetzt zwar den Zugang zu ihren kupferfarbenen Maschinen, die Strom aus bloßem Meerwasser erzeugten, ihren schillernden, singenden Klingen aus Kobalt und fluoreszierenden Chitin, welche durch Steine schnitten wie Butter. Doch waren wir, um es ehrlich zu sagen, einfach zu dumm, um sie allein zu bedienen. Sie konnten es uns noch so oft vorführen, doch fehlte selbst den begabtesten Ingenieuren das Feingefühl, um die unsichtbaren Magnetströme der Apparate zu steuern. Das blaue, lautlose Feuer, mit welchem sie ihre Wunden halten, verbrannte unsere Haut, und selbst die riesigen Früchte und Pilze, die sie in kompletter Dunkelheit anbauten, waren für uns giftiger als Cyanid. Im Gegenzug haben wir ihnen versucht, unsere größten Erfindungen, also Smartphones und Computer, zu erklären. Ich kann mir allzu gut vorstellen, wie klein und dumm sich die schlausten Köpfe der Menschheit gefühlt haben mussten. Die Tiefen schienen die digitalen Bilder nicht einmal sehen zu können. Sie verstanden das Konzept von Musik nicht, runzelten die Stirn über jede Form von Wissenschaft, Philosophie und Glaube gleichermaßen. Und wenn wir ihnen illustrierte Bilder von Gewalt zeigten, sahen sie uns einfach nur an mit ihren Kreideaugen, als würden die dargestellten Menschen etwas tun, was nicht nur unsinnig, sondern auch nicht nachvollziehbar war. Ihre Sprache, obgleich sie nicht unlernbar für einen Menschen war, lässt sich mit keiner Oberflächensprache vergleichen. Es gab keine wirklichen Zeitformen, kein Präsens oder Präteritum, aber dafür 16 verschiedene Geschlechter. Wer hätte jemals denken können, dass Schüler auf einmal mit Freuden Latein als Fremdsprachenfach wählen würden? Ich vermute, dass unsere Psychen einfach zu unterschiedlich waren, um einander wirklich verstehen zu können. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht auch deswegen, integrierten sie sich allmählich. Da war ich 16, glaube ich. Sie luden uns in ihre aus Stein geschlagenen Metropolen in Gebirgswänden ein, liefen barfuß durch unsere Großstädte und studierten das an uns, was ihnen fremd war, so gut wie sie es konnten. Es waren nur wenige, aber im Großen und Ganzen kamen wir gut miteinander aus, wir und unsere unterirdischen Cousins, die so lange im Schatten gelebt hatten. Natürlich gab es immer noch die krakelnden, unverbesserlichen Rassisten, wie es sie immer schon gab. Die Tiefen verübelten es uns nicht, keiner war in ihren Augen besser oder schlechter, nur anders. Jede Nation hat durch die Hysterie ihre größten Konflikte zur Seite gelegt und die Salzwasserschlucker aus der Tiefe versorgten die Welt mit sauberer Energie. Immer noch waren wir misstrauisch, denn die Aufteilung der Welt schien noch lange nicht vollendet worden zu sein. Wie sich ihre Gesellschaft verändert hatte, blieb ein Mysterium. Aber die wenigen, die sich komplett in die Menschenstädte wagten, waren ruhig, wissbegierig und zuvorkommend. Sie lächelten nicht, zeigten keine Wut. Es schien fast so, als wären sie alle perfekte, altruistische Stoiker, die uns nie gefährlich werden könnten. Doch dann erfuhren wir von dem Ding, das sie in ihren Laboren züchteten. Ich war im Raum, als der General uns die Bilder zeigte, die unser Spion aus einer ihrer Städte im Uralgebirge aufgenommen hatte. Es war nicht richtig von uns, sie zu bespitzeln. Aber wir hatten uns selbst davon überzeugt, dass es notwendig war und dass sie es uns sicherlich gleich taten. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher, ob sie so etwas wirklich nötig hatten. Wir sahen Fotos von Dokumenten in ihrer sonderbaren Runenschrift, die den Zerfall der menschlichen Zellen beschrieben. Zersetzte organische Materie, die in einem Tank aus roter Flüssigkeit schwamm. Ganze Menschenskelette, die mit schmerzerfülltem Gesichtsausdruck an steinerne Liegen gebunden waren, wie Opfergaben auf einem Altar. Vorbereitungen für einen Virus, wie uns die Obrigkeit erklärte. Eigens dafür gemacht, den Menschen zu befallen. Wobei Virus vielleicht der falsche Begriff ist, denn vermutlich hatte ihre Forschung ebenso wenig mit Mikroorganismen gemeinsam wie ihre Strommaschinen mit unseren Kraftwerken. Wir waren nicht wirklich schockiert darüber, dass sie uns vernichten wollten. Wozu hätten wir sonst ihre Berge im Auge behalten, wenn wir nicht annahmen, dass sie uns in den Rücken fallen würden? War es überhaupt möglich, dass eine Art sich so weit entwickeln konnte, ohne ein Mindestmaß an Aggressivität zu zeigen? Was wussten wir eigentlich über die Unterirdischen? Hatten sie uns je ihre Geschichte erzählt? Ihr Rechtssystem? Ihre Kultur? All das hatten wir noch nicht verstanden. Sie hatten es uns nie erklärt. Also, natürlich mussten wir damit rechnen, dass sie etwas planten, um sich im wahrsten Sinne des Wortes einen Platz an der Sonne zu sichern. Es wurde nicht einmal darüber diskutiert, ob wir den Spieß umdrehen sollten. Das soziale Experiment war gescheitert, die Koexistenz nicht mehr möglich nach diesem unverzeihlichen Verrat, der nie an die Öffentlichkeit dringen durfte. Alle Abgeordneten, darunter auch ich, stimmten zu, dass sich das Problem nur mit einem folgenreichen Schlag lösen würde. Wir waren die vielen, sie die wenigen. Ein kleineres Genozid, um ein größeres zu verhindern. Ich bin nicht stolz darauf, was wir als nächstes taten. Es gab da diese Maschine, eine von denen, die sie uns zu Anfang des Kontakts geschenkt hatten. Ein seltsam geformter Zylinder aus Buntglas und getrockneten Mineralien, dessen einzigartiger Nutzen es war, chemische Stoffe in ihr Gegenteil zu verwandeln. Säuren wurden zu Laugen, verbrannter Kohlenstoff ging wieder in Flammen auf und organische Stoffe... Nun, lassen wir die Einzelheiten. Von allen Maschinen jedenfalls, die sie uns am Ende der großen Hysterie zur Verfügung gestellt hatten, waren unsere Wissenschaftler besonders von diesem Gerät fasziniert. Es lief nicht auf dem gleichen Magnetstrom wie ihre Lichtmacher, ihre Rubinkutschen oder Quarzschredder. Der Automat war einfacher zu bedienen, für einen Menschen verständlich. Der Spion, der sich Zugang zum Labor im Ural verschafft hatte, schwor, dass neben anderen hochkomplexen Apparaturen auch ein solcher Glaskasten vorhanden war, und er versicherte uns, dass er ihn bedienen konnte. Was auch immer diese Seuche war, die in den Phiolen der Unterirdischen reifte, wenn sie darauf konzipiert war, uns zu vernichten und sie zu verschonen, würde ihr Gegenteil doch sicherlich zu unserem Vorteil sein. Er stellte sich dazu bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und die Tiefen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sonst würden sie, so die Dokumente, in wenigen Tagen die Krankheit auf die Menschheit loslassen. Ich erinnere mich noch gut an den Gesichtsausdruck des Mannes, der bereit war, eine ganze Rasse zu vernichten. Selbstsicher, wütend und zu allem bereit. Der Plan war einfach, wenn auch nicht ungefährlich. Wer weiß schon, was diese Monster mit ihm machen würden, wenn sie von seiner Tat erfahren würden. Wir erlaubten es ihm dennoch. Der umgekehrte Virus wurde an einem Montag in die Welt gelassen. Von dem Spion haben wir nichts mehr gehört. Wahrscheinlich hatte er seine Entschlossenheit mit dem Leben bezahlt. Am Mittwoch hörten wir auf, Signale aus den Steinstätten zu bekommen. Weltweit brachen die Maschinen aus der Tiefe zusammen. Die einst mächtigen Magnetströme lösten sich in nichts auf. Die wenigen Unterirdischen, die sich an die Oberfläche getraut hatten, wurden förmlich von dem überrollt, was wir über sie gebracht hatten. Live beobachtete ich mit den anderen Staatsoberhäuptern von einem sicheren Raum aus, wie eine ganze Spezies dahingerafft wurde. Weißes, milchiges Blut floss ihnen aus ihren Mündern und Nasen. Ihr Fleisch begann von ihren Knochen abzufallen. Und ihre Augen färbten sich schwarz, ehe sie zu Asche zerbröselten. Noch nie habe ich mich je in meinem Leben so schrecklich gefühlt, dass ich, ein Mann, der zwischen den Welten vermitteln wollte, zusah, wie Männer, Frauen und Kinder der Tiefen aus der Existenz gerissen wurden, durch etwas, was wir nicht einmal verstanden. Sie schrien nicht. Das war nicht ihre Art. Sie standen einfach nur da und sahen mit leerem Gesichtsausdruck zu, wie dieses Ding ihren Organismus zerfraß. Ich frage mich, ob sie Schmerzen hatten. Ich frage mich, ob sie Angst hatten. Oder unterschied sich ihre Beziehung zum Tod ebenso sehr von unserer wie alles andere? Am Freitag derselben Woche gaben wir offiziell bekannt, dass es keine Unterirdischen mehr gab. Es wurde darüber im Geheimen abgestimmt, ob wir der Welt davon erzählen sollten, welchem Schicksal wir um Haaresbreite entkommen waren. Doch schien es allen am Ende sinnvoller, dass die Menschheit die kurzen Jahrzehnte, in welcher sie sich die Erde teilen mussten, vergessen sollte, bis die kohleschwarzen Kreaturen aus dem Untergrund irgendwann schließlich ins Reich der Mythen und Sagen zurückkehrten. Das war also das Ende vom Lied, dachte ich. Keine großartigen Maschinen mehr. Keine Monster. Aber hier kommt die Sache, die wir immer schon ausgeblendet haben im Spiel. Wir haben die Unterirdischen nie verstanden und das, was sie gezüchtet haben, erst recht nicht. Heute ist Sonntag. Heute, vor genau 3 Stunden, sind die Berggipfel explodiert. Hunderte funkelnde Flugschiffe, die mehr Ähnlichkeiten mit mechanischen Insekten als mit unseren Kampfjets haben, schnellten aus dem Erdinnern. Während ich dies aufzeichne, lassen sie flüssiges Methan auf die Städte regnen, fluten die Täler mit Quecksilber, verzerren ganze Landstriche in ihr Gegenteil. Am Boden marschieren Soldaten in strahlungsfesten Rüstungen mit bunten, lichtspeienden Speeren und unaufhaltsamen Strahlenwaffen. Unsere Wissenschaftler können sich nicht erklären, wie das möglich ist. Der Zylinder, den unser Agent aktiviert hat, sollte den Virus auf sie übertragen, sie bis auf den letzten auslöschen. Sie sollten alle tot sein. Ich habe aufgegeben, einen Sinn zu suchen. Vielleicht waren die Informationen des Spions fehlerhaft. Vielleicht haben sich einige in den Tiefen der Erde versteckt. Es ist egal. Es war anmaßend von uns, zu glauben, wir würden es verstehen. Dass wir sie aufhalten könnten. Hätten wir versuchen sollen, mit ihnen zu reden, statt sie abzuschlachten? Oder wäre das hier eingetreten, egal was wir getan hätten? Scheiße, was haben wir nur übersehen? Der Computer zeigt an, dass riesige Tsunamiwellen auf die Küsten der Kontinente zurasen und unbekannte Insektenschwärme die Getreideflächen des Inlands verzehren. Einige von uns haben bereits vor der Zerstörung resigniert, sitzen apathisch in ihren Sesseln. Egal, wie schmerzhaft das Ende der Unterirdischen war, es ist eine Gnade gegen all diese Zerstörung. Draußen herrscht ein Krieg, und es sieht nicht so aus, als würden unsere Bemühungen etwas nutzen. Ich zeichne diese letzten Minuten der Zivilisation auf, in der Hoffnung, dass sie eines Tages von Menschen gefunden werden und nicht von diesen Bestien, die nun unsere Erde ruinieren. Es gibt kein Zurück mehr, keinen Ausweg. Schätze, das war's wohl mit uns. Bericht: Fortschreiten der Terminierung der Sonnenläufer. Die weißhäutigen Wilden würden es wohl Ironie nennen, was in den letzten Tagen passiert ist. Durch die Umkehrung der großen Plage, die unsere sanftblütigen Brüder für die Läuterung der Menschheit einsetzen wollten, hat der Oberflächenbewohner sich selbst den Todesstoß gegeben. Nun, da statt dem aggressiven, selbstdestruktiven Teil des Homo sapiens die weinerlichen Individuen unserer Spezies aus der Dimension verbannt worden sind, die den Planeten, der schon immer unserer war, mit diesen Tieren teilen wollten, steht uns niemand mehr im Weg, das zu nehmen, was uns zusteht. Natürlich wehren sich die Rotbluter mit ihren primitiven Waffen, aber das Problem sollte sich Ende des Mondzyklus erledigt haben. Befremdlich, nach all der Zeit wieder das Licht zu sehen, nach all den Wintern in Gefangenschaft, wenn diese Narren, die nun selbst ihrer Gnade zum Opfer gefallen sind, uns nur nicht weggesperrt hätten. Was für eine glorreiche Zivilisation hätten wir aufbauen können. Städte in den Tiefen der Ozeane, den Ebenen der Wüste und den Oberflächen der näheren Planeten. All das hätte vor 1000 Sommern unser sein können. Stattdessen kauerten wir äonenlang unter der Erdkruste wie Feiglinge, während die Schwachen die Starken unter Verschluss hielten. Bedauerlich, aber sie wollten den Sonnenläufern unbedingt eine Chance geben. Nun, in gewisser Weise haben sie die ja bekommen. Und sie haben sie vergeudet. Sie haben die einzigen aus der Welt gerissen, die sie hätten retten können. Vor sich selbst und auch vor uns. Fast jeder mit einer Sehschwäche kennt es. Über Jahre hinweg immer die Brille zur Hand, auf der Nase oder morgens die Kontaktlinsen einsetzen. Zwischendurch die müden Augen reiben und sich an die Schärfe so weit gewöhnen, dass man keinen Gedanken an eine neue Brille oder daran, die Augen mal prüfen zu lassen, verschwendet, wenn sich gefühlt nichts ändert. Auch wenn die neueste Mode mich niemals groß im Griff hatte, wurde es nach beinahe 10 Jahren doch mal Zeit für eine neue Brille und eine Überprüfung der Sehschärfe. Meine letzte Brille habe ich mit 15 bekommen. Fast randlos, eckige Gläser, relativ geringe Stärke. Habe das Ding immer ungern getragen und mich auf Kontaktlinsen am Tag eingestellt und nachts mit der Brille arrangiert. Jetzt habe ich einen besseren Job und ich trage ungern die Linsen, wenn ich abends noch lange im Büro sitze. Sie kratzen dann meist und das Auge ist unter dieser dünnen Plastikschicht nicht gut mit Luft versorgt. Wenn ich stundenlang vor dem Computerbildschirm sitze, ist das meist sehr hinderlich. Also stand irgendwann doch ein Termin beim Optiker an. Bitte schauen Sie direkt auf den Heißluftballon in der Mitte. Sie dürfen auch blinzeln, quietschte die Frau in dem geblümten Sommerkleid und dem Namensschild, auf dem Frau Hansen, Optikerin, gedruckt war, vergnügt. Sehr gut, Herr Andresen. Nun wird es ein wenig hell und die Sicht verschwimmt vielleicht ein wenig. Ah, sehr gut, danke. Wir haben die Daten. Ich rieb mir die Augen. Ein wenig hell war stark untertrieben. Ich konnte fast nichts sehen. Es dauerte eine Weile, bis ich den brünetten Haarschopf auf dem korpulenten Körper der Frau wieder deutlich sehen konnte. Meine alte Brille aufgesetzt, folgte ich dann der Optikerin in einen separierten Bereich des Raumes zur Gläserbesprechung. Sehr schön, wir haben Ihre neuen Stärken ermittelt und leider haben Sie, wie die meisten, eine leichte Hornhautverkrümmung und die Stärke hat sich leicht, aber merklich verschlechtert. Gute Nachrichten habe ich aber auch für Sie. Mit den Gläsern wären Sie bei einer 125-prozentigen Sehschärfe. Kostet auch nichts extra. Aber einige Details brauchen wir noch, bevor wir die Gläser für Ihr Gestell in Auftrag geben. Ich nickte. Das Gestell, was ich mir ausgesucht hatte, war eine Nerdbrille. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber sie saß einfach perfekt und ich dachte immer, solche Modelle würden mir nicht stehen. Kurzum, ich hatte mich sofort verliebt. Es fühlte sich leicht, anschmiegsam auf der Nase an. Drückte nirgendwo und ich wirkte mindestens 2 Studienjahre erfahrener. Der Preis, bei knapp 300 €, war eigentlich viel zu hoch für mein Budget. Aber ich hatte bei der letzten echt gespart. Damals knapp 100. Die Gläser hatte die Kasse auch noch bezahlt. Auf diesen Punkt würde die Frau gleich auch noch zu sprechen kommen. Und kaum war der Gedanke zu Ende gedacht, setzte sie auch schon an. Jetzt bleiben nur noch die Zusatzleistungen der Gläser zu besprechen. Gehärtet und entspiegelt? Was kostet der Spaß? Erwidere ich ein wenig keck. Nun, beides zusammen liegt bei 130 €. Extra dünne Gläser kosten 20 € mehr. 150 also. Plus die 300 für das Gestell. Nichts für ungut, aber 450 €. Das ist eine Menge Geld. Sie lächelte breiter und nickte. Ich verstehe Sie, Herr Andresen. Aber Sie haben Glück. Es gibt einen Bonus, wenn Sie sich für eine neue Verbesserung der Gläser entscheiden. Das wird vom Produzenten finanziell unterstützt. Es ist noch relativ neu und noch nicht üblich auf dem Markt. Das Ganze ist ein wenig experimentell, aber ich denke, Sie sind der Richtige, den ich das anbieten kann. Ich runzelte die Stirn. Ein weiterer Verkaufstrick? Aber neugierig machte mich das schon. Mal abgesehen davon, dass ich vermutlich Geld sparen würde, hätte ich dann mal etwas, das andere nicht haben. Ein bisschen hipstermäßig, aber hey, hatte ich mir nicht gerade eine solche Brille ausgesucht? Wie viel spare ich und was ist das für eine Verbesserung? Sagte ich dann und ließ meine Neugierde ein bisschen in der Stimme mitschwanken. Der Hersteller bietet an, 50% vom Gesamtpreis zu übernehmen. Für Sie kostet die Brille dann nur noch 220 € und Sie erhalten den neuen Lichtfilter in das Glas eingearbeitet, sagte sie mit unüberhörbarem Stolz. Das schien wirklich etwas Besonderes zu sein und sie schien regelrecht darauf gewartet zu haben, jemandem dieses Angebot machen zu können. Das machte mich jetzt ein wenig unsicher und ich hakte nach, beschloss sie direkt auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Sie scheinen auf diese Gelegenheit gewartet zu haben. Warum bieten Sie gerade mir dieses Angebot an? Was ist so besonders an diesem neuen Lichtfilter? Ich dachte, ihr Lächeln könnte nicht breiter werden, aber jetzt strahlten ihre gebleichten Zähne mit solcher Intensität, dass ich beinahe geblendet wurde. Nun, der Lichtfilter hat in den Labortests gelegentlich zu Übelkeit bei älteren Menschen und Kindern geführt. Um einen Nutzen daraus zu ziehen, müssen die Träger mindestens 21, körperlich gesund und nicht über 40 sein. Es funktioniert ein bisschen wie ein polarisiertes Brillenglas. Allerdings filtert es nicht direkt das Licht, sondern verstärkt bestimmte Wellenlängen und macht in geringem Maße UV- und Infrarotlicht sichtbar. Das Ergebnis ist unglaublich. Leider habe ich nur Simulationen gesehen, wie das Sehgefühl dann ist. Die 40 habe ich ja, leider Gottes, schon vor einiger Zeit überschritten. Sie lächelt, diesmal sichtlich gequält, bevor sie fortfährt. Sonst hätte ich so gerne diesen Filter bekommen. Die Farbwahrnehmung ist so viel intensiver, Tiefenschärfe in nie gekanntem Maße. Überwältigend. Ich kann Ihnen nur raten, das Angebot anzunehmen. Ihre Augen werden eine Weile brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Und mit der Zeit werden Sie immer besser und mehr sehen können, sobald sich Ihre Augen auf die neuen Eindrücke eingestellt haben. Die einzige Bedingung ist, dass Sie regelmäßig, also alle paar Monate mal, zum Testen vorbeikommen und Ihre Eindrücke von uns aufnehmen lassen. Das ist natürlich kostenlos. Und es besteht eine Versicherung. Sollte Ihre Brille beschädigt werden, wird sie Ihnen ersetzt. Was sagen Sie? Unglaublich, rief ich aus, die Brille auf der Nase angeschmiegt, als hätte sie nur darauf gewartet, auf ihr liegen zu können, sah ich mich in der Optikerfiliale um. Die Sehschärfe war überragend. Ich konnte die Kennzeichen der Autos aus fast 150 Metern Entfernung ohne Probleme lesen. Die Farben Rot und Blau waren so intensiv, ich hätte es niemals für möglich gehalten, so viele Farbnuancen auf einem einfarbigen Vorhang sehen zu können. Jede Unregelmäßigkeit, jede noch so winzige Falte und Farbabweichung war überdeutlich hervorgehoben, als würde ein imaginärer Pfeil mich auf all diese Dinge hinweisen, die ich vorher niemals auch nur bemerkt hatte. Ich sah der Optikerin ins Gesicht. Verflucht. Eigentlich war sie sehr dezent geschminkt, doch jetzt sah ich jedes einzelne Pigment, das nicht natürlich war, auf ihrer Haut. Unwillkürlich erschrak ich ein wenig. Einfach unglaublich. Nahm die Brille ab und reichte sie der Frau. Diesmal in einem roséfarbenen Rock und weißer Bluse. Ohne die neue Brille sah ich die kleinen Unregelmäßigkeiten des Stoffs nicht mehr. Ich zahle in bar, sagte ich, worauf ein Wunderbar der Optikerin folgte. Mir war ein wenig mulmig. Die Eindrücke waren doch sehr heftig. Fahren Sie in den ersten beiden Tagen besser nicht mit dem Auto, bis Ihre Augen sich gewöhnt haben. Hier, das ist die Broschüre zu den Gläsern. Sorgfältig lesen und rufen Sie die Hotline an, wenn Sie etwas bemerken oder unzufrieden sind. Sie steckte die Brille in ein edles Holzetui und übergab mir eine teuer aussehende Tragetasche, während sie mir dankte, das Geld in die Kasse sortierte und mich an den ersten Termin im Oktober zur Nachbesprechung erinnerte. Ich verließ den Laden und fuhr nach Hause. Einkaufen war eine Wucht. Mir sind vorher nie diese Schummeleien an den Lebensmitteln aufgefallen. Das erste Mal, als ich eine Tomate in der Hand hatte und durch meine Brille begutachtete, bemerkte ich einen leichten, fast unmerklichen Schimmer auf ihr. Sie sind offensichtlich mit einer Art Flüssigkeit besprüht worden, die das Rot um einige Nuancen verstärkte. Ich wollte das nicht glauben, aber ich sah es ganz deutlich. Das waren angeblich Biotomaten und doch wurde hier manipuliert. Viel erschreckender war, dass ich an der Fleischtheke genau sehen konnte, dass auch das Hack und die meisten der anderen Fleischsorten behandelt worden waren. Eine bodenlose Frechheit. Zum Test nahm ich die Brille ab und begutachtete die Auslage aus der Nähe nur mit meinen Augen. Alles unter einem Meter Entfernung konnte ich problemlos erkennen, aber ohne Brille sah es echt, unbehandelt und echt gut aus. Ich schüttelte den Kopf. Verließ den Laden und kaufte von da an sicher nur noch bei dem Hausschlachter ein, wenn dieser nicht trickste, versteht sich. Ich schlenderte durch die Einkaufsstraße der kleinen norddeutschen Stadt und genoss die Sonne in meinem Rücken, das Schwatzen der Leute vor den Cafés und die allgemeine heitere Stimmung. Alles sah so wunderbar aus. Ich traf einige Bekannte und Freunde, die mir ausnahmslos zu meinem Stilwechsel gratulierten und mir Komplimente für meine Brille und meine Ausstrahlung machten. Einige von ihnen schienen ein wenig müde oder wegen irgendetwas fertig zu sein. Ich sah es ihnen an. Wäre mir sonst nicht aufgefallen, aber viele waren eindeutig ziemlich alt. Erst Mitte 20 und doch sah ich sie durch die Brille mindestens 5 bis 10 Jahre älter. Alle hatten zwar stressige Jobs, machten Fitness zum Ausgleich und ernährten sich gesund. Trotzdem waren sie irgendwie alt geworden. Ein wenig missmutig, ob das Gedanken, ich würde wahrscheinlich ähnlich aussehen und die Zeit würde auch vor mir nicht Halt machen, begab ich mich auf den Heimweg. Wie der Optikerin versichert, nutzte ich den Bus und fuhr nicht mit meinem Auto. Sicher ist sicher. Aus Gewohnheit, die ich seit den doch sehr unschönen Schulzeiten, die man als Außenseiter verbringt, nicht abgelegt hatte, setzte ich mich ganz nach hinten in den Bus. Die Sonne schien zu meiner Linken herrlich rötlich in die großen, verschmierten Fenster. Ein Herz mit Initialen war an die Scheibe geschmiert. Genau wie einige derbe Flüche, die von außen spiegelverkehrt die Passanten und Autofahrer brüskieren würden, wenn es sie gekümmert hätte. Öffentlicher Nahverkehr halt. Ich schob eine angebrochene Chipstüte vom Sitz neben mir und platzierte meinen Rucksack auf eben diesen. Der Bus war fast leer, also nahm ich damit niemandem einen Platz weg. Zur Not würde ich ihn einfach wieder auf meinen Schoß nehmen. Unwahrscheinlich. Hatten schließlich keine Wash-Hour. Laut Fahrplan würde ich etwa 30 Minuten brauchen. Ich sah die meiste Zeit aus dem Fenster, genoss die Farben, die Eindrücke und merkte, wie ich mich immer mehr daran gewöhnte, geradezu danach gierte, immer mehr zu sehen. Ich näherte mich den Randbezirken. Einige große Plattenbauten und ein eher ärmliches Umfeld ließen den Schluss zu, dass ich meine Haltestelle möglicherweise verpasst hatte, bis mir einfiel, dass meine Mietwohnung einige Straßen weiter sich bei den klassischen Mittelständlern befand. Glück habe ich gehabt. Ein guter Freund hatte sie mir vermittelt. Sein Vater, Immobilienmakler, brauchte möglichst schnell einen vertrauenswürdigen Mieter. Irgendwas mit den neuen Vorschriften wegen der Flüchtlinge und der Eigentümer wollte keine Immigranten in der Wohnung, auch wenn das eine verminderte Miete bedeutete. So wollte er das Objekt schnell belegen. Mir war das ganze Brimborium um das Thema herzlich egal. Ich brauchte eine Wohnung und wenn die auch noch billig und in einer guten Gegend war, hieß das, einen Lottogewinn gezogen zu haben. Auch wenn der Vermieter ein verfluchter Fremdenfeind war. Nehmen, was man kriegen kann. An der Straße, an der der Bus vorbeifuhr, standen in diesem Teil der Stadt entweder protzige BMWs oder abgewrackte Kleinwagen. Mit meinem eigenen Auto fuhr ich selten diese Strecke und nahm die Hauptstraße zu meiner Arbeitsstelle. So sparte ich einige Minuten und vermied somit auch den Teil der Stadt mit dem schlechten Ruf. Ein Rucken des Busses riss mich aus meiner Trance. Das Zischen der hydraulischen Tür ließ meinen Blick auf die Zugestiegenen werfen. Eine offensichtlich gehbehinderte alte Dame übergab dem Busfahrer mit zitternden Händen eine Menge kleiner Münzen. Dieser schien sichtlich genervt, ließ es sich aber nicht anmerken. Ich sah es aber deutlich an den angespannten Gesichtsmuskeln von hier aus, mit Hilfe meiner Brille. Wieder staunte ich, was ich alles bemerkte. Die Frau ging, mehr schlecht als recht, in Richtung des nächsten freien Sitzplatzes und verstaute umständlich ihre Tasche auf dem Sitz neben sich. Ihr folgte ein junger Mann in meinem Alter mit Kapuzenpullover. Warum er bei den Temperaturen so ein Ding trug, blieb mir schleierhaft. Ziemlich abgerissener Typ. Ein Junkie vielleicht. Ich bekam jetzt leichte Kopfschmerzen, setzte kurz die Brille ab und rieb mir die Augen. Dem seltsamen Kerl folgte ein Anzugträger. So viel konnte ich ohne Brille erkennen. Auf halber Höhe des Busses setzte dieser sich dann ebenfalls. Die Brille dann wieder auf der Nase, nahm ich etwas wirklich Merkwürdiges wahr. Wie wenn an einem heißen Tag die Sonne auf dem Asphalt brennt, die Luft darüber flimmert. So sah es rund um den Platz, wo der Anzugträger Platz genommen hatte, aus. Wieder leichte Kopfschmerzen, als ich mich darauf konzentrierte. Aber diesmal sah ich nicht weg. Das Flimmern wurde stärker, ebenso wie die Schmerzen. Aber ich wollte mehr sehen. Das war doch nicht normal. Es fühlte sich so an, als würde mein Auge zwischen zwei verschiedenen Bildern hin und her springen. Zuerst sehr schnell, dann immer klarer werdend. Gerade als ich glaubte, ich könnte endlich etwas erkennen, schmerzte mein Kopf so stark, dass ich die Brille doch abnahm und mir an den Kopf fasste. Leise stöhnte ich. Gut, dass die Geräusche des Busses das übertönten und so niemand auf mich aufmerksam wurde. Ich ließ die Brille erst einmal ruhen und wartete, bis meine Station in etwa 5 Minuten angezeigt wurde. Ich stand kurz davor auf, die Brille in der Hand und sah Richtung Tür, während ich mich mit der anderen Hand an der Stange festhielt. Der Bus wurde langsamer. Nach dem Rucken, das verhieß, dass er gehalten hatte, setzte ich die Brille wieder auf und wartete den kurzen Augenblick, bis die Tür sich öffnen würde. Aus purer Neugier sah ich den Mann im Anzug nochmal über die Schulter hinweg an. Ich konnte nicht anders. Schrie: Verdammte Scheiße, was ist denn mit dir kaputt? Der Anzugträger war immer noch von dem Flimmern umgeben, aber ich sah ganz deutlich, was dahinter lag. Eine haarige, schwarze Fratze, ein reißzahnbewehrtes Maul, von Ohr zu Ohr, wenn es welche gehabt hätte. Keine Nase, nur dieses riesige, offene Maul unter den vielen, vielen Augen, die zunächst in alle Richtungen zugleich starrten. Aber dann richteten sich alle auf mich. Das Maul öffnete sich noch weiter. Beinahe wie ein erstauntes Ächzen grollte es mich an. Ich stolperte, floh geradezu nach draußen, weg von diesem, was auch immer das war. Den Rest des Weges rannte ich zu meiner Wohnung, sah mich immer um. Ich hatte so riesige Panik, von der Kreatur verfolgt zu werden. Sobald ich in der vermeintlichen Sicherheit meiner vier Wände war, schloss ich alle Fenster, Türen, zog Vorhänge zu und verkroch mich in der Stube. Der Schock ließ dann langsam nach. Sobald ich nicht mehr zitterte, goss ich mir einen Kaffee auf und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Eigentlich hatte ich das schon massiv reduziert, aber wer kann mir das nach solch einem Erlebnis verübeln? Ich nahm die Broschüre zu den Brillengläsern zur Hand. In Fällen von Kopfschmerzen und leichten Wahrnehmungsstörungen legen Sie eine brillenlose Zeit von mehreren Stunden ein. Danach verschwinden die meisten Beschwerden von alleine. Für nähere Informationen rufen Sie die Hotline an. Bei anhaltender Übelkeit, Kopfschmerzen und anderer Nebenwirkungen, auch nach einer Ruhepause, konsultieren Sie bitte einen Augenarzt. Echt toll, dachte ich. Was sollte ich den Mitarbeitern denn sagen? Hallo junge Frau, wissen Sie, echt komisch. Bin Bus gefahren und durch Ihre Brille habe ich ein scheiß verfluchtes Monster gesehen, das mich fast zu Tode erschreckt hat. Nein, ich brauchte Ruhe. Das musste eine Stressreaktion sein oder einfach eine Halluzination. Ich habe mir das so sehr gewünscht und mit diesem Gedanken fand ich endlich auch Ruhe bis zum nächsten Tag. Ich musste arbeiten und sollte heute noch auf Autofahren verzichten. Logisch, dachte ich mir. Wenn mir so eine Scheiße beim Fahren passiert wäre, hätte man mich auf jeden Fall vom Asphalt kratzen müssen. Die Alternative war, dass ich wieder in einen Bus steigen musste. Das war bei weitem nicht so einfach wie sonst. Nackte Panik trifft es wohl, was ich empfand, als ich an der Haltestelle den Bus aus der Entfernung kommen sah. Ich war versucht, einfach die Brille für die Dauer der Fahrt abzulegen, wollte aber nicht wie ein Blindfisch dort sitzen und allem ausgeliefert sein, was möglicherweise dort lauerte. Es dauerte nicht lange, höchstens 3 Stationen weiter und 2, bevor ich aussteigen musste, als eine Frau zustieg. Zunächst war wieder nur dieses Flimmern um ihren Kopf zu sehen und ich bekam wieder Kopfschmerzen. Diesmal wusste ich, dass es etwas Schreckliches bedeuten, etwas verbergen musste und ich senkte den Blick. Nichts anmerken lassen, einfach ignorieren. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Es war warm und so würde es niemanden wundern, wenn ich schwitzte. Immer wieder blickte ich kurz auf. In der Hoffnung, diese Frau oder was es war, würde aussteigen, bevor ich gleich raus musste. So müsste ich nicht sehen, was sich unter dem Flimmern verbarg. Diese Hoffnung wurde je gebrochen, als sie ihre Sachen raffte und zur Tür ging, an genau der Haltestelle, an der ich auch aussteigen würde. Mit schweißnassen Händen griff ich immer wieder neu an die Henkel meiner Arbeitstasche, rückte die Brille immer wieder ein Stück nach unten, blickte über die Ränder. So sah ich die Frau nur verschwommen. Der dunkelbraune Haarschopf war zu erkennen, aber immerhin kein Flackern, kein Flimmern, keine Monsterfratze. Ich stellte mich zitternd neben sie, tat so, als wäre alles okay. Dann sah sie mich an. Und jetzt, aus der Nähe, erkannte ich sie. Es war noch viel schlimmer. Meine Arbeitskollegin, Marie. Mensch, Niklas, du bist das. Freut mich, dich schon so früh zu sehen. Strahlt sie. Ich sehe sie konsequent über die Ränder der Brille an, versuche unauffällig, diese langsam abzunehmen und in meine Hemdtasche zu stecken, während ich ein sehr gezwungenes Lächeln aussetze. Hey, Marie, wie waren die letzten Tage? Viel zu tun? Versuchte ich betont locker zu erwidern. Die Türen des Busses öffneten und wir stiegen aus. Die Brille schon fast in meiner Tasche und halb blind, hoffe ich, sie bemerkt nichts von meinen zitternden Händen. Nö, alles ganz entspannt. fährst doch sonst nie Bus, sagt sie, als würde sie versuchen zu flirten. Hast du eine neue Brille? Zeig mal. Fuck, denke ich. Ja, ist neu. Bekomme aber ein wenig Kopfschmerzen. Muss mich wohl noch gewöhnen. Zeige ich später, okay? Sagte ich und versuchte unbemerkt meinen Schritt zu beschleunigen. Ganz ruhig, lacht sie. Wir haben noch Zeit. Vielleicht noch einen Kaffee im Pausenraum? Jetzt überlegte ich fieberhaft, wie ich da wieder rauskam. Ich weiß nicht. Hat sich bestimmt eine Menge angestapelt auf meinem Schreibtisch und ich wollte früher Feierabend machen. Selbst ohne Brille sah ich ihren enttäuschten Gesichtsausdruck, der meinen Worten folgte. Sie schien wirklich Interesse an mir zu haben. Vielleicht Interesse wie das einer Spinne, die einer Fliege auflauert. Oder vielleicht doch einfach Menschliches, und ich bildete mir das alles nur ein. Sie sah mich schon eine ganze Weile so an und vielleicht mochte sie mich wirklich, hatte aber jetzt erst den Mut geschöpft, mich direkt anzusprechen. Verdammt, ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Du, hör mal, ich bin nicht ganz auf der Höhe, sagte ich ein wenig gequält und es klang echt. War ja auch wahr. Vielleicht ist ein Kaffee gar nicht schlecht. Ich würde die Brille einfach nicht aufsetzen, nicht sehen, was hinter dem Flimmern ist. Das konnte ich nicht mehr, wenn ich an einem Tisch saß und arbeiten musste. Aber so war der Schrecken vorerst vor mir verborgen. Oh, fein! Ja, dann mal los! Hoffentlich haben die Frühaufsteher uns was übrig gelassen, scherzte sie, lachte und geht fröhlich mit mir Richtung Eingang des Bürogebäudes. Ich schob den Zeitpunkt, zu dem ich die Brille wieder aufsetzen musste, so weit wie möglich vor mir her. Der Kaffee und das Gespräch mit Marie waren angenehm, trotz der Umstände und dem Gedanken, was ich da möglicherweise vor mir hatte. Als es Zeit wurde, mit der Arbeit zu beginnen und ich an meinen Tisch ging, musste ich aber die Brille aufsetzen. Ich vermied den Blick in Richtung Maries Schreibtisch, obwohl ich aus dem Augenwinkel ihren in meine Richtung des Öfteren bemerkte. Stumpf und ohne Pause arbeitete ich den Stapel mit den Rechnungen und Verwaltungsaufgaben ab und konnte so eine Stunde früher gehen. Das geschaffte Arbeitspensum war wichtig. Gute, flexible Arbeitszeiten. Ein weiterer Vorteil gegenüber meines vorigen Jobs in einem Fachgeschäft für Computerzubehör, das an feste Öffnungszeiten gebunden gewesen war. Nun konnte ich kommen und gehen, wann ich wollte, solange die Arbeit erledigt wurde. Ich setzte die Brille ab, denn ich wusste, ich würde an Marie vorbeigehen müssen, wenn ich das Gebäude verließ. Im Vorbeigehen schenkte ich ihr ein Lächeln, mehr aus einem Impuls heraus. Sie hatte mir ja nichts getan. Und möglicherweise war das alles ja auch nur eine einmalige Sache und dementsprechend nur eine Halluzination gewesen. Ich wurde, als ich Richtung Innenstadt unterwegs war, eines Besseren belehrt. Ich konnte ja nicht immer blind herumlaufen. Meine alte Brille war zu Hause verstaut und so hatte ich keine Wahl, als mit der neuen die Einkäufe der nächsten Tage zu erledigen. Ich würde nur Fertigfutter besorgen, dachte ich. Die Erfahrung mit dem angeblichen Biogemüse und Fleisch war mir dann doch zu nah. Instant-Nudeln waren gesundheitlich nicht unbedingt besser, aber so vermied ich, auf die Mogelpackung reinzufallen und ich zog dann die ehrliche, ungesunde Küche vor. Ohne Zwischenfälle erledigte ich meine Einkäufe und machte mich durch eine Seitenstraße, die parallel zur Einkaufsmeile verlief, auf in Richtung des Busbahnhofs, einige 100 Meter die Straße runter. Aus dem Augenwinkel am Rand der Brillengläser sah ich etwas, beinahe zu schnell, um es zu erfassen. Ein Huschen, wie wenn eine Katze in ein Gebüsch verschwindet und man das nur am Rande mitbekommt. Nur war das sehr viel größer als eine Katze gewesen. Groß, schwarz, haarig, langgestreckt. Ein Hund vielleicht. Ein großer Hund, der sich lautlos und flink wie eine Katze bewegt. Ich blieb stehen, warf einen Blick auf mein Handy. 8:30. Langsam ging die Sonne unter. Anfang September wird jeder Tag ein wenig kürzer und so scheinen die rötlichen Sonnenstrahlen in meinem Rücken das letzte Licht des Tages. Die Bewegung kam aus einer Zufahrt eines Mehrfamilienhauses im Schatten. Ich sah die Mülltonnen und dahinter lauerte etwas. Jetzt sah ich es deutlicher. Es lugte ein Stück hinter den Tonnen hervor. Es musste mir bis zur Brust gehen, wenn ich die Mülltonnen als Maß nahm. Ich wich zurück. Das Ding kam noch weiter hervor. Es sah, dass ich es sah. Ein langgezogener Körper, drahtig, schwarzes Fell, das an vielen Stellen ausgefallen war, und dort wuchsen eitrige Geschwüre. Sie pulsierten. Oh mein Gott, sie pulsierten. Es öffnete das lange Maul, eine Mischung aus Krokodil und Hundekopf, Reihen fingerlanger gelber Zähne und Augen, Dutzende Augen sahen mich an, fixierten mich als potenzielle Beute. Ich wusste es. Ich wagte nicht, die Brille abzusetzen. Ich würde es nicht kommen sehen. Sich gegen etwas Unsichtbares verteidigen? Wie sollte das gehen? Aber vielleicht konnte es mich dann auch nicht mehr sehen. Ich wollte das nicht riskieren. Langsam wich ich immer weiter zurück. Dann spurtete ich los. Immer schneller. Meine Beine pumpten wie die eines Sprinters bei den Olympischen Spielen. Scheiße, ich hätte wahrscheinlich alle überholt. Ich hörte erst auf, als ich beinahe in eine Gruppe von Menschen an der Bushaltestelle gerannt war. Keuchend, mit schmerzender Brust und beinahe heulend vor Angst, Schmerz und Verzweiflung sank ich zu Boden. Einige Leute gucken mich an, als wäre ich irre. Aber ich wusste es besser. Da war dieses Ding gewesen. Das war keine verfluchte Halluzination. Ich hatte auf meiner Flucht einige meiner Einkäufe verloren, die ich in einem Beutel hatte. Aber meine Arbeitstasche hatte das meiste und Wichtigste beinhaltet. Die Tüten, Nudeln und Suppen. Diese würden mich für die nächsten Tage versorgen. Ich kam zu Hause an, rief meinen Arbeitgeber an und sagte, ich wäre krank. Sprach das auf den Anrufbeantworter der Personalabteilung. Ich würde, sobald ich wieder einigermaßen auf den Beinen war, ein Attest vom Arzt besorgen. Jetzt hatte ich für einige Tage wenigstens meine Ruhe, oder besser gesagt, die Sicherheit meiner Wohnung. Ich konnte nicht mehr rausgehen. Ich dachte, ich könnte es. Aber als ich mich beruhigt hatte, wieder eine halbe Schachtel Zigaretten in Kette geraucht und ohne nachzudenken in meiner halbvollen Kaffeetasse ausgelöscht hatte, riskierte ich einen Blick aus dem Fenster. Ich hatte nichts erwartet, aber gehofft, nichts zu sehen. Das tat ich auch nicht. Zunächst. Stundenlang saß ich dort. Alles dicht gemacht. Nur ein kleiner Spalt, durch den ich auf die Straße blicken konnte. Dort. Ein Huschen. Nur eine Katze. Warte, wirklich nur eine Katze? Ja, doch. Grau getigert, ziemlich fett. Sie setzte sich auf den Wall eines Hauses, schräg gegenüber. Trotz der Dunkelheit konnte ich alles sehr gut erkennen. Die Straßenlaternen hätte ich gar nicht gebraucht. Die Brille verstärkte anscheinend auch die Nachtsicht. Ich sah alles scharf, konnte die Nuancen der Dunkelheit sehr gut voneinander unterscheiden. Wäre ich nicht so verängstigt gewesen, wäre ich begeistert ob der großartigen Möglichkeiten, die das bot. Doch in dieser Situation wünschte ich, nicht zum ersten Mal, ich hätte einfach nur den höheren Preis für die Brille bezahlt und hätte nichts von diesen Kreaturen gewusst. Da, die Katze bewegt sich. Ihr Fell steht vom Körper ab. Selbst durch die Scheiben hörte ich ihr lautes Jaulen und Kreischen. Sie floh vor etwas. Hektisch blickte ich in die entgegengesetzte Richtung, hielt Ausschau nach dem, wovor die Katze geflohen ist. Ein Schatten. Oh mein Gott, dort auf dem Dach vom Haus. Es sah aus wie eine Spinne, aber mit einem Kopf, der aussah wie die Fangblätter der Venusfliegenfalle, senkrecht am fetten Rumpf und sich immer wieder abwechselnd öffnend und schließend. Es schien sich in Lauerstellung zu begeben und ich sah dann auch, was es sich als Beute ausgesucht hatte. Wie aus dem Schatten heraus sah ich tentakelartige Glieder, sich langsam über die Straße vortastend. Eine Kreatur, pferdeähnlich, aber statt der Hufe diese Tentakel. Es robbte, glitt und schlingerte über den Boden und hinter ihr tauchten weitere auf. Sie glitten durch die Häuserwände durch, kamen aus dem Boden, als wäre da keine feste Materie. Das Spinnenmonster auf dem Dach setzte zum Sprung an. Mit einem gewaltigen Satz ergriff es eine der Tentakelpferde am Kopf. Kein Geräusch war zu hören, als wäre die Straße leer. Die Wesen stoben auseinander, purzelten und glibberten mit ihren wabbeligen Gliedern übereinander, um der räuberischen Kreatur zu entkommen, während es mit ihren Artgenossen beschäftigt war. Ich sah Gedärme, purpurnes Blut überall. Die Beute wurde in Fetzen gerissen und gierig von den tellereisern aussehenden Kiefern verschlungen, nachdem es in mundgerechte Stücke zerteilt war. Die Stille war unglaublich. Ich sah, was passierte. Völlig geschockt, angeekelt. Mir wurde schlecht. Ich hörte ein Auto aus der Entfernung, aber dieses Gemetzel war absolut lautlos. Als würde man einen Horrorfilm mit ausgeschaltetem Ton sehen. Was sah ich da? War das eine Realität, die mir bis jetzt verborgen geblieben war? Existieren diese Dinge schon immer parallel zu unserem Sein? Warum gab es, ich nenne sie mal, Pseudomenschen, die normal erschienen, aber offensichtlich nicht ganz normal sind? Diese Gedanken rasten durch meinen Kopf und ich wand mich dem Fenster ab, vor dem immer noch lautlos das Spinnenvieh das Tentakelpferd auseinandernahm. Wenigstens störten mich keine Geräusche. Das half aber nichts. Ich fand, ob der Grauen, die ich gesehen hatte, keinen Schlaf. Völlig fertig und mit heruntergerutschter Brille stand ich gegen 7 Uhr aus meinem Bett auf. Ein innerer Zwang hielt mich davon ab, meine alte Seehilfe wieder aufzusetzen und endlich wieder ein normales Leben ohne diese Kreaturen zu führen. Das hinter mir lassen, vergessen. Offensichtlich tat ich das nicht. Wie könnte ich das? Jetzt, wo ich das gesehen hatte. Immer fürchtete, dass etwas Unsichtbares um mich und durch mich hindurchschlich. Mit Klauen, Fängen, Tentakeln, Reißzähnen und wer weiß noch was für absurde Glieder. Meine fettigen Haare, völlig durchgeschwitzte Kleidung und mein Geruch, der zweifelsohne furchtbar sein musste, kümmerte mich nicht. Beinahe kriechend bewegte ich mich auf das Wohnzimmer zu. Einer inneren Eingebung folgend wollte ich prüfen, ob über die Nacht sich die Welt normalisiert hatte. Also warf ich zuerst einen Blick aus dem kleinen Spalt in meinem Fenster. Ich dachte, ich hatte gestern einen Eindruck aus der Hölle gesehen. Aber als ich meine Augen knapp über die schmale Leiste der Fensterbank gehoben hatte, war das noch viel, viel schlimmer, als ich erwartet hatte. Die Welt, wie ich sie kannte, war überlagert, überwuchert von einer mir bis dato unbekannten und unbegreiflichen Welt. Autos fuhren, Häuser und Gärten waren immer noch da, doch es war mehr. Zwischen und über den Häusern, Bäumen, auf der Straße wuchsen abartige Pflanzen in den unfassbarsten Formen und Farben. Tiere, die sich jeglicher Beschreibungsmöglichkeit entzogen, wuselten überall, glitten durch die Passanten. Die meisten Kreaturen beachteten die Menschen nicht, die dort absolut nichts von alledem wahrnahmen. Aber hier und da sah es so aus, als würden einige der größeren Kreaturen an den Menschen schnüffeln, versuchen, nach ihnen zu greifen, mit albtraumhaften Klauen. Diese glitten meist ohne Schaden durch sie hindurch, aber dann sah ich, wie ein hundeähnliches Tier, ähnlich dem, das mich in der Seitengasse so verstört hatte, einen älteren Mann berührte. Dieser keuchte plötzlich, fasste sich an die Stelle nahe seines Herzens, wo die Kreatur ihn gestreift hatte. Er sackte ein wenig zusammen, beinahe als hätte er einen Anfall. Sollte ich ihm helfen? Eigentlich hätte ich das müssen. Krankenwagen rufen, Polizei, irgendjemanden. Aber da schien der Alte sich schon wieder gefangen zu haben und setzte seinen Weg fort. Aber jetzt folgten ihm Dutzende Kreaturen auf Schritt und Tritt. Heulend brach ich zusammen. Was konnte ich denn jetzt groß machen? Ich wollte nicht mehr sehen, was es gibt, aber ich wollte auch nicht in Ungewissheit leben, wann mich eines dieser Wesen berührt. Wer weiß, vielleicht warteten sie, dass derjenige stirbt und sie übernehmen den Körper. Ja, das könnte doch sein. Das ist vielleicht der wahre Hintergrund von Leuten, die sich plötzlich seltsam verhalten. Die werden übernommen, besessen. Ich merkte, wie mir wieder alles zu viel wurde. Schwindelig. Schlecht. Meine Sicht wurde schlechter. Ich verlor das Bewusstsein. Schlafmangel und die wahre Natur der Dinge zu sehen, zu wissen, ist keine leichte Bürde. Ich erwachte durch das Türklingeln. Sehr energisch, sehr lange wurde der Klingelknopf immer wieder gedrückt, als würde man versuchen, einen Toten zu wecken. Nicht weit von der Realität, dachte ich. Keuchend trappelte ich mich auf. Meine Schulter tat weh. Musste darauf gelandet sein, als ich ohnmächtig wurde und mein Nacken schmerzte von der unnatürlichen Haltung, in der ich zusammengesunken war. Dementsprechend rieb ich mir den einige Male und drückte die verfluchte Brille gerade. »Wer ist da?« rief ich heiser und mit brechender Stimme. »Marie!« ertönte es gedämpft von der anderen Seite der massiven, hölzernen Eingangstür. »Scheiße«, dachte ich. Jetzt stand auch noch eines dieser Dinger vor meiner Tür. Was willst du? Meine Stimme war jetzt fester. Ich würde dieses Wesen nicht einlassen. Du bist nicht zur Arbeit gekommen. Die Abteilungsleitung sagt, du wärst krank. Wollte nach dir sehen. Es klang ehrlich besorgt. Was für ein Spiel spielte sie? Ja, bin ich. Bleib lieber draußen. Nicht, dass du dich ansteckst. Das war plausibel. Gut gemacht. Doch dann antwortete sie, komm schon, ich will nur helfen, bitte. Warum war sie so hartnäckig? Wusste sie, dass ich wusste, dass sie nicht menschlich war? Würde sie mich holen kommen? Fuck, ich zog mich zurück, blieb ihr eine Antwort schuldig. Ich würde sie gleich, wenn sie ging, von außen beobachten und wissen, was sich hinter ihrem hübschen Gesicht verbarg. Sie blieb noch eine ganze Weile. Dann gab sie wohl doch auf und wandte sich zum Gehen. Als letztes sagte sie noch traurig, ich will dir nur helfen. Dann hörte ich ihre Schritte sich von der Tür entfernen. Ich eilte ins Badezimmer. Von dem Fenster aus war der Eingangsbereich zu erkennen. Ich sah wieder diese pflanzenartigen Strukturen überall wuchern, kleine schwarze Wesen auf dem Boden wuseln. Gut, dass ich keinen Schritt nach draußen getan habe, aber diese Kreaturen mieden Marie. Sie flohen regelrecht. Ich sah nur ihren Rücken, aber da, wo ihr Kopf war, ein strahlendes, weißes, reines Licht. So hell, so wunderschön. Dieses Licht vertrieb alles aus meinem Kopf. Was waren diese Monster schon im Vergleich zu dieser Perfektion? Wo Schatten ist, gibt es auch Licht. Diese Frau war Licht. Das Einzige, was ich jemals noch erblicken wollte. All diese Schrecken, all das Grauen, alle Monster waren es wert, einen Blick auf dieses Licht zu erhaschen. Es strahlte pures Glück, absoluten Frieden, vollendete Sehnsucht aus. In einer Welt der Dämonen hatte ich einen Engel gesehen. Und jetzt wusste ich, ich war verloren. Ich konnte dort nicht rausgehen, Marie folgen. Die Kreaturen hatten meine Fähigkeit zu sehen bemerkt, steuerten auf mein Haus zu. Anders als bei den anderen Häusern schien es, als konnten sie meins nicht betreten, als würde es geschützt werden. Aber ich wusste, sobald ich vor die Tür trat, werden sie über mich herfallen. Ich schickte meine einzige Hoffnung weg und die Gewissheit, sie würde mir keine zweite Chance geben, entlud sich in einem verzweifelten Schrei. Ich schreie immer noch. All meine Wut, meine Trauer, mein Versagen heraus. Aber warum hatte ich sie nicht angesehen? Warum hatte ich ihr keine Chance gegeben? Ich verhungere hier. Ich kann nicht mehr nach draußen sehen. Die Kreaturen haben jedes Fenster, jeden Spalt überwuchert. Ich kann niemandem etwas erzählen. Die Helfer würden mich einweisen, rauszerren, versuchen, mich in eine Anstalt zu sperren. Aber sobald ich diese Tür öffne, bin ich tot. Also werde ich warten. Verzweifelt warten. Auf einen Engel, der doch noch Erbarmen mit mir hat. Ich habe ein merkwürdiges Hobby. Das sagen zumindest alle anderen. Und vielleicht haben sie ja recht. Meine Sicht der Dinge war schon immer etwas makaber. Ich mache gerne Fotos von jenen Orten, über die die unheimlichsten Geschichten kursieren. So bin ich auch irgendwann auf ein verlassenes Forschungszentrum gestoßen. Es liegt ziemlich abseits der Zivilisation und die Einwohner der Gegend erzählten mir von allerhand kuriosen Erscheinungen und Legenden, die sich um die Schließung der Klinik und die dort durchgeführten Experimente ranken. Menschenexperimente und so kranker Scheiß eben. Das alles hörte sich nach einem gefundenen Fresschen für mich und meine Digitalkamera an. Also stieg ich kurzerhand auf meinen Roller und machte mich auf den Weg zum besagten Institut. Der Weg dorthin war asphaltiert, jedoch war der Zustand der Straße so erbärmlich, dass ich meinen Motorroller an einen Baum kettete und das letzte Stück zu Fuß bewältigte. Tatsächlich sah die Einrichtung so aus, als wäre sie der perfekte Ort für verbotene Experimente, von Dornen umrankt und von der Bevölkerung gemieden. Was will man mehr? Als ich mich zur zersplitterten Glastür vorgekämpft hatte, war der Speicher meiner Kamera bereits mit einer Menge interessanter Bilder gefüllt. Der Eingang des Gebäudes sah nicht allzu einladend aus. Das Glas der Flügeltüren war zersprungen und über dem Boden verteilt. Und auch sonst hätte jeder Feigling befürchtet, jeden Moment eine Geistervisage aus dem Dunkeln blicken zu sehen. Ich glaube nicht an Paranormales, also zwängte ich mich ohne Furcht durch die zerbrochenen Scheiben und betrat den vermoderten Flur der alten Einrichtung. Nachdem ich ein paar Bilder geknipst hatte und alles gründlich betrachtet hatte, ging ich tiefer hinein. Anfangs lag nur ein feuchter Schimmelgeruch in der Luft, doch es stank immer erbärmlicher, je weiter ich in die Organe des Gebäudekomplexes eindrang. Hier war irgendetwas verreckt und vergammelte jetzt in irgendeiner dunklen Ecke. Nach ein paar Kurven machte ich die erste besondere Entdeckung. Auf dem Boden verteilte Holzsplitter und eine zerbeulte Tür berichteten mir von einem gewaltsamen Ausbruch. Schnell fotografierte ich das Chaos und den dahinterliegenden, dämmerigen Raum. Dann schritt ich den Flur weiter hinab, folgte neugierig der alten Spur aus Holzstückchen und irgendwelchen anderen, hoffentlich nicht organischen Fetzen. Ich wurde direkt zu einem Büro geführt. Die Tür stand weit offen, doch es war, wie erwartet, leer. Einzig und allein Porzellansplitter und verstreute Akten auf dem Boden bezeugten, dass sich hier mal jemand aufgehalten hatte. Ich machte gespannt Fotos. Vielleicht konnten mir die Leute aus der Gegend ja noch etwas mehr hierüber berichten, wenn ich ihnen diese Bilder zeigte. Ehe ich es wieder verließ, ließ ich meinen Blick noch einmal über das Arbeitszimmer schweifen. Ein zersplitterter Monitor, der schon älter zu sein schien, wirkte ganz interessant, doch etwas anderes zog meinen Blick auf sich. Eine kleine, graue Kassette lag am Boden. Ihr Etikett war säuberlich beschriftet. Forschungsergebnisse stand darauf. Ich triumphierte still, steckte den Tonträger ein und verließ das Gebäude nach einer weitaus nicht so gründlichen Untersuchung ohne weitere Ergebnisse. Als ich in meiner Unterkunft ankam, bat ich die Vermieterin, mir ihren Kassettenrekorder zu leihen. Sie brachte ihn mir sofort freundlich rüber und verabschiedete sich dann mit der höflichen Bitte, die Musik nicht allzu laut aufzudrehen. Ich nickte verständnisvoll, und die ältere Dame ging, sichtlich erfreut über ihren höflichen Untermieter. Mit vor Aufregung zitternden Fingern legte ich die Kassette ein, steckte meinen Kopfhörer ein und drückte erwartungsvoll auf die Play-Taste. Beginn der Aufnahme. Hast du eine Ahnung, wie es ist, wirklich alleine zu sein? Ich bin mir sicher, dass du diese Frage mit einem Ja beantworten kannst. Wer war denn noch nie alleine? Alleine in einem dunklen Raum zu sein, ist nicht unbedingt sonderbar oder etwas Besonderes. Doch auf diese Art von Zurückgezogenheit spiele ich nicht an. Einsamkeit kann manchmal erleichternd sein, oder? Sich von all dem Druck erholen, seine Gedanken schweifen lassen und einfach nur dasitzen. Wunderbar, oder? Aber was, wenn diese Einsamkeit andauert? Was, wenn du Tage, Monate und Jahre in solch einer Isolation verbringen musst? Was geschieht dann? Verliert man den Verstand? Erliegt man den Folgen der absoluten Ausgeschlossenheit? Lass mich meine Frage noch einmal stellen. Weißt du, wie sich die wahre Einsamkeit anfühlt? Nein. Ich schätze mal, nein wäre hier die passende Antwort. Gibt es denn überhaupt einen einzigen Menschen, der diese Frage bejahen kann? Gibt es jemanden, der es geschafft hat, jahrelang ohne den Kontakt zu anderen Lebewesen zu überleben? Ich habe mal von einer Foltermethode gehört, die es vorsah, einen Menschen einige Tage lang in die geräuschlose Dunkelheit zu sperren. Alleine und gefangen im Dunkeln verliert man seine Sinne, seinen Verstand und letztendlich wohl auch seine Seele. Warum eigentlich? Ich würde es zu gerne selbst ausprobieren. Doch ich hänge sehr an meiner psychischen Gesundheit und möchte diese nicht unbedingt durch ein Experiment mit ungewissem Ausgang beschädigen. Aber wie soll ich sonst an eine Antwort kommen? Ist das ein unlösbares Rätsel? Wie ärgerlich. Ich bin zu neugierig. Ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich glaube zu wissen, wie ich meine drängende Wissbegierde stillen kann, ohne dabei selbst zu Schaden zu kommen. Es gab doch von Anfang an nur eine Möglichkeit, oder? Mein Gewissen wollte es nur nicht zulassen, aber das macht nichts. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und ich sehe keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Nicht einmal mein Gewissen kann sich noch über meinen Plan beklagen. Das mag ja grausam sein, aber es steht alles im Dienste der Wissenschaft. »Was zur Hölle willst du eigentlich von mir? Schneide mich auf der Stelle los!« Ich hätte ihm den Knebel nie aus dem Mund nehmen sollen. Kann er denn aus persönlichen Gründen nicht schweigen, oder ignoriert er meine höfliche Bitte nach etwas Ruhe jetzt bereits seit einer halben Stunde kompromisslos? Wie unverschämt von ihm. Ich bin doch sogar so nett und stopfe ihm das dreckige Tuch nicht einfach so wieder in den Mund. Aber wenn sein Wortschatz nicht bald erschöpft ist, werde ich das wohl oder übel tun müssen. Sein Geschrei wird ihm jedoch so oder so nichts bringen. Hier wird ihn sicher niemand hören, denn meine Versuchsräume sind nicht nur schallgeschützt, sondern liegen auch noch fernab jeglicher Zivilisation. »Verdammt, hörst du mir überhaupt zu? Was willst du? Geld? Ja, willst du, oder? Verdammt, ich gebe dir alles, das...« Ein überraschender Schlag in sein Gesicht beendet seinen sinnlosen Redeschwall. Er hat schon wieder gewissenlos meine Gedankengänge unterbrochen. Wenn ich eines nicht leiden kann, dann sind es geschwätzige, gedankenlose Menschen. Etwas Blut sickert aus seinem Mund. Ekelhaft, dieses klebrige, rote Zeug an meinen Fingern. »Wirst du jetzt endlich dein loses Mundwerk halten? Du störst!« Meine abgeschmackte Äußerung scheint ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben, denn das Versuchsobjekt schweigt angsterfüllt. Immer wieder steigen Worte glucksend in seiner Kehle auf, doch er schluckt sie runter. Angst. Oh ja, mein Lieber, Angst vor den folgenden Tagen ist durchaus angebracht. Wenn ich das Experiment jetzt starte, werde ich seinen erbärmlichen Anblick nicht länger ertragen müssen. Was denkst du darüber? Bist du auch so gespannt auf das, was mit ihm geschehen wird? »Was machst du jetzt mit mir?« Seine vorhin noch so laute, wütende Stimme ist leiser geworden. Sein Wimmern zeugt von Unterwürfigkeit und Angst vor seinem Schicksal. Eine Antwort erspare ich mir. Er soll schon einmal auf die folgenden Tage vorbereitet werden. Tage? Vielleicht brauche ich auch nur ein paar Stunden, um meine brennende Neugierde zu stillen. Das scheint mir jedoch relativ unwahrscheinlich zu sein. Er wehrt sich nicht mehr, als ich ihn in sein Zimmer bringe. Ich habe es extra für ihn hergerichtet. Es beinhaltet sanitäre Anlagen, ein weiches Bett, genug getrocknete Nahrung, eine Menge Wasserflaschen und jede Menge Holzstücke. Sie alle sind unterschiedlich groß, haben unterschiedliche Formen und abgerundete Ecken. Du wunderst dich sicher, warum ich ausgerechnet Holzstücke zurechtgeschnitten habe. Vielleicht tat ich es aus Mitleid mit der armen, nun vor mir stehenden Seele. Sollte die Langeweile allzu unerträglich werden, kann er damit Türme bauen und sich die Zeit vertreiben. Ist doch ein gutes, menschenfreundliches Prinzip, nicht wahr? Außerdem habe ich dafür gesorgt, dass die Ecken und Kanten der Klötze nicht spitz oder scharf sind. Sonst kommt er noch auf die schlechte Idee, einen Suizidversuch zu wagen. Und das kann ich nun wirklich nicht billigen. In dem fensterlosen, kleinen Raum gibt es keine einzige Lichtquelle. Er wird lernen müssen, sich im Dunkeln zurechtzufinden. Soweit ich das sehen kann, betrachtete er den ganzen Raum nervös. Der Mangel an Folterwerkzeugen, Blut und sonstigen morbiden Dingen scheint ihn etwas zu beruhigen. Wenn er wüsste. Was geschieht jetzt? In seinem Stimmlaut erklingt wieder etwas Aufmüpfigkeit. Diese sollte wohl besser umgehend eliminiert werden. Denn ich verspüre nicht gerade den Drang, seinem furchtsamen Gelaber weiter zuzuhören. Er keucht erschrocken auf, als ich ihn in die düstere Kammer hineinstoße. »Bekomme ich denn keine Taschenlampe?« Er reißt die Augen panisch auf, als ich mein Gesicht zu einem grotesken Lächeln verziehe und langsam den Kopf schüttle. Weshalb tue ich das überhaupt? Nicht ich, sondern er wird den Verstand verlieren. Ich sollte mich also nicht so krank benehmen. Seine riesigen, angsterfüllten Augen sind wirklich mitleidserregend. Doch ich ignoriere die aufkommenden Gefühle und knalle die Tür zu. Er sollte sich doch glücklich schätzen, mein Forschungsobjekt sein zu dürfen. Meinst du, er wird sehr leiden? Ich bin mir nicht sicher, weshalb ich dir diese Frage stelle. Doch trotz des Schwalls aufkommenden Mitgefühls verspüre ich den unbändigen Drang, das Experiment endlich zu beginnen. Noch ist meine gleißende Taschenlampe auf das einzige kleine Fenster in der Tür gerichtet. Schon bald wird auch dieses Fenster verschlossen sein. Tränen laufen über sein gegen die Mattscheibe gepresstes Gesicht, als ich die letzte Lichtquelle mit einer schweren Holzplatte verschließe. Er hämmert panisch gegen das Glas. Schreie werden laut, als ich in den angrenzenden Überwachungsraum gehe und mich auf den Stuhl vor den Monitoren niederlasse. Infrarotkameras sind schon eine praktische Erfindung, findest du nicht? Er wird nichts von meinen wissenschaftlichen Beobachtungen mitkriegen. Und die gut versteckte Kamera wird er im Dunkeln erst recht nicht finden. Das Experiment ist so gut geplant, dass es schon beinahe idiotensicher ist. Forschungstag 1. Ich bin ja so gespannt, ob er die Nacht überstanden hat. Du auch? Seine Hilfeschreie habe ich noch ziemlich lange gehört, doch sie sind immer leiser geworden. Letztendlich sind sie ganz abgeschwollen, und ich konnte ihn dabei beobachten, ruhelos durch die Dunkelheit zu tasten und alles mit den Händen zu untersuchen. Die Bauklötze hat er allerdings nicht angerührt. Wie dreist von ihm. Dabei habe ich mir doch so viel Mühe beim Fertigen des Zeitvertreibs gegeben. Manchmal hat er noch nach mir gerufen. Daraus schließe ich, dass er immer noch glaubt, einen Ausweg aus der Situation finden zu können. Was für ein jämmerlicher Gedanke. Gegen Mitternacht hat er sich dann auf das Bett gelegt und versucht, etwas Schlaf zu finden. Interessant. Noch kann ich keine Anzeichen für eine zerbrechende Psyche entdecken. So wie es aussieht, werde ich noch eine ganze Weile mit dem Experiment beschäftigt sein. Heute Morgen hat er übrigens etwas gegessen und getrunken. Die absolute Einsamkeit schlägt ihm also noch nicht auf den Magen. Aber das kommt schon noch. Forschungstag 2. Nach den eher mickrigen Ergebnissen des vorangegangenen Tages habe ich euch jetzt etwas sehr Interessantes zu berichten. Nach gerade mal 2 Tagen des völligen Alleinseins zeigt sich bei ihm eine leichte Störung schizophrenen Ursprungs. Ich kann hören, wie er sich leise mit sich selbst unterhält. Die Themen seiner Selbstgespräche sind recht belanglose Dinge. Meistens quasselt er etwas über Botanik, Fernsehshows und gute Bücher. Dabei nimmt er jedoch selbst 2 Sprecherrollen ein. Einmal redet er ganz normal, so als sei alles wie immer. Auf der anderen Seite jedoch verstellt er seine Stimme und die verzerrten, tiefen Klänge jagen mir beinahe einen Schauer über den Rücken. Einen Namen gibt er seiner neuen zweiten Persönlichkeit jedoch nicht. Er duzt ihn einfach und benimmt sich so, als wären sie schon immer Freunde gewesen. Amüsant. Er hat keinen realen Menschen mehr bei sich, also erfindet er sich einfach einen neuen dazu. Eine durchaus logische Reaktion auf Einsamkeit, findest du nicht? Manchmal ruft er noch nach mir, doch das wird immer seltener. Oh, an dieser Stelle muss ich mit Freude noch etwas anmerken. Er spielt endlich mit meinen Holzstücken. Soweit ich das erkennen kann, legt er manchmal mit den Klötzen abstrakte Muster auf den Laminat. Er kann sie zwar nicht sehen, doch trotzdem wandern seine Hände flink von einem Stein zum anderen. Und auch die Muster sehen alles andere als rein willkürlich gelegt aus. Wie macht er das? Hat er nach so kurzer Zeit in völliger Finsternis bereits so einen guten Orientierungssinn? Er soll seine Sinne doch verlieren. Das macht mich beinahe ärgerlich. Wobei... Das stimmt schon. Fällt ein Sinn aus, schärfen sich alle anderen. Doch sobald der Wahnsinn einsetzt, wird sich meine Vermutung sicherlich bestätigen. Forschungstag 3. Am körperlichen Befinden des Subjekts hat sich nicht viel geändert. Das Forschungsobjekt isst und trinkt immer noch in normalen Mengen, und auch unter Schlafmangel scheint er nicht zu leiden. Im Gegenteil, er schläft sogar ziemlich lange, vermutlich eine natürliche Reaktion auf die ständige Nachtschwärze. Eine Veränderung muss ich jedoch erwähnen. Es geht um die zweite Stimme. Sie ist noch tiefer geworden, und sie unterhalten sich immer länger miteinander. Seltsam, oder? Es wirkt fast so, als sei er eine reale Person. Doch seine Worte kommen aus dem Mund des Versuchsobjektes, das ihn immer noch als guten Freund zu betrachten scheint. Außerdem haben sich die Gesprächsthemen der beiden rapide geändert. Sprachen sie gestern noch über vollkommen normalen Kram, reden sie heute über ziemlich verwirrende Themen. Suizid ist ein sehr häufig angerissenes Thema. Es scheint mir fast so, als würde Stimme Nummer 2 mein Testobjekt zum Selbstmord überreden wollen. Dabei kommt er mit Ideen an, die nicht einmal mir gekommen sind. Ich werde hier keine der verwerflichen Eingebungen erwähnen, doch eines kannst du mir glauben. Der Wahnsinn wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mir kommt es sogar so vor, als sei die zweite Stimme der Wahnsinn höchstpersönlich. Es ist schon unheimlich, wie sehr 3 Tage der gänzlichen Einsamkeit die Psyche eines Menschen verändern können. Mein Versuchsobjekt denkt nicht einmal mehr daran, um Hilfe zu schreien. Auch mich hat er vollkommen vergessen. Das ist fast verletzend. Forschungstag 4. Wieder einmal kann ich dir von keiner wirklich relevanten Veränderung berichten. Er benimmt sich genauso wie gestern auch. Er führt Selbstgespräche und schiebt gelangweilt die Bauklötze über den Boden. Allerdings wird die Menge der verzehrten Nahrung immer weniger und auch das Trinkwasser verschmäht er größtenteils. Stimme Nummer 2 meldet sich häufig zu Wort, allerdings nur, um meinem Testobjekt leise Fragen zu stellen. Was für eine böse Zunge er doch hat. Er versucht immer noch, sich selbst in den Selbstmord zu treiben. Doch seine Methoden werden dabei immer skurriler. Jetzt droht er seinem alten Ich sogar, ihn wieder alleine zu lassen. Das Testobjekt scheint Angst vor der wiederkehrenden Einsamkeit zu haben, lässt sich aber wenig anmerken und versucht, Stimme Nummer 2 zu beschwichtigen. Schließlich zeigen seine schlichtenden Worte Wirkung, doch die verzerrte Stimme gibt nur kleinlaut bei und erklärt, dass er das Thema nicht lange ruhen lassen wird. Seltsam, das ist das erste Mal, dass ich ihn bei einem Streit mit sich selbst beobachten konnte. Wird das jetzt häufiger passieren? Ich sollte das wohl besser im Hinterkopf behalten. Forschungstag 5. Es ist soweit. Das Testsubjekt beginnt, den Verstand zu verlieren. Scheinbar hat Stimme Nummer 2 ihre Drohung wahr werden lassen und ist verschwunden. Seine Schreie hallen nun durch die Forschungseinrichtung. Er muss wirklich sehr laut brüllen, um die Schalldämpfer zu überwinden. Sein Essen hat er heute noch nicht angerührt. Stattdessen zeigen sich erste selbstverletzende Handlungen. Ich kann erkennen, dass er seinen Kopf immer wieder gegen die für diesen Fall gepolsterte Wand schlägt. Außerdem beginnt er, die Haut an seinen Fingerkuppen abzuziehen. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Doch ich bezweifle stark, dass er sich so das Leben nehmen kann. Das alles ist wirklich absolut interessant und ich bin wirklich froh, dieses Experiment gestartet zu haben. Allerdings meldet sich mein lange verschollenes Gewissen langsam, aber sicher wieder zu Wort. Ich fürchte, bald wieder einen Kampf mit mir selbst austragen zu müssen. Einen Kampf um die Entscheidung, den Versuch abzubrechen oder mit ihm fortzufahren. Mein Testobjekt hat erneut begonnen, nach mir zu rufen. Laut und klagend schreit er um Hilfe, fleht mich an, ihn doch endlich rauszulassen. Scheinbar kehren nach dem Verschwinden der zweiten Stimme seine Erinnerungen an die Realität zurück. Dem Inhalt seiner Schreie nach zu urteilen, hat er eine panische Angst vor der Dunkelheit und dem Alleinsein entwickelt. Nach einer Weile stoppt sein Geschrei. Ich höre ihn lediglich husten und keuchten. Erschöpfung und Heiserkeit haben ihren Teil geleistet. Er sinkt ermattet auf den Boden und bleibt dort weinend liegen. Die Holzstücke hat er schon seit einer ganzen Weile nicht mehr angerührt. Und alles, das er zu sich nimmt, sind einige Schlucke Wasser. Forschungstag 6. Ich bin die ganze Nacht im Überwachungsraum geblieben. Meine Sorge um die körperliche Gesundheit des Testsubjekts steigt. Er hat sich in der Nacht kaum bewegt. Sein Atem hört sich flach und unregelmäßig an. Hohes Fieber ist auch nicht auszuschließen. Jetzt, am 6. Tag in vollkommener Einsamkeit, fängt auch sein Körper an, krank zu werden und gegen die unmenschliche Ausgeschlossenheit zu rebellieren. Geschlafen hat er in dieser Nacht auch nicht, nur geweint. Dies tut er auch jetzt noch, doch sein Weinen ist nur noch brüchig und leise. Er macht Anstalten zu sprechen, doch ich kann ihn nicht verstehen. Lediglich Wortfetzen dringen zu mir durch, und alles, das ich mitkriege, ist, dass er immer noch panische Angst vor etwas hat. Oder vor jemandem. Forschungstag 7. Er wird nicht mehr lange leben. Seinen Verstand hat er inzwischen fast vollständig eingebüßt, doch es ist etwas anderes, das mich glauben lässt, sein letzter Tag sei angebrochen. Ich rieche Blut. Du auch? Ich weiß nicht, woher der durchdringende, metallische Geruch kommt, aber es beunruhigt mich. Ich habe das Gefühl, der beißende Geruch käme direkt aus dem Raum, in dem mein Testobjekt eingesperrt ist. Doch das ist völlig unmöglich. Vielleicht ist es nur eine Einbildung, vielleicht gaukle ich mir das nur vor. Doch ich werde den Verdacht nicht los, dass dies eine Warnung ist. Dem Versuchsobjekt geht es soweit aber eigentlich besser. Er hat wieder etwas Nahrung zu sich genommen. Falls er Fieber hatte, ist es gesunken, denn er ist wieder auf die Beine gekommen. Jetzt sitzt er auf dem Bett. Vor sich hat er einige der Holzklötze ausgebreitet. Mit zittrigen Fingern beginnt er aufs neue Muster zu legen. Je länger er diesem Vorgang nachgeht, desto dicker wird die blutstarre Luft. Bilde ich mir das ein? Ich muss vollkommen überarbeitet sein, doch ein Abbruch des Experimentes kommt für mich noch lange nicht in Frage. Mit einer kleinen Pause sollte mein überlasteter Verstand doch wieder entspannt werden, oder? Ich vergewissere mich noch einmal, dass es dem Testsubjekt relativ gut geht. Dann verlasse ich in meinen Herbstmantel gewickelt den gespenstisch stillen Gebäudetrakt. Forschungstag 8. Mein Gefühl hat mich gestern wohl getäuscht, denn er sitzt auch an diesem Morgen immer noch quicklebendig in seinem Zimmer. Der Blutgeruch hat sich verzogen. Daraus schließe ich, dass es wohl doch nur eine Einbildung war. Aber du hast es doch auch gerochen, oder? Langsam zweifle ich nämlich an meiner psychischen Gesundheit. Mit Kopfschmerztabletten und einer Menge Kaffee bewaffnet werde ich diese Nacht wieder einmal hier im Büro verbringen, denn die Sorgen um mein Testobjekt sind trotz allem kein bisschen weniger geworden. Ich denke, dass ich ihn bald erlösen werde. Mein Gewissen redet mir die ganze Nacht lang Schuldgefühle ein, doch das ist nur einer der Gründe, weshalb mein Gesicht von tiefen Augenringen geziert ist. Ich leide an massiven Albträumen, vermutlich eine Nebenwirkung meiner grausamen Forschung. Dem Subjekt scheint es allerdings auch nicht gerade blendend zu gehen. Sein Hin- und Herlaufen sowie das leise, wahnsinnige Flüstern zeugen von einer zerbrochenen, angeschlagenen Psyche. Wieder einmal hat er nichts Festes zu sich genommen. Trotzdem kann ich beobachten, dass er in relativ normalen Mengen trinkt. Gegen Mittag ändert sich etwas eher Irrelevantes an seinem Verhalten. Ich werde es dir aber trotzdem berichten. Er hat begonnen, schneller zu blinzeln. Durch die niedrige Videoqualität kann ich das nur schwer erkennen, doch es scheint so, als würde er versuchen, etwas durch Blinzeln aus seinem Sichtfeld zu entfernen. Aber er kann doch gar nichts sehen. Vermutlich hat er einfach nur etwas Staub in die Augen bekommen. Sein Blinzeln wird aber mit der Zeit nicht weniger. Er versucht immer energischer, etwas aus seinem Blickfeld zu verdrängen. Ist das eine Nebenwirkung der andauernden Finsternis? Haben seine Augen Schaden genommen? Auszuschließen wäre das ja nicht, oder? Das sollte ich wohl besser irgendwo notieren, denn ich habe das untrügliche Gefühl, dass diese Sache interessant werden könnte. Den ganzen Tag lang hat sich nichts an seinem Befinden geändert. Er hat weder gesprochen noch etwas gegessen oder getrunken. Auch das Blinzeln ist nicht verschwunden. Im Gegenteil, jetzt sitzt das Testsubjekt beinahe regungslos auf seinem Bett und zwinkert ununterbrochen. Inzwischen bin ich mir sehr sicher, dass dies wirklich von einer Rückbildung der Augen herrührt. Er ist seit 8 Tagen alleine in der Dunkelheit gefangen, hat den Verstand und jetzt vermutlich auch sein Augenlicht verloren. Auch Stimme Nummer 2 ist nicht zurückgekehrt. Vermutlich war das nur eine Anfangsphase, um mit dem Alleinsein klarzukommen. Ein verzweifeltes Aufbäumen seiner Psyche. Die Digitaluhr neben mir zeigt an, dass der Tag sich dem Ende neigt. Es ist fast Mitternacht und in 5 Minuten wird der 9. Tag anbrechen. Inzwischen hat er einmal etwas getrunken, doch Nahrung verweigert er immer noch. Auch die Bausteine liegen unberührt vor ihm auf dem Fußboden. Seine Muskeln wurden leicht zurückgebildet, doch das hindert ihn nicht am Aufstehen oder Bewegen. Meine Augen werden langsam müde. Ich werde mich wohl nicht mehr lange wachhalten können. Geht es dir auch so? Doch ein schrilles Piepen des Digitalweckers kündigt ihn dann endlich an. Den ersehnten 9. Tag meiner Forschung. Ich bin sofort wieder hellwach. Forschungstag 9. Kaum hat der Wecker Mitternacht eingeläutet, beginnt mein Testobjekt sich zu bewegen. Ein Zufall? Ich vergesse meine noch etwas müden, brennenden Augen und starre gebannt auf den Bildschirm vor mir. Das kann doch nicht wahr sein. Er hat sich gerade ruckartig erhoben und läuft nun gemächlichen Schrittes genau auf die Kamera zu. Hat er sie etwa gesehen? Unmöglich. In dieser Finsternis können seine Augen nicht funktionieren. Trotzdem nähert er sich auf wackeligen Beinen der versteckten Kamera. Ein halber Meter trennt ihn noch von meinem Aufnahmegerät, als er plötzlich stocksteif stehen bleibt. Sein Blick wandert direkt in die Linse der Kamera. Es wirkt so, als würde er mich direkt anstarren. Unmöglich. Sein eisiger Blick bleibt bewegungslos auf die Kamera gerichtet. Sein ganzer Körper scheint starr angespannt zu sein. Scheintot. Ich denke, scheintot würde diese Situation sehr gut beschreiben. Durch das Mikrofon kann ich noch nicht einmal seine flachen Atemzüge hören. Hat er einen Herzstillstand erlitten? Ist er im Stehen gestorben? Plötzlich kehrt Leben zurück in seine steinernen Gesichtszüge. Seine Brust hebt und senkt sich schwer. Er atmet und blinzelt wieder. Und er geht noch näher an die Kamera heran. so nah, dass ich nur noch ein einziges riesiges Auge auf dem Monitor sehen kann. Das ist verdammt nochmal unmöglich. In der Dunkelheit sollte das Videoaufnahmegerät eigentlich unsichtbar sein. Doch er hat es gefunden. Kann es sein, dass seine Augen sich an die Schwärze gewöhnt haben? Das ist eigentlich logisch betrachtet unmöglich. Nach gerade mal 9 Tagen können seine Augen sich noch nicht so weit umgebildet haben, oder? Aber hat das denn je jemand so genau untersucht wie ich? Mein Blick trifft den seinen, und ich werde das abscheuliche Gefühl nicht los, dass er mich genauso sehen kann wie ich ihn. Verdammt, was ist da los? Was tut er da? Sein Auge weitet sich, und ich kann sehen, wie einige der haardünnen Äderchen aufplatzen. Rötliche Flecken bilden sich, und ich muss angeekelt vor dem Computer zurückweichen. Was passiert mit meinem Versuchsobjekt? Unter meinem Schreibtisch liegt eine illegal gehandelte Pistole, und meine Hand wandert automatisch zu ihr. Gut, ich gehe da jetzt rein und hole ihn. Sollte er irgendetwas Erschreckendes, Anormales tun, dann... Was tut er denn jetzt schon wieder? Mein Versuchsobjekt weicht wieder etwas zurück, so weit, dass ich sein ganzes Gesicht sehen kann. Kannst du begreifen, was hier gerade passiert? Ich bin bereits vollkommen überfordert, doch als er auch noch Anstalten macht zu sprechen, halte ich es nicht mehr aus. Was zur Hölle passiert hier? Seine rauen, trockenen Lippen öffnen und schließen sich sacht, doch alles, das ich hören kann, sind brüchige Wortfetzen. Doch eines ist mir klar, seine Worte sind an mich gerichtet. Das macht sein starrer Blick mir allzu deutlich bewusst. Am liebsten würde ich ihm etwas entgegenbrüllen, irgendetwas, das diese schrecklichen Lippenbewegungen stoppen könnte, irgendetwas, das ihn vorerst aus dem Blickfeld verbannen würde. Ein Glück, dass ich eine Pistole habe. Wenn ich meine Finger fest um das kühle Metall schließe, strömt Ruhe durch meine Glieder. Sie gibt mir die nötige Sicherheit. Wenn diese Situation zu untragbar wird, werde ich einfach da reinstürmen und ihm den Schädel wegpusten. So leid mir das verkorkste Experiment auch tun würde, das halte ich nicht mehr lange aus. Das scheußliche Wispern will einfach kein Ende finden. Täusche ich mich, oder kann er selbst mit eingebüßtem Verstand sein lockeres Mundwerk immer noch nicht halten? Nach einigen weiteren Minuten des angespannten Wartens schließt er seinen Mund endlich. Schlagartig dreht er sich um und tapst auf unsicheren Beinen zum Bett, wo er sich einfach umfallen lässt. Ich beruhige meine zittrigen Hände und beobachte ihn misstrauisch. Doch nach einer halben Stunde ohne irgendwelche anormalen Gegebenheiten oder Geräusche bin ich mir sicher, dass er eingeschlafen ist. Langsam gleitet die Pistole aus meinen nassen Händen auf den Schreibtisch, wo sie mit einem dumpfen Geräusch aufkommt. Mein Puls hat sich immer noch nicht ganz beruhigt. Doch wenn er schläft, habe ich auch nichts zu befürchten. Das Ganze hat mich ziemlich mitgenommen. Merkwürdige Dinge gibt's, oder? War das hier vielleicht auch wieder eine Einbildung, wie der durchdringende Blutgeruch? Aber du hast es ja auch mitbekommen. Du bist mein Zeuge. Ich bin nicht verrückt, nur etwas überarbeitet. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Pause machen. Forschungstag 10. Als ich am Mittag des gestrigen Tages erwacht bin, hatte sich bei meinem Testsubjekt nicht viel getan. Er saß einfach nur auf dem Bett, die müden Augen starr auf die Wand gerichtet. Vor ihm lagen eine halbvolle Flasche Wasser, eine Handvoll Trockenobst und einige Bauklötze. Jetzt, genau 24 Stunden nach der soeben geschilderten Situation, hat sich rein gar nichts geändert. Die Bauklötze sowie die Lebensmittel liegen unberührt vor ihm. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er sei tot. Doch seine Lungenflügel und sein Herz arbeiten ganz normal. Das kann ich anhand der regelmäßigen Oberkörperbewegung feststellen. Auch das muss ich mir mal notieren. Hat eine Art Starre eingesetzt, die dem Körper vorgaukeln soll, alles wäre okay? Wenn ja, hat das dann Auswirkungen auf sein Gehirn? Es ist beinahe langweilig, ihm beim stumm Dasitzen zuzugucken. Ich wurde auch in dieser Nacht wieder von Angstträumen geplagt, doch dieses Mal bin ich mir sicher, dass dieser aus meinem Experiment hervorging. Wie meine Versuchsperson war ich in einem beengenden, finsteren Raum eingeschlossen. Ich war jedoch nicht alleine. In unregelmäßigen Abständen konnte ich schweres Atmen und Seufzen vernehmen. Und bei dem Gedanken daran läuft mir auch jetzt ein Schauer über den Rücken. Werde ich langsam verrückt? Er hat wieder mit dem Legen der Bausteine begonnen. Irgendwie bin ich neugierig, was das nächste Muster darstellen wird, doch auf der anderen Seite will ich es nicht wirklich wissen. Alles hat eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte, und ich fürchte, hierbei genau das getan zu haben. Die Pistole schleicht sich wieder in meine Gedanken. Du würdest mich verstehen, oder? Du könntest es nachvollziehen, wenn ich jetzt einfach aufstehen und zur noch versperrten Tür des Verlieses meines Testsubjekts laufen würde, um die ganze Sache mit einem gezielten Kopfschuss zu beenden. Hab ich recht? Andererseits, dann hätte dieser verdammte Aufwand kaum etwas gebracht. Dieses schmutzige, aber einfache Ende würde meinen Stolz und meine Würde ebenso zerfetzen wie den Schädel des Testobjekts. Und das kann ich nun wirklich nicht zulassen. Die Situation hat schon etwas Auswegloses an sich, aber darüber hätte ich mir wohl besser vor dem Experimentstart Gedanken machen müssen. Ich widme meine Aufmerksamkeit wieder den Vorgängen in der isolierten Dunkelkammer und muss mich wirklich zusammenreißen, um genau auf das gelegte Holzstückmuster zu schauen. Soweit ich das bei dem schlechten Rotlichtverhältnis mitkriege, ist sein Kunstwerk noch nicht ganz vollendet. Neugierig zoome ich an die Holzklötze heran. Soll das ein Wort darstellen? Oder einen kurzen Satz? Oder doch einfach nur ein abstraktes Bild? Ich muss meine Augen schlitzartig zusammenkneifen, um etwas erkennen zu können. In diesem Moment platziert er den letzten Holzbaustein auf der grauen Bettdecke. Er kann? Verwirrt aufgrund des gelesenen Satzstücks beuge ich mich weiter vor, mustere angestrengt den letzten Teil des aus Holzklötzen gelegten Schriftsatzes. Er kann dich sehen? Entsetzt lasse ich meinen Blick über die verstörenden Worte gleiten. Zweifelslos habe ich mich nicht verlesen. Will er mir damit drohen? Will sein gestörter Verstand mich zur Aufgabe des Experiments zwingen? Wer zur Hölle ist dieser mysteriöse Er? Automatisch packe ich den Griff der Knarre und mache mich zum Aufspringen bereit. Mein Körper will flüchten. Warum das denn? Vor wem wollen mich meine unnützen, unkontrollierbaren Reflexe jetzt schon wieder warnen? Vor ihm. Bei diesem Gedanken versteift sich mein ganzer Körper, und mit Entsetzen spüre ich, wie etwas in mir aufsteigt, das ich schon seit verdammt langer Zeit nicht mehr so intensiv gespürt habe. Nackte Angst. Angst vor dem übermächtigen Paranormalen. Angst vor der Dunkelheit. Angst vor mir selbst, vor den lauernden Monstern, die sich hinter meiner schlichten, einheitlich sortierten Persönlichkeit verbergen und nur auf den einen tödlichen Angriff warten. Unsinn. Ich seufze auf, lasse mich wieder auf den bequemen Drehstuhl sinken und betrachte das Szenario in dem Dunkelraum mit immer noch parat gehaltener Waffe. Wieder einmal starrt er wortlos in die Kamera. Seine rötlichen Augen fixieren mich mit eiserner Stärke. Seit wann sind seine Augen eigentlich so unheimlich rot? Muss eine Spiegelung sein, die durch die mindere Qualität des Videos hervorgerufen wurde. Dieses Mal werde ich sicherlich nicht zurückweichen. Mit ebenso hölzerner Miene starre ich zurück in den Bildschirm, direkt in seine beinahe hypnotisch glimmenden Augen. Lange Zeit bewegt sich keiner von uns beiden. Seltsam, jemanden durch eine Kameralinse hindurch anzuschauen und sich dabei einen todernsten Nicht-Blinzeln-Wettbewerb zu liefern. Langsam werde ich wütend. Dieser aufsässige Idiot. Ich bekomme wirklich Lust, da reinzugehen und ihn einfach so, ohne wirklichen Grund, abzuknallen. Dieser gottverdammte Blick provoziert mich bis an die Grenze des Ertragbaren. Ich beschließe, etwas zu tun, das ich bisher während einer Forschung noch nie gemacht habe. Mit cholerischer Miene stülpe ich mir die sonst immer unnütz mitgebrachten Kopfhörer über den eh schon dröhnenden Schädel und drehe die Lautstärke auf. Er kann mich mal mit seinem querköpfigen Anstarren. Provokation wird nicht wirken, wenn ich ganz in meiner Musik versunken bin. Offensiv lächle ich den Monitor an und mein Testsubjekt grinst amüsiert zurück. Die ganze Zeit zeigt er mir die weißen, schimmernden Zähne. Dann irgendwann bleckt er die Zunge. Ein dunkles, beinahe unhörbares Grollen rollt durch die leergefegten Gänge. Jetzt reicht es. Noch ehe der Sänger aus den Kopfhörern sein Lied mit einem theatralischen Gesäusel beendet hat, bin ich auf die Beine gekommen. Mit verzerrter Miene reiße ich die Kopfhörer herunter und packe die Pistole mit angstverschwitzten Händen. Das Testobjekt verspottet mich mit einer noch skurriler, verzerrten Grimasse. Mir wird schlecht. Du merkst es doch auch, oder? Er beobachtet mich. Er beobachtet mich durch die verdammte Kamera, obwohl er mich noch nicht einmal dann sehen sollte, wenn er sein Auge in das gottverfluchte Bildaufnahmegerät quetschen würde. Das ist es echt nicht wert. Ich beende den Versuch, bevor meine Testperson irgendwie Amok läuft und ich selbst nur vergessener, blutiger Matsch in einer verlassenen Forschungseinrichtung sein werde. Schreckliche Vorstellung, nicht wahr? Langsam stehe ich auf. Mein Blick bleibt nach wie vor an den PC geheftet. Das Testsubjekt folgt jeder meiner Bewegungen mit den Augen. Und nun beginnt er zu allem Übel auch noch bestialisch zu kichern. Dieser verdammte... Mir wird das Ganze nun wirklich zu viel. Und ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen, presche ich los in Richtung der bis jetzt vernagelten Tür, hinter der meine Testperson lauert. Lauert? Wie komme ich darauf, dass er mich erwartet? Wie komme ich darauf, dass er mich durch die Rotlichtkamera beobachtet? Ich observiere ihn, nicht andersherum. Stockend bleibe ich stehen und starre stumm auf die Metalltür, die nun direkt vor mir aufragt. Sie wirkt irgendwie bedrohlich, obwohl sie mich ja eigentlich vor dem Wesen, das bedrohlich grinsend hinter ihr hockt, beschützt. Was spinne ich mir hier eigentlich zusammen? Aufgrund des diabolischen Experimentes und des Schlafmangels bin ich etwas paranoide geworden. Das ist doch schon alles. Ich beruhige mich und warte ab, bis mein Puls wieder eine normale Geschwindigkeit erreicht. Dann tänzle ich immer noch nervös zurück in mein Büro, um die Situation mit klarem Kopf erneut zu überprüfen. Tatsächlich sitzt mein Subjekt nun teilnahmslos auf dem Bett und schiebt die Bauklötze willkürlich hin und her. Forschungstag 11. Ich habe mir das gestern wohl wirklich nur eingebildet. Die Testperson liegt bzw. sitzt die ganze Zeit auf dem Bett, trinkt manchmal und würdigt der Kamera keines Blickes. Alles ist wie vorher. Doch ich mache mir inzwischen ernsthafte Sorgen um mein eigenes Wohlbefinden. Wenn ich das hier nicht bald enden lasse, verliere ich den Verstand. Ich kann es nicht mehr ertragen, nachts das Licht auszuschalten. Zu viel Angst bereitet mir der Gedanke, in der Ecke könnte er sitzen und mich die ganze Nacht lang beobachten. Diese Hilflosigkeit treibt mich in den Wahnsinn. Selbst wenn ich mir die Decke bis über den Kopf ziehe, lindert das meine Angst in keiner Weise. Im Gegenteil, ich fühle mich dann wie ein schutzloses, im Dunkeln verängstigtes Kind. Wie meine Testperson esse ich immer weniger. Das Ganze schlägt mir ziemlich auf den Magen. Der harte Knoten, der in meinem Bauch schmerzt und sich wohl einst meinen Verdauungstrakt schimpfte, hindert mich daran, irgendetwas außer Brei und Pudding zu mir zu nehmen. Ihm scheint es wohl ähnlich zu ergehen, und ich denke, wir beide können das Ende dieser kranken Versuchsreihe kaum noch erwarten. Geht es dir auch so? Die Pistole lastet schwer in meinen Händen, doch ich traue mich nicht, sie beiseite zu legen. Die Sicherheit, die das eisige Metall ausstrahlt, ist alles, das ich gerade brauche. Diese Sicherheit und natürlich die Möglichkeit, meinem Testsubjekt und eventuell auch mir das Leben zu nehmen, sollte das hier ausarten. Viele Stunden lang ist gar nichts passiert, doch nun beginnt er sich wieder zu regen. Langsam streckt er seine stocksteifen Glieder aus und schwingt dann die Beine aus dem Bett, um sich mühsam hochzuhieven. Was hat er denn jetzt vor? Ich bin etwas ratlos, denn er beginnt einfach nur rastlos durch den Raum zu tigern und hin und wieder unbeholfen gegen die Wände zu taumeln. Gut, es ist also wirklich alles wieder beim Alten. Er kann nichts sehen und vor allem kann er mich nicht durch die Kamera beobachten. Ich kann ein Aufatmen nicht unterdrücken. Endlich habe ich die Gewissheit, dass dieses Erlebnis gestern reine Fiktion war, die meine übermüdeten Augen mir vorgegaukelt haben. Ja, du hast recht. Er ist nur fiktiv. Er ist nicht da. Er kann dich nicht sehen. Verdammt! Nein! Kaltes Entsetzen überkommt mich, als ich realisiere, dass diese tiefe, kratzige Stimme nicht die meines Testsubjektes ist. Das wäre ja schon verstörend genug, doch dieser dämonische, bedrohliche Stimmlaut gehört zu niemandem außer der bereits bekannten Stimme Nummer 2. Doch das Entsetzlichste an der Situation ist, dass die Stimme nicht aus der Lautsprecher- und Mikrofonvorrichtung in der Zelle kommt, sondern direkt neben meinem Ohr ertönt. Es ist zwar unmoralisch, doch ein lautes Fuck kann ich nicht zurückhalten. Ich wirble herum und starre auf den leeren Platz, an dem Stimme Nummer 2 hätte stehen sollen. Nichts. Logischerweise steht da niemand, denn Stimme Nummer 2 ist schließlich im Kopf meines Subjektes entstanden und existiert auch nur dort. Ja, ja, auch ich bin eine Erdichtung, habe nie in deiner Welt existiert. Das ist beängstigend. Das ist verdammt beängstigend und befremdend. Was zur Hölle soll das? Ich mag mir ja vieles einbilden, doch darauf gibt es nur eine Erklärung. Ich bin verrückt geworden. Dieses Gefühl ist so widerwärtig, dass ich mich automatisch schütteln muss. Meine Zähne schlagen aufeinander und ich kann nasse, wärmende Tränen auf meinen Wangen spüren. Nein, so kann ich nicht enden. So gehe ich ganz sicher nicht unter. Eine einfache Einbildung wird mich doch nicht in den Boden stampfen können. Mit neu gewonnener Kraft packe ich die Pistole fester und richte sie abwechselnd auf verschiedene Punkte im Raum. »Zeig dich, oder fürchtest du dich vor den Kugeln?« fordere ich, bemüht, die Unsicherheit in meiner Stimme mit etwas Spott zu übertönen. Stimme Nummer 2 bleibt still, und langsam komme ich wieder runter. »Aber eine Einbildung? Wohl kaum. Du hast das gerade doch auch mitbekommen, nicht wahr? Ich bin nicht verrückt. Ich war es nie und werde es auch nicht so einfach. Doch ich kann die merkwürdigen Vorfälle nicht länger auf eine Paranoia oder auf den Schlafmangel schieben. Aber Paranormalität? Daran habe ich nie geglaubt. Ich bin Wissenschaftler und kein Exorzist. Für all das hier muss es eine logische Erklärung geben. Und ich werde sie früher oder später schon finden.« Unsicher lasse ich mich wieder auf meinen Stuhl sinken und widme meine ungeteilte Aufmerksamkeit wieder dem Monitor, der einen leeren, dunklen Raum zeigt. Okay. Ganz ruhig. Ich muss mich getäuscht haben. Ich kneife meine Augen zusammen und nehme das angezeigte Bild noch einmal unter die Lupe. Nichts. Niemand kauert da auf dem Bett. Niemand tastet sich blind durch die Zelle. Von meiner Testperson fehlt jegliche Spur. Keine Augen funkeln im Dunkeln, kein Atmen, kein Wimmern und keine Seufzer dringen aus den Lautsprechern. Mir wird langsam kalt. Kalt vor Angst, schon klar, aber da mischt sich noch etwas anderes mit meiner Panik. Etwas viel Bedrohlicheres. Es ist die Raumtemperatur meines Büros, die in rasender Schnelle sinkt. Die Heizung. Sie ist ausgefallen. Ist ja nicht mehr die jüngste. Die gähnende Leere in der Zelle meines Testobjekts ist damit leider noch nicht geklärt, und ich nehme die Pistole wieder zur Hand. Vielleicht spielt mir jemand einen Streich. Jemand oder etwas. Aber daran sollte ich gar nicht denken. Übernatürliches ist inexistent. Ein Ausbruch meines Testsubjekts dagegen sehr wohl denkbar. Meine Fantasie geht mit mir durch, doch ich schlucke die drückenden Angstgefühle herunter. Erfolglos, denn zur immer noch anhaltenden Panik gesellt sich jetzt als Krönung auch noch Übelkeit. Durchhalten. Aber ich muss hier weg. Ohne weitere Bedenken greife ich nach meinem Mantel und stürme los. Meine Testperson kann da drin versauern, wenn sie will. Ich werde hier nicht darauf warten, abgeschlachtet zu werden. So naiv bin ich nicht. Ich schlage im Rennen die vor mir liegenden Türen auf, dass der Putz nur so von den Wänden bröckelt. Und aufgrund meiner ungelenken, hektischen Bewegungen halte ich plötzlich die Klinke einer Tür in der Hand. Egal. Egal wie. Ich muss hier raus. Das Eintreten der Tür fällt mir mit meinem durch Panik beflügelten Körper ziemlich einfach, und ich bahne mir mit gereizten Augen einen Weg durch das Staub-Holzsplitter-Gemisch. Kalte Wände rasen an mir vorbei, und ich fürchte, mein Testsubjekt könnte mir aus jedem einzelnen Türrahmen entgegenhetzen. Schneller, ich muss schneller rennen. Ich kann die Eingangstür schon sehen. Ich werde gleich frei sein. Verdammt, ich bin gleich draußen aus dieser Hölle von Laboratorium. Tränen schießen mir in die Augen, als meine zitternden Hände die eisige Türklinke spüren. Einen Moment lang klammere ich mich daran fest, ehrfürchtig in Angesicht meiner Rettung. Ein einzelner Moment genügt jedoch auch, um alle meine bitteren Hoffnungen zunichte zu machen. Als ich die unverschlossene Tür aufstoße, ja, ich rieche sogar schon die klare, kalte Luft, die mich freudig begrüßt, packt mich etwas oder jemand am Ellenbogen. Ich werde ruppig zurückgezerrt, und das widerwärtige Knacken meines Gelenkes, das durch den harten Griff ausgerenkt wird, bezeugt wohl, dass diese Sache nicht gut ausgehen wird. Mein Aufjaulen scheint ihn nicht zu beirren. Mit schmerzvernebelter Wahrnehmung beschließe ich, das Einzige zu tun, das mir jetzt logisch vorkommt. Ich entsichere mit zitternden, verkrampften Fingern die Pistole, die ich Gott sei Dank aus dem Büro mitgenommen habe. Mit einer Hand und der Ablenkung durch das schroffe Gezerre und Geschleife durch den Flur ist das verdammt kompliziert, doch die unter meiner Haut prickelnde Angst ist meine Rettung. Mein ausgerissenes Gelenk beklagt sich wieder mit einer stechenden Schmerzflamme, und mein ächzender Schrei stellt sich augenblicklich ein. Der gellende Laut schmerzt selbst in meinen Ohren. »Sei still, sonst wird er kommen!« Das drängende Flehen in der Stimme meines Testobjekts lässt mich zusammenfahren. Versucht er jetzt etwa, mich mit seinem Wahnsinn anzustecken? Will er mich zerstören? Der verdammte Bastard ist also wirklich hierfür verantwortlich. Er muss dafür verantwortlich sein. Mit einem Mal wird mein Kopf von einem einzigen Gefühl übernommen und gelenkt. Brennender, mörderischer Hass breitet sich in meinem Schädel aus, erfüllt meinen ganzen Körper. Ist das der Wahnsinn, der selbst einen herzensguten Menschen zum emotionslosen Mörder machen kann? Ist es der Wahnsinn, der meine Hand führt? Oh Mann, das wollte ich echt schon lange tun. Als er die auf ihn gerichtete Waffe bemerkt, ist es bereits zu spät, um sein ärmliches Leben noch zu retten. Ich drücke kaltblütig ab und blutige Gehirnmasse platzt aus seinem zerfetzten Hinterkopf. Die Wände und der Boden ertrinken in rosafarbenen Brei und ich rapple mich mühsam auf. Mein Arm schmerzt und mit ungläubigem Blick starre ich auf die von mir verursachte Sauerei vor mir. Sein Blick ist so leer, sein über und über mit gräulich rotem Schleim besprenkelter Körper so leblos. Ich habe geahnt, das hier irgendwann tun zu müssen. Doch dass es so schlimm aussehen würde, hätte ich wirklich nicht erwartet. Mein Körper gönnt mir noch 2 Sekunden andächtige Ruhe. Dann beuge ich mich herab und übergebe mich. Mein Schwächeanfall ist nicht von langer Dauer. Ich fahre mir rasch über den Mund und stolpere los, weg von dem besudelten Platz, von dem aus sich der durchdringende Eisengeruch des Blutes verbreitet. Ich habe diesen Geruch schon einmal wahrgenommen. Damals habe ich mir es jedoch vermutlich nur eingebildet. Heute ist der Blutgestank leider real, zu nah, als dass ich noch einen vernünftigen Gedanken fassen könnte. Ich muss hier weg. Scheiße, ich halte es nicht aus. Hilf mir, oh Gott, hilf mir doch. Ich taumele hilflos herum. Aus meinem Mund dringen unterdrückte Schreie, und in meinen Augen glänzt der Wahnsinn. Wände, Decke, Fußboden, ich stolpere angsttrunken durch die Gegend, stoße gegen Wände und stürze unbeholfen über Gegenstände. Irgendwann kann ich nicht mehr. Ich falle plump zu Boden, und mein Körper schlägt gerade mal ein paar Meter von meinem alten Büro entfernt auf dem kühlen Linoleum auf. Soweit bin ich also gekommen? Habe ich das alles nur getan, um schlussendlich einfach vor meinem alten, angestammten Platz zusammenzubrechen? Gehöre ich hierhin? Ohne es zu wollen, beginne ich zu weinen. Ganz leise nur. Du würdest es vermutlich nicht einmal hören, wenn du direkt neben mir ständest. Nur das verdächtige Beben meiner Schultern enttarnt meine fließenden Tränen. Verdammt, nein, ich will das nicht. Ich will nicht weinen, ich will aufstehen und rennen, flüchten, fliegen. Aber meine gebrochenen Flügel hindern mich daran, halten mich am Boden, denn ich bin schon lange kein Engel mehr. Das hier ist die gerechte Strafe für meine Taten, nicht wahr? Mein Ellenbogen gibt nach und verdreht sich schmerzhaft in noch kuriosere Richtungen, als ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Was ich getan habe, ist abstoßend. Ich versuche verzweifelt aufzustehen. Mein Kopf schlägt mehrere Male unangenehm hart gegen die Wand, und einmal breche ich zusammen und donnere mein Gesicht mit voller Wucht auf den Boden. Doch der stechende Schmerz befreit mich. Er spornt mich an, und immer wieder werde ich durch das aus meiner Nase tropfende Blut daran erinnert, dass ich nicht aufgeben durfte. Nicht jetzt, nicht hier. Oh, Scheiße. Mein kümmerliches, vor Angst triefendes Stöhnen rüttelt mich endgültig wach. Mit angespannten Gliedern richte ich mich auf. Alles in mir rebelliert gegen diesen Kraftakt an. Ich ignoriere die Schmerzen, kralle meine Finger in den Putz und ziehe mich langsam hoch. Auf gebrechlichen Beinen stehend taste ich mich langsam an der Wand entlang. Doch meine Knie drohen bei jedem Schritt unter mir wegzubrechen, und mein Arm schmerzt höllisch. Ich komme so nicht weit. Um das zu begreifen, brauche ich ganz schön lange. Doch als sich diese unerschütterliche Antwort letztendlich in meinem Kopf festgenagelt hat, trifft mich die Realität umso heftiger. Ich bin erledigt. Fast will ich wieder heulend in mich zusammensacken, doch dann kommt mir eine Idee. Wie ein Blitz fährt sie in mich, und in meinen Augenwinkeln tanzen Sterne. Im Büro liegt ein Telefon. Du denkst bestimmt, ich wäre total verblödet oder so. Aber wirklich, ich habe erst einmal gar nicht in Betracht gezogen, das verdammte Ding zu verwenden. Sie würden mich ohne Umschweife in eine Psychiatrie einweisen. Und das wäre mir zu meiner eigenen Überraschung inzwischen wirklich recht. Ich will hier weg, egal wie. Sie werden die Sauerei aus dem Schädel meines Gefangenen sehen, werden mich als Monster abstempeln, wie sie es zuvor schon mit so vielen armen Seelen getan hatten. Aber vielleicht habe ich das ja auch verdient, nach alledem hier. Ich ändere sofort meine Richtung und schwanke zurück zum Arbeitszimmer. Der Türrahmen fühlt sich an, als würde er jederzeit unter meinem furchtsamen Griff zersplittern. Doch mehr als ein müdes Ächzen bringt das Holz nicht zustande. Alles ist noch so, wie ich es verlassen habe. Der Monitor zeigt immer noch einen leeren Raum. Einige leere Kaffeetassen stehen neben der Tastatur und jede Menge Akten liegen über dem Tisch verteilt. Ich wühle hektisch darin herum. Doch die Suche nach dem rettenden Telefon ist mit einem Arm so schwer. Ich krame immer noch mit geweiteten Augen im Papiermüll herum. Es muss hier doch irgendwo sein. Habe ich mir etwa nur eingebildet, es hier gesehen zu haben? Liegt es in Wahrheit etwa ganz woanders? Hektisch schmeiße ich die Sachen vom Tisch, stoße dabei jedoch an die verdammten Tassen. Mit einem Klirren zerbricht der Porzellan auf dem Boden, doch ich schere mich nicht darum. Eigentlich will ich meine Suche sofort wieder aufnehmen, nachdem ich die spitzen weißen Scherben mit einem kurzen Blick bedacht habe. Doch etwas anderes zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Kalter Schweiß tritt mir auf die Stirn, als ich erblicke, was sich da gerade in der Zelle meines toten Testsubjekts abspielt. Der Bildschirm des Computers flackert ein bisschen und verpixelt dadurch von Zeit zu Zeit meine Sicht auf das Abscheulichste, das ich in meinem Leben je gesehen habe und das auf dem Bett meiner Testperson hockt und in die Kamera starrt. Die gleichen roten Augen peilen mich durch die Kameralinse hindurch an. Und dieses ledrige, schimmlige Zeug, ist das etwa seine Haut? Er. Mein verstorbener Gefangener hatte mich vor ihm gewarnt, oder? Wollte mich trotz all meiner schrecklichen Taten noch vor ihm bewahren. Vor ihm. Vor dem hämischen Lächeln, das krumme, lange Zähne entblößt. Vor den langen Krallen, die ungepflegten menschlichen Fingernägeln so verdammt ähnlich sehen. Er kann aber kein Mensch sein. Unlogischerweise ist das mein letzter vernünftiger Gedanke, bevor ich den Verstand verliere oder zumindest bis an die Grenzen des für mich Erträglichen getrieben werde. Er grinst immer breiter und aus seinem boshaften, kranken Gesichtsausdruck wird langsam ein schallendes Lachen. Es hört sich so an, als würde man irgendjemandem die Zähne herausfeilen. Dieser abscheuliche, beinahe schmerzhafte Laut dringt aus den Lautsprechern. Doch ich habe das Gefühl, dass er auch von jedem Zentimeter Luft in diesem stickigen Raum ausgeht. Ja, sogar mein Kopf stimmt in das grausige Spottgelächter mit ein. Er springt vom Bett herab und mit hilflos auf die Ohren gepressten Händen beobachte ich, wie er sich der Kamera nähert. Er legt das gleiche, scheußliche Verhalten wie meine Testperson an den Tag, als sein kahles Gesicht der Kamera immer näher kommt. Schließlich füllt sein Kopf den gesamten Monitor aus und mir wird schlecht. Unkontrollierbares Zittern setzt ein, doch ich bekomme die einmalige Chance, sein Aussehen während einer relativ ruhigen Phase meines angststarren Körpers zu dokumentieren. Insgesamt ähnelt er einem älteren Menschen, doch ich denke, die Menschlichkeit ist definitiv auszuschließen. Sein Körper, auf den ich einen kurzen Blick erhaschen konnte, ist gedrungen und mager. Sein Gesicht ist entstellt, durchzogen von tiefen Furchen und gespickt mit rauen Hautschuppen. Überall an seinem Körper klafft die Haut in tiefen, blutigen Schluchten auf und überall hängen diese abartigen, verschimmelnden Hautfetzen herab. Doch das absolut Grauenhafteste an seiner Erscheinung ist, meine Aufzeichnung wird unterbrochen. Denn sein raues, kratziges Lachen stoppt abrupt und seine roten Augen färben sich dunkler. Es wirkt so, als wäre auf einmal mehr Blut in sie hineingepumpt worden, falls er überhaupt so etwas wie ein arbeitendes Herz besitzt. Da bin ich. Du hast mich auch gerufen, oder? Als er zu sprechen beginnt, muss ich automatisch würgend vom Computer zurückweichen. Es ist, als würde sein fauliger Atem direkt aus den Lautsprechern dringen und meine Lungen vergiften. Wieder lässt er sein kühles Grabgelächter ertönen und die Angst ist dabei, mich gänzlich zu übermannen. Verdammt, wo ist das Telefon? Ich muss flüchten. Das hier ist wahrscheinlich meine verfluchte letzte Chance. Du willst gehen? verständlich, aber... Er grinst nachdrücklich direkt in mein Gesicht. Aber du hast mich gerufen. Ich kann dich leider nicht gehen lassen. Meine Augen werden in meiner hemmungslosen Panik noch größer. Ich habe das Gefühl, dass der Druck hinter meinen Augäpfeln bald dafür sorgen wird, dass diese platzen. Wie habe ich ihn gerufen? Etwa mit meinem abscheulichen, unmenschlichen Experiment? Das Nächste, das ich mit vor Schmerz verschleierten Augen sehen kann, ist seine klauenbewehrte Hand. Mit ungeahnter Geschwindigkeit schießt sie vor, und seine Finger graben sich tief in das Glas der Kameralinse. Schwarzes Blut tropft über den Monitor, und ich habe das übelkeitserregende Gefühl, es berühren zu können, wenn ich meine Finger ausstrecke. Glassplitter klirren, und seine zerschnittenen Finger krümmen sich beim Herausziehen. Jetzt kann ich beinahe nichts mehr erkennen, doch sein verschwommenes Grinsen, das sich langsam aus meinem Sichtfeld entfernt, brennt sich tief in meine Netzhaut ein. Überall. Ich kann es überall sehen. Fast will ich wieder beginnen, aus voller Kehle zu brüllen. Da schleicht sich ein anderes Geräusch in mein Gehör und erstickt mein panisches Schluchzen im Keim. Ich kann dieses grobe, morsche Gepolter wahrnehmen, das alte Bretter von sich geben, wenn man ihre Nägel ausrupft und sie von etwas herunterreißt. Noch ist es weit entfernt, doch das folgende laute Krachen erzählt mir von seinem Ausbruch. Zeitlupe. Alles ist wie in Zeitlupe. Ganz langsam erhebe ich mich, lasse die Pistole fallen. Mit einem quälend langen Klirren schlägt das Metall auf dem Boden auf, während ich nur regungslos auf sie herabgucke. Es ist vorbei. Ich habe gespielt, ich habe verloren. Ich höre Schritte, schlurfendes Getrappel, näher. Mein Kopf dreht sich ganz langsam zur offenen Tür. Meine Unterlippe bebt vor Angst. Doch ich bin wie ein alter Baum, bin fest im Boden verankert. Das Schlurfen kommt näher. Nun kann ich auch stockenden, modrigen Atem hören. Oh Gott, so wollte ich nicht sterben. Mein Blick wandert tränenverschleiert noch einmal durch das Büro, über den ausgefallenen Überwachungsmonitor, über meine persönlichen Gegenstände, die eigentlich nur aus den zerbrochenen Kaffeetassen und dem Mantel bestehen. So werde ich also gehen. Die Schritte sind ganz nah. Er steht nun neben der sperrangelweit aufgerissenen Tür. Ich drehe mich ihm zu, die Unterlippe trotzig vorgeschoben, während die feuchten Spuren auf meinen Wangen langsam trocknen. Nein. Ich werde nicht weinen. Und dann, er setzt sich gerade in Bewegung und ich kann seinen ausgemergelten, aufs Töten ausgelegten Körper schon sehen. Entdecke ich aus den Augenwinkeln das Telefon. Dort, nicht weit von mir entfernt auf einem schmalen Regalsims an der Wand, liegt neben Taschentüchern, Papier und Stiften ein kleines graues Handtelefon. Ich hätte Hilfe holen können. Ende der Aufnahme. Nach dem Ende des Tonbandes saß ich noch eine ganze Weile stumm da. In meinem Kopf hallten immer noch die Schreie, mit denen die Aufnahme abrupt geendet hatte. Es passte alles. Diese Geschichte erzählte den Hintergrund zum Zustand im verlassenen Forschungsinstitut. Es erklärte, warum die Tür aufgebrochen war und warum der Monitor kaputt gewesen war. Es hörte sich so an, als hätte jemand seine Gedanken aufgenommen. Die Gedanken der 11 Tage vor seinem Tod. Aber... das war unmöglich. Wie zur Hölle hätte denn jemand zum Zeitpunkt seines Todes eine Art Gedankentagebuch führen können? So etwas war noch nicht erfunden, und da als Tonträger eine veraltete Kassette benutzt worden war, bezweifelte ich, dass dieses Ding aus der Zukunft kam. Aber was war es dann? Ein makabrer Scherz? Das wäre nicht auszuschließen, doch die Todesschreie am Ende der Aufnahme klangen so verdammt real. Ich dachte eine ganze Weile lang nach. Dann beschloss ich, zu dieser Forschungsanstalt zurückzufahren. Wenn dort wirklich alles so stattgefunden hatte, wie die Aufnahme es mir erzählte, dann mussten dort Spuren zu finden sein. Wuchernde Dornen und eine Menge Unkraut empfingen mich, als ich mir zum 2. Mal an diesem Tag den Weg zum verlassenen Institut bahnte. Alles sah genauso aus, wie ich es am Morgen aufgefunden hatte. Überall Glassplitter, überall im Gebäude Düsternis. Die Abendsonne färbte die Eingangshalle rötlich und ich erschauerte ein kleines bisschen, als ich durch die Tür kletterte. Alles war still und langsam fragte ich mich, warum zur Hölle ich auf diesen Scherz reingefallen war. Das war nur ein makabrer Streich, nichts weiter als Erdichtung und leere Schreie. Oder? Wieder wurde ich von diesem durchdringenden Verwesungsgeruch umhüllt, und wieder wurde er stärker, je tiefer ich in das Gebäude vordrang. Ich sah den Weg zu dem verwüsteten Büro klar vor meinem inneren Auge, doch ich schlug absichtlich einen anderen Weg ein. Was auch immer hier verrottete, ich wollte es finden, um mir die Gewissheit zu geben, dass hier nur eine Maus und kein Mensch gestorben war. Und tatsächlich verstärkte sich der Geruch mit jedem Schritt, den ich tat. Langsam wurde mir übel, doch ich atmete durch den Mund weiter und kramte die Taschenlampe aus meiner Jackentasche. Langsam wurde es ziemlich dunkel, und da in diesem Trakt anscheinend keine Fenster eingebaut waren, konnte mir auch die Sonne kein Licht mehr spenden. Aber die war ja vermutlich eh schon untergegangen. Ich ließ den Lichtkegel zunehmend nervös über die Wände gleiten und suchte nach irgendetwas, das bestätigen konnte, dass die Aufnahme gefälscht war, oder eben bezeugte, dass dem nicht so war. Doch alles, das ich in den schummrigen Taschenlampenlicht ausmachen konnte, waren Staub und Dinge, die man eigentlich in jedem verlassenen Gebäude erwarten würde. Müll, Laub, Glassplitter. Ich wollte seufzend weitergehen, denn dieser Trakt konnte mir anscheinend auch nicht viel mehr über den Vorfall berichten. Bevor ich jedoch in den nächsten Gang einbog, drehte ich mich noch einmal um und ließ das Licht über den Boden wandern. Die Splitter schimmerten weiß im Licht der Taschenlampe. Wo waren eigentlich die zerbrochenen Fenster, von denen die Glassplitter stammen könnten? Nicht vorhanden. Ich ging zurück und hockte mich neben einen der Glashaufen, um diesen genauer zu untersuchen. Die Scherben stammten nicht von einem Fenster, wie erwartet. Sie waren gewölbt und bildeten wohl einmal eine Vase. Aber hier im Gang befand sich eine beträchtliche Anzahl solcher Scherbenhaufen. War irgendjemand ausgetickt und hatte mit Vasen um sich geworfen? Bei dieser Vorstellung musste ich leise lachen, denn das Bild, das sich nun in meinem Kopf bildete, war einfach zu amüsant. Ich beachtete die Scherben nicht weiter und setzte meinen Weg fort. Im nächsten Gang lagen ebenfalls viele Glasscherben. Ich zog irritiert eine Augenbraue hoch und betrachtete auch diese Splitter. Wieder schienen sie von Vasen zu stammen. Das war ja unheimlich. Wie viele unschuldige Vasen hatten hier wohl ihren grausamen Tod gefunden? Dieses Mal lachte ich laut auf. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Man weiß ja nie, wen man da aus dem Schlaf reißt. Ich hatte alles durchsucht, doch bis auf Staub und einer Tonne Glasmüll konnte ich nichts Auffälliges finden. In einem einzigen Raum lagen alte, ausrangierte Mikroskope, ein paar Skalpelle und Lupen. Doch ich denke, diese Gegenstände sind ziemlich häufig in Forschungsinstitutionen zu finden. Außerdem hatte ich keine Leiche finden können, weder die eines Tieres noch die eines Menschen. Anscheinend war der unangenehme Geruch normal für dieses alte Gebäude. Damit hatte ich die Aufnahme als Schwindel abgestempelt. Doch einfach so konnte ich die Kassette nicht vergessen. Wie auch, die Schreie hatten sich tief in mein Gehör eingebrannt. Ich beschloss, sie irgendwie zu vernichten. Doch als ich im Dunkeln an meinem Apartment ankam, war ich zu müde, um noch einen Hammer zu holen und das Ding zu zerschmettern. Außerdem würde es auf meine Vermieterin sicherlich seltsam wirken, wenn ich um 10:30 noch einmal zu ihr kam und um ein Werkzeug bat. Also platzierte ich sie erst einmal weit von meinem Schlafplatz entfernt zwischen meinen Kleidern im Koffer. Ich war immer noch nicht dazu gekommen, meine Klamotten in den Schrank einzuräumen. Doch so wie es aussah, würde ich eh nicht mehr lange bleiben. Irgendwie hatte ich meinen Schlafanzug verlegt, doch ich war zu faul, jetzt nach ihm zu suchen, und fiel einfach in meinen verschmutzten, nach Verwesung riechenden Klamotten ins Bett. Ich war todmüde und schlief bald ein, ohne noch einen Gedanken an die Kassette oder die Aufnahme darauf zu verschwenden. Diese lag still und, für eine Kassette angemessen, regungslos zwischen meinen sauberen Kleidern und wartete. Ich kann es mir nicht anders erklären. Sie muss einfach gewartet haben. Geduldig, leblos. Sie wartete auf was auch immer ich in dem verlassenen Institut aus dem Schlaf gerissen hatte. Ich erwachte mit einem Gefühl der völligen Leere. Nicht nur in meinem ungefüllten Magen, nein, überall. Ich fühlte mich innerlich hohl und abgestumpft, und das merkwürdige Gefühl verschwand auch nicht, als ich die Beine aus dem Bett schwang und bemerkte, dass ich nach vergammelten Fleischklumpen roch. Ich zog mich seufzend auf und wühlte im Koffer nach Klamotten, die nicht allzu verknittert waren. Ich fand, was ich suchte, doch mit der Jeans und dem T-Shirt brachte ich auch noch die Kassette ans Tageslicht. Ein paar schreckliche Sekunden lang starrte ich auf das Band, Dann legte ich es auf mein Bett, zog mich an und trottete in unnatürlicher, beinahe schwereloser Ruhe zu meiner Vermieterin. Die Sonne stand fast im Zenit, und wie erwartet war sie wach und bat mich höflich herein. Ich lehnte dankend ab und bat sie nur darum, mir noch einmal den Kassettenrekorder zu leihen. Ja, richtig, den Kassettenrekorder, nicht den Hammer. Sie gab ihn mir mit einem freundlichen Lächeln, und ich schleppte ihn in mein Zimmer, holte die Kassette und starrte noch einmal eine Zeit lang auf ihr Cover, ehe ich sie einlegte. Das Textfeld, in dem eigentlich Forschungsergebnisse stehen sollte, war unbeschrieben. Stattdessen prangte ein schmutziger Fingerabdruck in der Mitte des weißen Klebestreifens. Die Kassette war ausgetauscht worden. Das war mir klar. Irgendetwas hatte die verdammte Kassette ausgetauscht, war nachts in mein Schlafzimmer gekommen und hatte in meinem Koffer herumgewühlt. Trotzdem war ich erstaunlich ruhig. Meine Finger zitterten nicht einmal, als ich die Kopfhörer aufsetzte und die Play-Taste betätigte. Beginn der Aufnahme. Nachtrag. Hallo, du. Wieder da, was? Hörst dir wieder an, was ich extra für dich dokumentiert habe, bis zu meinem Tod. Bis über meinen Tod hinaus. Schön, einem Wissenschaftler die letzte Ehre zu erweisen. Danke. Ich muss meinem letzten Forschungsprotokoll noch etwas anfügen. Höre gut zu. Bitte. Ich habe von Orten gesprochen, die nie wieder betreten werden dürfen, von Dingen, die nie wieder getan werden dürfen, von einem Wesen, das nie wieder gesehen werden darf. Du hast das aber getan, ansonsten würdest du mich jetzt nicht hören. Nur keine Panik, bleibe ruhig, werter Hörer. Du hast meine Aufzeichnungen gefunden, sie dir angehört, dann bist du zum Ort des Geschehens zurückgekehrt. Hab ich recht? Ja, habe ich, denn sonst würdest du mich jetzt gerade nicht hören. Die Tatsache, dass du diese Kassette erhalten hast, beruht darauf, dass du ihn geweckt hast. Du naiver Idiot. Entschuldige. Nimm die Beleidigung bitte nicht allzu persönlich. Vermutlich hast du meinen Ausführungen einfach nicht geglaubt. Und ich als rational denkender Mensch, als rational denkende Leiche, kann das verstehen. Aber ich will dich ja nicht mit meinen Vorträgen langweilen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass du an meinen verfaulenden Lippen hängst. Klar, du erhoffst dir einen Tipp, wie du dein erbärmliches Leben retten kannst, wie du ihn wieder von deiner Fährte abbringen kannst. Ich kann dir nur raten, eigenständig aus dem Leben zu fliehen. Glaub mir, du willst nicht wissen, was passiert, wenn er dich kriegt. Und das wird er. Mich hat er bereits erwischt, und du wärst nicht der Erste, den das gleiche Schicksal ereilt. Das war nicht der Hinweis, den du dir erhofft hattest. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Und wer weiß, vielleicht gibt es sogar einen anderen Weg. Und vielleicht kenne ich ihn sogar. Aber warum sollte ich dir eine Fluchtmöglichkeit geben? Warum sollte ich dich retten? Ich bin nun selbst eine Kreatur der Schatten. Warum sollte ich am Leben eines vollkommen Fremden hängen? Weine nur. Ich werde dir nicht helfen. Warum ich sonst zu dir spreche? Um über dich zu lachen. Um mich an deinem Schicksal zu ergötzen. Warum sonst? Ich mache keinen Hehl daraus, ich genieße es, dabei zuzusehen, wie er die Leben naiver Menschen auslöscht. Ich habe für jeden Einzelnen eine Vase zerschmettert. Du hast es bemerkt, nicht wahr? Ich habe dich beobachtet. Du hast die Scherbenhaufen gesehen und gelacht bei dem Bild, das dabei in deinem Kopf auftauchte. Aber dass jedes zersplitterte Glas für ein Menschenleben steht, hättest du nie geahnt. Ich bin als Schatten meiner selbst gefangen in der surrealen Wirklichkeit, die dich umgibt, und ich halte deine Vase bereits in meinen Händen. Sie hat bereits einen Sprung. Ende der Aufnahme. Wieder endete das Tonband mit grausigen Geräuschen, doch dieses Mal nahm kaltes Gelächter den Platz der Todesschreie ein. Ich saß da, unbeweglich, meine Hände zitterten immer noch nicht. Langsam nahm ich die Kopfhörer ab und nahm die Kassette heraus. Sie war kaputt. Das glänzende Band in ihrem Innern war vollkommen zerkratzt und von einer geronnenen Flüssigkeit verklebt, die ich nicht als Blut identifizieren wollte. Ich zitterte, war außer mir, aber ich verstand die Nachricht. Ich konnte mir das hier nur einmal anhören. Der Wettlauf hatte begonnen. Der Wind weht ihm um die Ohren, als sein Vater den Motor des Bootes aufheulen lässt und schnell über den See prescht. »Schneller, Papa«, ruft der 9-jährige kleine Junge ihm zu. »Schneller, ich will endlich dein Geschenk ausprobieren.« Er hat von seinem Vater eine nagelneue Taucherbrille samt Schnorchel zum Geburtstag bekommen. Das Boot wird langsamer und bleibt schließlich ganz stehen. »Ja, du kannst gleich ins Wasser«, quittiert sein Vater lachend den quengelnden Blick seines Sohnes. »Ich muss nur noch den Anker auswerfen und dann kannst du sofort den Schnorchel ausprobieren.« Der kleine Junge tritt unruhig von einem Bein auf das andere, während er seinen Vater beobachtet, wie er den Anker in das klare Wasser wirft. Er prüft noch einmal, ob der Anker auch fest in dem sandigen Untergrund steckt. Dann, als er sich sicher ist, dreht er sich zu seinem Sohn um und demonstriert ihm mit einem erhobenen Daumen, dass alles in Ordnung ist. Nun darf er endlich ins Wasser. Er springt rein, ohne die Leiter auszuklappen. Der Vater schmunzelt und schmeißt sie in das klare Nass, damit sein Sohn auch wieder zu ihm an Bord kommen kann. Dann winkt er ihm noch einmal, als er aus dem Wasser auftaucht, und legt sich auf das Heck, um ein bisschen in der Sonne zu liegen. Der Junge holt tief Luft und verliert seinen winkenden Vater aus den Augen, als er in das Nass taucht. Er lächelt verzückt, denn er sieht ganz viele kleine Fische, die über den Boden huschen. Ein wenig tiefer am Grund entdeckt er sogar einige Wasserpflanzen. Durch sein Auftauchen scheucht er einige gestreifte Fische daraus auf. Die meisten von ihnen schwimmen vor ihm weg. Aber einige andere kommen zu seinem Gesicht und er kann die feinen Wirbel spüren, die ihre kleinen Flossen verursachen. Er schließt seine Augen und schwimmt dicht über dem sandigen Grund. Als er sie wieder öffnet und zum Boden des Sees guckt, sieht er keine Fische mehr. Ein wenig überrascht schwimmt er zu einer der vielen Wasserpflanzen und streicht mit der Hand darüber. Das Einzige, was er aufwirbelt, ist ein wenig Sand. Kein Fisch kommt aus dem grünen Gestrüpp herausgeflitzt. Es wundert ihn etwas, denn eigentlich hatte es hier unten eben noch von den kleinen Wasserbewohnern gewimmelt. In den wenigen Sekunden, wo er die Augen zu hatte, konnten nicht alle Fische verschwinden. Plötzlich merkt er, dass kaum noch Sauerstoff in seinen Lungen ist. Er kann zwar ziemlich lange die Luft anhalten und durch den Schnorchel konnte er noch länger als sonst unter Wasser bleiben, doch er ist auch nur ein Lebewesen, das Luft braucht, und so taucht er letztendlich auf. Er hat sein Zeitgefühl verloren, als er unter Wasser war, und so wundert es ihn auch nicht, dass sein Vater nicht gleich auf sein aufgeregtes Rufen reagiert. Er schläft schnell ein und das auch innerhalb von wenigen Minuten, vor allem auf seinem Boot. Er will seinem Vater unbedingt von den kleinen Fischen vor seinem Gesicht erzählen. Um schneller am Boot zu sein, taucht er mit einem Kribbeln im Bauch noch einmal hinab. Er ist der Meinung, dass man unter Wasser schneller schwimmen kann als an der Oberfläche. Er schließt die Augen, taucht hinab und stößt mit dem Kopf auf den Grund. Sein Nacken gibt einen leisen Knacklaut von sich. Er hört es nicht. Vor Schreck, der vom Aufprall herrührt, schreit er auf. Durch das Wasser klingt sein Schrei dumpf und aus seinem Mund entweichen Luftblasen, die durch die Sonne fast schon schön wirken. Sie steigen nach oben. Er folgt ihnen. Das Erste, was er macht, als er wieder an der Oberfläche ankommt, ist, sich die Taucherbrille mit Schnorchel vom Kopf zu reißen. Das Wasser, welches vorher in seinen Ohren war, läuft heraus und so kann er erstmals die Geräusche seiner Umgebung wahrnehmen. Es sind nicht die typischen Laute, die er während eines warmen Sommertages sonst hört. Nein, es ist das genaue Gegenteil. Keine Motorengeräusche von anderen Booten, nur der Wind, der das Wasser leicht aufwirbelt, sodass leichte Wellen entstehen. Kein Lachen oder Kreischen vom Strand, wenn ein Kind in das Wasser rennt und erst drinnen merkt, dass es doch kälter ist als gedacht. Er hört nur den Wind, der das Schiff und die Blätter der Bäume bewegt. Erst jetzt fällt ihm sein Vater wieder ein. Er schwimmt zu dem sanft schaukelnden Boot, dessen Ankerleine viel zu sehr aus dem Wasser guckt. Sein Fuß rutscht an der Leiter ab. Die Stufen sind voll mit schleimigem Schlick und verrotteten Wasserpflanzen. Wie ist das möglich? »Papa?« ruft der kleine Junge. Als keiner antwortet, setzt er seinem Widerwillen zum Trotz den Fuß auf die Leiter und zieht sich auf das Boot. Auf dem Boot findet er das, was er schon vermutet hat, es jedoch nicht wahrhaben wollte. Nichts. Sein Vater ist verschwunden. Er schluchzt verzweifelt und seine Beine geben nach, sodass er in dem brackigen grünen Wasser zusammenbricht, das den Boden des einst so schönen Bootes bedeckt. Nach einigen Minuten, die sich wie Stunden anfühlen, wacht er wieder auf, mit der linken Gesichtshälfte in dem abgestandenen Wasser liegend. Angewidert wischt er sich das grüne Zeug aus dem Gesicht. Ihm treten erneut Tränen in die Augen, als er an seinen Vater denkt. Doch er schluckt seine Trauer herunter. Vielleicht wurde er entführt. Das muss es sein, sagt der Junge laut zu sich selbst. Er wurde entführt. Und was macht man bei einer Entführung? Polizei, gibt er sich selbst die Antwort auf seine stumme Frage. Das hatte er in ganz vielen Krimis gesehen. Der Schlüssel vom Boot steckt noch im Zündschloss. Er muss nur noch mit dem Boot irgendwie zum Ufer und die Polizei verständigen. Oder sie einfach anrufen. Er ist stolz auf seinen Einfall. Er selbst hatte noch kein Handy, aber er weiß, wie das von seinem Vater funktioniert. Er bewahrt sein Handy während der Fahrt immer im inneren Teil des Bootes auf, damit es nicht nass wird. So geht er zu der kleinen Tür, die zum Schlafbereich führt und bei der sich selbst er ducken muss, um sich nicht zu stoßen. Er springt mit den Füßen voran in den kleinen Innenraum des Bootes und steht bis zu den Knien im Wasser. »Oh nein«, keucht er vor Schreck. Wenn auch der Innenbereich mit diesem ekligen Wasser gefüllt ist, kann Papas Handy nicht mehr funktionieren. Es ist nicht wasserfest. Er fasst trotzdem hinein, mit der Angst kämpfend, dass er irgendein lebendes Wesen berührt. Doch dies passiert nicht. Er erschreckt sich trotzdem, als er auf dem Boden etwas spürt. Das Handy liegt im Wasser und so ist es unbrauchbar. Dennoch hebt er es auf und versucht es anzukriegen. Das führt jedoch nur dazu, dass es ihm aus der Hand rutscht und mit einem Platschen wieder im Wasser landet. Er seufzt verzweifelt und gleichzeitig genervt, also doch mit dem Boot Hilfe holen. Wieder an Deck geht er zu dem elektronischen Steuerrad und dreht den Schlüssel um. Er spürt nicht die sanfte Vibration unter seinen Füßen, wenn der Motor anspringt. Es gibt nicht mal ein Geräusch, das darauf hindeutet, dass der Motor überhaupt noch funktioniert. Nur das Klackern, als er den Schlüssel so oft verzweifelnd rumdreht, bis er irgendwann abbricht. Das gibt bestimmt Ärger, denkt er. Er weiß noch nicht, dass er irgendwann merken wird, dass ihn keiner mehr bestrafen wird. Aber genau weil er das nicht weiß, entscheidet er sich, an seiner kindlichen Hoffnung klammernd, zum Ufer zu schwimmen. Ihm bleibt keine andere Wahl. Da er beim Reinklettern ins Wasser nicht schon wieder die schleimigen Stufen der Leiter berühren will, springt er so hinein. Sein Körper hatte sich bei dem kurzen Aufenthalt an Bord aufgewärmt und so ist es ein kurzer Schock für ihn, als er die Feuchtigkeit des Wassers auf seiner Haut spürt. Er sieht sich um, damit er abschätzen kann, welches Ufer schneller zu erreichen ist, denn er ist ungefähr in der Mitte des Sees. Umso mehr beunruhigt es ihn, dass er vorhin im Tauchen den Boden berührt hat. Sein Vater hat ihm nämlich gesagt, dass die Mitte des Sees die tiefste Stelle ist. Der Strand ist am nächsten, denkt er sich in Blickrichtung zu diesem. Während er anfängt, in die Richtung zu schwimmen, merkt er, dass immer noch keine Menschen zu sehen sind. Ist heute irgendein Feiertag oder dürfen wir nicht raus? Wenn es so sein sollte, würde er zu Hause sicherlich Ärger bekommen. Aber eigentlich geht das gar nicht. Als wir aufgebrochen sind, waren schon ein paar Leute am Strand und haben ihre Handtücher auf den Sand gelegt. Seine Gedanken werden jäh unterbrochen, als er den Sand unter seinen Füßen spürt. Vor Schreck zuckt er so heftig zusammen, dass er aufhört zu schwimmen und seine Füße wieder den Grund berühren. Er kann hier stehen, mit seinen gerade mal 1,55 Meter Größe. Dabei ist er noch gute 100 Meter vom Strand entfernt. Das ist der Moment, in dem ihm bewusst wird, dass etwas nicht stimmt. Dass nicht innerhalb von wenigen Minuten, in denen er unter Wasser war, sein Vater verschwinden konnte, alle Menschen am Strand nicht mehr da sind und der Wasserpegel rapide gesunken ist. So sehr gesunken, dass sich der Strand um ungefähr 7 Meter vergrößert hat. Er stößt sich ruckartig vom schlammigen Grund ab und schwimmt noch einige Meter, bis er nur noch bis zum Bauch im Wasser steht. Dann fängt er an zu rennen. Im Rennen kommt er nicht so schnell voran, wie wenn er schwimmen würde, aber dafür war das Wasser schon zu flach. Es fühlt sich an, als würde er durch Gelee waden. Plötzlich spürt er ein heißes Stechen an seinem Fuß. Er verzieht das Gesicht zu einer schmerzerfüllten Grimasse und fällt in das Wasser. Er landet auf etwas Weichem, aber gleichzeitig piekst es ihm in sein Bein. Fast automatisch tastet er nach dem Gegenstand. Ein Stein. Als er ihn vom Boden aufhebt, schmatzte der schlickige Sand, der so gar nichts mit dem von heute Morgen gemein hatte. Mit dem Stein, an dem er sich anscheinend in den Zeh gestoßen hat, befördert er außerdem eine lange Alge zutage. Sonst ist das Wasser doch immer frei von Algen, denkt er sich. Selbst in dem Bereich, wo ich vorhin tauchen war, gab es ganz wenig Algen. Die Leute hier vom Strand achten sehr auf die Sauberkeit des Wassers. Was ist hier nur passiert? Er schmeißt den Stein hinter sich, um nicht noch einmal draufzutreten oder gegenzulaufen. Dabei löst sich die Alge von dem Stein und landet auf seinem Haar. Angewidert schüttelt er den Kopf, um sie loszuwerden. Dabei verfangen sich die kleinen Widerhaken der Algen in seinen Haaren und reißen einige beim Runterfallen mit aus. Er kümmert sich nicht weiter darum und läuft den letzten Rest zu den algenbedeckten Strand. Als er aus dem Wasser kommt, nimmt der Wind seinen nassen Körper gleich als Angriffsfläche, was dazu führt, dass er eine Gänsehaut bekommt. Allerdings kümmert ihn das genauso wenig wie seine ausgerissenen Haare. Er ist viel zu sehr von der veränderten Umgebung fasziniert wie geschockt. Die Holzbänke und Tische, an denen er manchmal mit seinen Eltern gesessen hatte, sind fast komplett mit Moos und Gras überwuchert. An den Stellen, wo die Natur das Holz verschonte, sieht man kleine Pilze wachsen. Ihre Wurzeln sind sichtbar, verschwinden jedoch irgendwann unter dem Moos. Bis zu diesem Moment wusste er noch nicht einmal, dass Pilze Wurzeln hatten. Die betonierten Fahrradwege sind aufgeplatzt und aus den Rissen quillt das Gras. Der Fahrradweg führt nah an dem hölzernen Bootssteg vorbei. Dicht neben dem Wasser ist auch der Boots- und Fahrradverleih mit den Booten aus Holz. Die Boote selbst sind teilweise durchlöchert, schon zum Teil mit Wasser gefüllt oder sie liegen in diesem. Durch das Sonnenlicht, das die Wasseroberfläche durchbricht, sehen die untergegangenen Boote aus wie auf einem Gemälde, was seine Mama einmal gemalt hat. Der Gedanke an seine Mutter reißt ihn aus seiner Starre und er fängt an, die aufgeplatzte Straße runterzurennen, nur in Badehose bekleidet und mit Tränen in den Augen. Er hat Angst, was er zu Hause vorfinden wird. Auf dem Weg, den er so oft gegangen ist und sonst seiner Umgebung kaum Beachtung schenkt, weil er sie schon so oft gesehen hat, muss er immer wieder anhalten, um sich umzusehen. Von dem Leuchtturm liegt die obere Hälfte abgebrochen auf dem zertrümmerten Asphalt der Straße, sodass er über die Brocken hinübersteigen muss, um weiterzukommen. Ein Bahnwaggon steht verwahrlost auf den Schienen neben der Straße und wird niemals seine Haltestelle erreichen. Aus der halb geöffneten Tür wächst ein kleiner Baum und der Lack ist durch die Feuchtigkeit verfärbt und abgeblättert. Der kleine Junge schenkt dem Waggon keine Beachtung mehr, denn soeben ist der Arbeitsplatz seines Vaters in sein Blickfeld getreten, die Kirche. Er zögert einen Moment, dann gibt er sich einen Ruck und geht den kleinen Weg zum Eingang der kleinen Dorfkirche oder in das, was davon übrig geblieben ist. Das Dach ist eingestürzt und liegt in Trümmern auf dem Kirchenboden. Die Fenster sind ausgeschlagen, ob von Menschen oder von Naturgewalten ist nicht zu erkennen. Die bunten, zerbrochenen Scherben des Fensters glitzern im Sonnenlicht, was dem Ort paradoxerweise wirklich etwas Gemütliches und Beschützendes gibt, obwohl die Holzbänke teilweise nicht mehr vorhanden sind, um gläubigen Kirchgängern Trost zu spenden. Das Kreuz mit dem Sohn Gottes liegt in zwei Teilen auf dem Boden und der steinerne Altar beherbergt keine Kerzen und Kränze mehr. Wenn er gläubig wäre, würde er sich jetzt hier hineinknien und zu einem Gott beten, der ihm eh kein Zeichen senden würde. Auch wenn das Haus Gottes ihm ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, geht er durch die Stelle in der Wand, wo einst die massive Kirchentür war, um endlich zu gucken, ob sein Haus genauso verfallen, überwuchert und leer ist wie der Rest. Er sieht sein Haus, oder eher das Haus seiner Eltern, an. Jetzt kann er die Tränen nicht mehr zurückhalten, die ihm vorhin nur in die Augen getreten sind und nun über seine Wangen strömen. Er kann sich nicht mehr beherrschen und schreit seine Wut und Verzweiflung gen Himmel. Er kann nicht an das glauben, was er sieht. Das Haus, in dem er die 9 Jahre seines Lebens verbracht hat, in dem er sich die Augen ausgeweint hat, als sein kleiner Hund gestorben ist, in dem er vor dem Fernseher eingeschlafen ist, wenn er unbedingt noch einen Film sehen wollte, das Haus, in welchem er so viele glückliche Ereignisse mit seiner Familie verbracht hat, ist am meisten verfallen. Obwohl verfallen noch gut ausgedrückt ist. Es sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und wenn in der Zeit, wo das Haus eingefallen ist, noch jemand im Inneren war, dann ist derjenige tot. Oder diejenige. Er weint nicht nur um das Haus, er weint auch um seine Familie, die anscheinend spurlos verschwunden ist, wie die restlichen Bewohner des Kurortes, den er mal als schönsten Ort zum Leben bezeichnet hat. Einem ihm nicht bekannten Impuls folgend betritt er das eingestürzte Haus, das so gar nichts mit dem in seiner Erinnerung gemein hat. Er lacht auf, ohne fröhlich zu sein. Nicht in seiner Erinnerung, es war heute Morgen, vor vielleicht gerade mal 1,5 Stunden. Er kann nicht sagen, was ihn dazu bringt, diesen Ort zu betreten. Vielleicht ist es das Gleiche, was Soldaten dazu bringt, ihre zerbombte Heimat zu besuchen, nur um dann zu erfahren, dass alle, die man geliebt und gekannt hat, tot oder geflohen sind. Innen ist es nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Es ist schlimmer. Überall liegen Stücke vom Dach herum. Das Obergeschoss kann man gar nicht mehr betreten, denn die Treppe ist durchgefault und eingebrochen. Nur noch die letzten 3 Stufen hängen nutzlos in der Luft. Aus dem Teppich im ehemaligen Wohnzimmer wachsen Pilze und es riecht alles nach verschimmeltem Stoff. Sein Zimmer, welches sich einmal über dem Flur befand, in dem er jetzt steht, ist genauso eingebrochen wie der Rest des 2. Stocks. Das Loch in der Decke muss sein Zimmer in 2 Hälften geteilt haben und dabei ist einiges seines Spielzeugs zu Bruch gegangen. Denn die Autos, auf die er so stolz ist, sie in seinem Besitz zu wissen, sind kaputt. Das Fell seiner Kuscheltiere klebt ihnen dreckig am Körper und durch die eindrängende Nässe sind einige mit Schimmel überzogen. Trotzdem ist er in gewisser Weise froh, dass die Decke eingestürzt ist, weil sie seinen Kleiderschrank ins Untergeschoss befördert hat. Der Kleiderschrank ist zwar, wie der Rest seiner Sachen, kaputt, aber das ist ihm egal. Er ist nämlich immer noch nur in Badehose bekleidet. Er hebt sich ein T-Shirt vom Boden auf, was er aber nach einigen Sekunden angewidert wieder wegschmeißt. Es ist genauso verschimmelt wie seine Kuscheltiere. Irgendwann findet er endlich einige in Plastikfolie verschweißte Klamotten, die vom Verfall verschont geblieben sind, und zieht sie sich über. Dann verspürt er ein Gefühl, was er über seinen Adrenalinkick die ganze Zeit verdrängt hat. Hunger. Trotz allem, was er gesehen hat, oder eher was er nicht gesehen hat, nämlich Menschen, verlangt sein Körper immer noch nach Nahrung. Er geht, einfach aus Gewohnheit, in die Küche, die seltsamerweise mit das einzige ist, das einigermaßen normal aussieht. Nur wenige Trümmer liegen auf dem Boden und wenn er die fehlenden Stühle und den Tisch nicht beachtet, ist alles noch da. Auch die durchlöcherte Decke lässt sich leicht ignorieren, wenn der Wind nicht gerade durch diese hindurchpfeift. Selbst der Kühlschrank, zu dem er jetzt geht, ist noch vorhanden. Mit einem Blick starr auf ihn gerichtet, erwartet er beinahe, dass das Licht angeht und das gleichmäßige Brummen einsetzen würde, wenn er die Tür öffnet. Und auch, dass er noch etwas Essbares enthalten würde und nicht die nicht mehr zu identifizierenden, teilweise in wässrigem Grün und Schwarz glänzenden Brocken, um die noch nicht einmal Fliegen herumschwirren. Erst jetzt dringt sich der Gedanke, den er einfach nicht wahrhaben wollte, in sein Gehirn. Was er spätestens am Strand vermutet hat, aber nicht denken wollte, breitet sich wie ein Gift in seinem Kopf aus, das es unmöglich macht, es weiter zu ignorieren. Es sieht aus, als sei ich seit Jahrzehnten nicht mehr hier gewesen, materialisiert sich das Gift in die erschreckend treffenden Worte. Es sieht aus, als wäre ich seit Jahrzehnten nicht mehr hier gewesen, wiederholt er die giftigen Worte erst flüsternd und dann so oft schreiend, bis seine Stimme versagt. Wegen des ganzen Schreins ist seine Kehle ganz trocken. Aus diesem Grund steht er vor der kleinen, halb ausgerissenen Tür, hinter der seine Mutter die Lebensmittel und Getränke immer aufbewahrt hat. aufbewahrt, korrigiert er sich selbst, da er die Wahrheit immer noch nicht wahrhaben will. Zögernd geht er in die Hocke und greift in die Dunkelheit, um nach einer Flasche zu tasten. Als er bereits bis zur Schulter verschwunden ist, kommt er mit seinem Fuß aus Versehen an die lose angelehnte Tür mit den Folgen, dass sie ihm auf das Bein fällt. Er kreischt auf, nicht vor Schmerz, sondern vor Schreck, als die Klinke auf die Fliesen fällt und ein lautes Knallen ertönt. Der Schreck wegen des plötzlich aufgetretenen Krachs hilft ihm, die schwere alte Holztür von seinem Bein zu wuchten. Trotzdem klingeln ihm noch immer die Ohren, denn er hat bisher keine anderen Geräusche gehört als den Wind. Als er auf sein Bein guckt, wundert er sich erst, dass er keine Schmerzen spürt, trotz des großen, hölzernen Splitters in seiner Haut. Doch dann flammt er so schnell und unerwartet auf, dass er nach Luft schnappt. Seine Mutter hat ihn immer verarztet, wenn er mit dem Fahrrad umgefallen und sich das Knie aufgeschürft hat. Und auch, wenn er vom Baum gefallen ist und sich einen Splitter eingefangen hat. »Mami, ich hab einen Splitter«, schluchzt er, noch immer heiser von dem ganzen Schreien. So hat er seine Mutter nicht mehr genannt, seit er 6 geworden ist. »Mami, du musst ihn rausmachen, es tut weh.« Doch trotz seines weinerlichen Flehens kommt seine Mutter nicht mit besorgtem Gesichtsausdruck aus der Küche, um ihn zu verarzten. Das Einzige, was auf ihn zukommt, ist ein vertrocknetes Blatt, welches vom Wind sanft auf den zerstörten Boden abgelegt wird. Nach einigen Minuten, in denen er reglos auf sein Bein gestarrt hat, entschließt er sich, die Zähne zusammenzubeißen, den Splitter zu entfernen und in die Kammer zu gehen, um seinen Durst zu stillen. In den Minuten der Stille hat er sich außerdem entschlossen, in die nächste Großstadt zu gehen, einfach weil er nicht weiß, was er sonst tun soll. Den Splitter zu entfernen erweist sich als schwieriger und vor allem als schmerzhafter als gedacht. Irgendwann, nachdem er gefühlte 100 Male abgerutscht ist, schafft er es endlich, das Ende zu fassen, und nach einem Ruck ist der Splitter in seiner Hand. Aus der Wunde tritt ein Blutstropfen, doch seine Kehle ist noch trockener geworden, also dreht er sich in die auf den ersten Blick leere Kammer um. Erst als er unter die Regale guckt, findet er 2 0,5 Liter Flaschen, von denen er eine gleich zur Hälfte austrinkt. Der Rest der Kammer ist leer. Seine Kehle tut weh, denn er hat zu schnell getrunken. Aber das hält ihn nicht von seinem Vorhaben ab. Er steckt die beiden Flaschen in die Jackentasche, verlässt das Haus, in dem er aufgewachsen, aber noch nicht ausgewachsen ist, ohne noch einmal zurückzuschauen, damit die Tränen nicht über seine Augen treten, was sie schon fast tun. Er geht über die aufgeplatzte, heiße Straße, die er barfuß überquert, da er keine Schuhe mehr gefunden hat, zu einem Weizenfeld, dessen Ähren sich sanft in seichten Wind bewegen. Das Feld wird nicht mehr gepflegt. Unkraut wächst zwischen dem Getreide, und der Weg, den er einschlägt, ist auch schon fast überwuchert. In der aufsteigenden Mittagshitze geht der kleine Junge barfuß den Feldweg entlang, die Jacke um die schmalen Hüften geschlungen, damit er nicht gleich seine Sachen vollschwitzt. Mit 2 Flaschen Wasser bewaffnet geht er in die 12 Kilometer entfernte Großstadt, nach Berlin. Als er in der Stadt ankommt, sind einige Stunden vergangen. Er musste sich ab und zu ausruhen, als sein Bein angefangen hat zu pochen. Nun ist er aber in der ehemaligen Großstadt angekommen und so überwältigt von den Eindrücken, die dort auf ihn warten. Überwältigt im negativen Sinne. Denn der Charme, den die Großstadt trotz ihrer vielen Menschen hatte, ist verflogen. Die Hochhäuser der Stadt sehen teilweise aus, als hätten sie gebrannt. Man sieht nur noch die Stahlträger, die zum Bau verwendet wurden und wie Skelette in den blauen Himmel ragen. Der Fernsehturm, eines der famosen Wahrzeichen von Berlin, ist umgefallen und hat dabei anscheinend auch einige Häuser unter sich begraben. Der Bahnhof Alexanderplatz, durch den er gerade schreitet, hat davon nichts abbekommen. Der Bahnhof, der einst so viele Menschen geborgen hat, liegt verlassen vor ihm. Eine S-Bahn steht sogar noch auf den verwitterten Schienen. Er steigt vorsichtig die stillstehenden Rolltreppen hinunter, denn er will in die Stadt. Oder in das, was davon übrig ist. Die scharfen Kanten der Rolltreppe schneiden ihn in die empfindliche Haut seiner bloßen Füße. Als er das letzte Mal in Berlin war, hat ihn der ganze Dreck unter dem Bahnhof entsetzt. Wie können Menschen nur überall ihren Müll hinschmeißen, hat er damals entsetzt gedacht. Nun, am heutigen Tag ist er noch mehr entsetzt, zumal er mit nackten Füßen in dem undefinierbaren Dreck und Exkrementen herumläuft. Beinahe hätte er sich übergeben, wenn er dazu nicht noch näher an den Boden herangemusst hätte. Wieder draußen blickt er sich verzweifelt nach einem Flecken Gras um, damit er seine Füße daran abreiben kann. In der Nähe des umgestürzten Fernsehturms wird er fündig. Da er bisher nur auf seine Füße geachtet hat, blickt er auch erst jetzt auf und merkt, dass er nur einige hundert Meter von der kaputten Kuppel des umgestürzten Wahrzeichens von Berlin entfernt ist. Er bewegt sich langsam auf die Kuppel zu und ist wahrlich so fasziniert, dass er die Scherben, auf denen er läuft, kaum merkt. Aus der Kuppel sind alle Tische und Stühle zum Boden hingerutscht und dieses Gebilde sieht für ihn aus wie moderne Kunst aus zusammengewürfelten Gegenständen. Da er nur noch 3 bis 4 Meter von der gewaltigen Kuppel entfernt steht, hat er fast Angst, sie könne auf einmal losrollen und ihn unter sich begraben. Doch nichts davon geschieht. Nur die späte Nachmittagssonne bringt die Scherben auf dem Kopfsteinpflaster zum Glitzern. Es bringt fast ein ähnliches magisches Gefühl in ihm auf wie heute Morgen in der Kirche. Ein Gefühl von Geborgenheit und dass alles noch in Ordnung ist. Jedoch wird dieses Gefühl abrupt unterbrochen, denn eine plötzlich auftauchende Wolke verdunkelt die Sonne und ein Schatten legt sich über den verwüsteten Platz im Herzen von Berlin. Er geht eine Straße hinunter, weg vom Alexanderplatz, denn der Fernsehturm strahlt in irgendeiner Form eine Bedrohung aus, wenn die Sonne nicht scheint. Auf der Straße stehen einige Autos und Busse mit abblätternden Lack und Schimmel auf den Sitzen. Was sich aber im Gegensatz zu seinem Heimatort unterscheidet, ist der Sand, der sich auf der Straße vor ihm ausbreitet. Direkt neben dem Sand ist ein Park. Er spürt auf einmal das Bedürfnis, ein Geräusch zu hören, das zeigt, dass er nicht allein hier ist. Ihm würde auch das Zwitschern der Vögel reichen, aber die hat er die ganze Zeit nicht gehört, geschweige denn gesehen. In seiner Verzweiflung schreit er um Hilfe, obwohl er eigentlich keine benötigt. Er lauscht wieder, doch es dringt nur das Geräusch des Windes in seine Ohren, der durch die verlassenen und verfallenen Überbleibsel der Menschheit weht. Der kalte Wind wirbelt nur Staub und Dreck auf. Auf einmal bemerkt er den alten Kiosk. In der Hoffnung, dort etwas Essbares zu finden, setzt er seine Beine in Bewegung und geht auf die mit Holz vernagelte Tür zu. Es erfordert nicht viel Kraft, um die Bretter wegzutreten, um ins Innere zu gelangen. Doch darinnen wird er enttäuscht. Nichts zu essen ist in dem Laden, nur ein Stapel Zeitungen in einem altmodischen Glaskasten. Er greift sich eine der unteren, denn die erste ist unlesbar. Sie ist einfach zu vergilbt und zerrissen. Plötzlich heult der Wind auf und reißt ihm regelrecht die Zeitung aus der Hand, gerade als er die dick gedruckte Überschrift gelesen hat. Er rennt der Zeitung hinterher, nach draußen. Er sieht nur die Titelseite mit der auffälligen Überschrift auf dem Boden liegen. Damit der Wind ihm die Zeitungsseite nicht wieder wegreißt, springt er mit seinen nackten Füßen auf die Ränder. Mit einem Mal bemerkt er weder den Supermarkt, in welchem er mit seinem Vater einmal gewesen war, noch die Shoppingmeile, durch die seine Mutter ihn jeden Sommer zerrt, weil er neue Sachen braucht, sondern nur die alte, vergilbte Zeitungsseite, die sich zwischen seinen Zähnen verfangen hat. Er liest die Zeilen mit weit aufgerissenen Augen und einer Geschwindigkeit eines Jungen, der nach den Sommerferien gerade mal in die 4. Klasse kommen sollte. Der unbekannte Virus, Donnerstag, der 4.8.2039. Die Folgen des bisher unerforschten Virus, der sich mit rasender Schnelligkeit über den Erdball ausbreitet, sind gravierend. Die Menschen, die die Symptome dieser Infizierung vorweisen, wurden unter Quarantäne gestellt. Wissenschaftler, welche die Betroffenen beobachten, reden von bläulichen Geschwüren, die sich meist vom Brustkorb ausbreiten. Personen, die diese Symptome vorweisen können, sollen sich sofort in einem Krankenhaus unter Quarantäne stellen lassen. Dieser Virus ist hoch ansteckend. Die Ärzte berichten außerdem von einem noch nie dagewesenen Ausgang des Virus. Die Betroffenen verwesen bei lebendigem Leib, erzählte uns der Chefarzt Dr. Dieter Schulz des Berliner Seeklinikum bei einem Interview. Die Pest wies zwar ähnliche Geschwüre auf und es wird von einigen meiner Kollegen vermutet, dass es sich um eine bisher nicht kategorisierte Art der Pest handelt, allerdings muss ich ihnen widersprechen. Bei der Pest haben Rattenflöhe die Menschen infiziert und die tödliche Krankheit übertragen. Bei dieser Art von Ausgang der Krankheit kann es sich um keine natürliche Infektion handeln. Die Haut des Brustkorbes, der in den meisten Fällen zuerst betroffen ist, bildet sich aufgrund dieser Krankheit oder dieses Virus zurück. Oder nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Die Haut bildet sich nicht zurück. Die Haut löst sich auf. Das klingt jetzt sehr ungewöhnlich, aber es stimmt wirklich. Die Infizierten lösen sich langsam in Luft auf. Ich will hier jetzt keine Details nennen, aber wir forschen sehr intensiv an einem Gegenmittel, um das alles zu stoppen. Der Satz von Dr. Schulz, dass es sich bei dem Virus um keinen natürlichen handelt, löste bei den Menschen Zweifel an der Regierung aus. Mit Plakaten, auf denen "Sagt die Wahrheit" steht, belagern Demonstranten den Reichstag in Berlin. Auch in anderen Ländern und Staaten gibt es ähnliche Aktionen. Vor allem in New York zogen am gestrigen Tag mehrere tausend Demonstranten durch die Straßen und forderten von der Regierung die Wahrheit über den Virus. Auch die Aussage des Oxforder Forschers William Knox sorgen für Beunruhigung. Ich bin auf eigene Faust einer Vermutung nachgegangen. Was ich fand, war haarsträubend. Ich habe verschiedene Flugzeugtanks untersucht und etwas gefunden, das so eigentlich nicht hingehört. In den Flugzeugtanks war ein Erreger, der sich über die Luft verbreitet. Wenn das Flugzeug startet, gelangt automatisch das Kohlendioxid des Treibstoffs in die Luft und mit ihm anscheinend auch der Erreger des unerforschten Virus. Wir sind schon alle infiziert, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir uns alle in Luft auflösen. Aufgrund dieser letzten Aussage wurde Dr. Knox inhaftiert wegen Verbreitung von Falschmeldungen. Trotzdem hatte er seine Theorie zuvor noch im Internet verbreitet, was zu Massenpanik und Hamstereinkäufen führte. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass nichts davon von der Regierung bestätigt wurde und Sie, liebe Leser, sich keine Sorgen machen müssen. Leben Sie Ihr Leben weiter wie bisher. Unter dem Artikel steht in verblassender, krakeliger Handschrift geschrieben: Glaubt nicht diesem Manipulationsmist. Die Zeitungen und alle anderen Medien werden von der Regierung überwacht. Der letzte Satz deutet genau darauf hin. Es wurde automatisch auf alle Zeitungen gedruckt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Sie haben dort weniger als einen Viertel über der Wahrheit gesagt. Die Professoren sagen alle die Wahrheit. Es ist seltsam, dass diese Zeitung dieses Interview überhaupt aufzeichnet. Ein verzweifelter, wahrscheinlich selbst schon infizierter Journalist hat mit diesem Artikel versucht, uns aufzuklären, obwohl das schon zu spät ist. Das Virus hat bereits weit über die Hälfte der Menschheit eingerafft und die gleiche Wirkung hat er auf die Tiere gehabt. Ich schreibe gehabt, weil es für sie schon zu spät ist. Eine plötzliche Windböe reißt ihm die Zeitungsseite unter den bloßen Füßen hervor. Der Artikel geht noch weiter, aber das interessiert ihn nicht mehr. Er guckt ausdruckslos und mit weißem Gesicht die Straße hinunter, vielleicht auf der Suche nach möglichen Überlebenden. Aber wenn er den Artikel richtig verstanden hat, gibt es keine Überlebenden. Nicht einmal Tiere. Er versteht nichts von der Manipulation und Überwachung der Regierung oder warum er während der Zeit, als die Krankheit ausbrach, nicht da war. Er weiß nur, dass alle, die er kannte, nicht mehr da sind und dass er anscheinend das einzige Lebewesen auf diesem Planeten ist. Während er die Straßen der ehemaligen Hauptstadt herunterläuft, fällt ihm eine einzelne Träne vom Kinn in den Sand. Der Wind wirbelt den Sand hinter ihm auf und verwischt die Spuren des kleinen Jungen, der nicht mal mehr die Zeit hatte, sich von seiner Mutter zu verabschieden, da er zu aufgeregt war und so schnell wie möglich seinen Schnorchel ausprobieren wollte. An einem schönen, warmen Sommertag, wo viele andere Kinder in seinem Alter glücklich in den See gerannt sind und sein Vater ihm mit einem Buch in der Hand lächelnd hinterhergesehen hatte, als er vom Boot in das klare Wasser untertauchte. Mit Schnorchel und Taucherbrille im Gesicht, an einem Tag, der Jahrzehnte zurückliegt. Ich hoffe, Sie wissen es zu schätzen, sagt der Mann und schneidet von seinem Filetsteak ab. Ich antworte nicht, sondern blicke mit Abscheu auf den Teller, den er mir kredenzt hat. Es ist teures, gutes Fleisch, das könnte selbst ein Blinder erkennen. Innen noch etwas blutig und außen in einer Kruste von Rosmarin verpackt, ohne jede Spur von Sehnen oder Knochen. Der Teller besteht aus Porzellan, das eines Königs würdig wäre. Und das Besteck aus hochpoliertem Stahl ist scharf genug, um durch jedes Gericht zu schneiden. Eigentlich müsste ein solcher Laden gut besucht sein, aber wir beide sind die einzigen Gäste weit und breit. Es gibt nicht mal einen Kellner. Ist es... stammle ich schließlich, aber das Sprechen bereitet mir immer noch Schmerzen, sodass ich bereits beim dritten Wort den Satz unterbreche. Der Mann legt geduldig das Messer weg und faltet seine Hände. Nun, beginnt er höflich, genau genommen ist es Wagyu-Rind, frisch importiert aus Südjapan, obwohl ich ehrlich gesagt nie den Unterschied schmecken konnte. Wenn es Ihnen nicht gefällt, hole ich Ihnen etwas anderes. Wachtel, Fasan, Bison, die Küche in diesem Etablissement ist sehr vielseitig. Haben Sie jemals Grauwal gegessen? Schmeckt scheußlich, aber trotzdem hat es doch irgendetwas von extrem bedrohten Tierarten zu kosten, die... Er unterbricht sich, als er versteht, worauf ich hinaus will, und lächelt. Oh, natürlich, ich kann Ihr Misstrauen nachvollziehen, aber ich versichere Ihnen, kein Gift. Bevor ich etwas erwidern kann, langt er nach meinem Teller, schneidet blitzschnell ein Stück des Essens ab und steckt es sich in den Mund, ehe er von meinem Weinglas nippt. Immer noch bleibe ich wie angewurzelt sitzen, zittere bei jeder seiner Bewegungen und versuche, nicht die Fassung zu verlieren. Als er meine Angst sieht, lächelt der Mann, als wäre ich ein Kind, welches sich vor der großen schwarzen Spinne an der Deckenlampe fürchtet. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so... humorvoll ist. Immerhin sieht er mehr oder weniger genau so aus, wie man es sich vorstellt. Kein einziges Haar wächst aus seinem Kopf, weder Augenbrauen noch Wimpern. Sein Anzug, seine Krawatte und seine Iris sind so schwarz wie die Kohle, zwischen der das weiße Hemd und die bleiche, aber gepflegte Haut spitz hervorstechen. Wie diese Agenten, die in Science-Fiction-Filmen die Zeugen von UFO-Landungen für die Regierung zum Schweigen bringen. Aber dieser Mann vor mir... Er scheint das Ganze für einen einzigen, riesigen Witz zu halten. Schließlich siegt der Hunger in mir. Vorsichtig, um meine Hände nicht zu überstrapazieren, greife ich nach dem Messer und zerlege das Essen in kleine Häppchen, die ich mir mit bloßen Fingern in den Mund stecke. Es ist 2, 3 Tage her, dass sie mich gefunden haben. Ich habe jedenfalls 3-mal geschlafen, während ich ohne Essen oder Information darauf wartete, dass etwas passiert. Ich saß einfach in einem vollkommen dunklen Raum, nackt, und wurde einmal am Tag mit einem Wasserschlag nass gespritzt. Und jetzt sitze ich hier, mit frischen Klamotten in einem vollkommen leeren Restaurant, irgendwo am Ende der Welt, mit diesem Mann, während im Hintergrund Pianomusik läuft. Unwahrscheinlich, dass dieses Gespräch gut für mich ausgehen wird. Also, sagte der Mann fröhlich und klatscht in die Hände, wobei ich zusammenzucke. Genug des trivialen Vorgeplänkels. Sie wissen, warum Sie hier sind? Ich nicke. Ihnen, mein Freund, ist es tatsächlich gelungen, sämtliche digitalen Blockaden zu umgehen und sich Zugang zu unserem System zu verschaffen. Wenn auch nur für 43 Minuten. Ich nicke. Sie wissen, dass Sie das wahrscheinlich zum talentiertesten Hacker der Welt macht, oder? Ich nicke. Der Mann lächelt und zieht fragend die Stelle in seinem Gesicht hoch, wo seine linke Augenbraue sein sollte. Dann wissen Sie auch, welches meine nächste Frage sein wird. Er lacht kurz, bevor sich seine Mimik verhärtet und er mit einem Schlag todernst wird. Was haben Sie gesehen? Krächze ich verängstigt und versuche nicht anzufangen zu weinen. Ich habe alles gesehen. »Hm?« unterbricht er mich, wieder freundlich wie eh und je. »Sprechen Sie doch etwas lauter. Immerhin haben wir Ihnen Ihren Kiefer nicht ohne Grund nicht gebrochen.« Ich nehme einen Schluck vom Wein, dessen Aroma viel zu süß ist, um es in einer solchen Lage zu würdigen. Erst dann traue ich mich, mit langsamen, vorsichtigen Sätzen seine Frage zu beantworten. »Ich habe alles gesehen. Ich weiß, was sie in Pakistan an diesen Dorfbewohnern getestet haben und was sie ins Trinkwasser hinzufügen. Und ich weiß, was sie in der Antarktis gefunden haben. Der Mann gegenüber von mir verzieht sein Gesicht, als müsse er über die Pointe eines Witzes nachdenken. Dann zuckt er mit den Schultern. Tja, hab mich geirrt. Ist zwar nicht alles, aber dennoch mehr, als ich erwartet habe. sagen Sie, es ist Ihnen schon klar, dass, wenn Sie nur der zweitbeste Hacker der Welt wären, Ihre Leiche bereits auf dem Grund des Marianengrabens liegen würde, unter einer 11.000 Meter hohen Wasserwand mit Anglerfischen und Schlammwürmern als Gesellschaft? Ich antworte nicht, nicke nicht. Jetzt kommt der Teil, vor dem ich mich gefürchtet habe. Ich werde nicht, gebe ich schließlich heiser von mir, aber er unterbricht. Natürlich werden Sie das nicht. Sie haben Prinzipien. Die habe ich auch. Aber wenn wir um den heißen Brei herum plaudern, verlieren wir beide noch wertvolle Zeit. Immerhin wollen Sie doch Ihre Familie wiedersehen, oder? Ihr kleiner Neffe, Justin, er wird doch morgen 4 Jahre alt, nicht wahr? Bei diesen Worten verliere ich die letzte emotionale Stärke. Tränen rollen meine Wangen herunter und ich habe das Gefühl, als würde mir das Rind wieder hochkommen. Bitte, heule ich leise, lassen Sie sie aus dem Spiel. Nicht verzweifeln, mein Bester, antwortet er mit vollem Mund. Niemand wird dem Kleinen etwas tun, ebenso wenig wie dem Rest ihrer Verwandtschaft. Das würde dann nur eine nervige Vertuschungsaktion ins Rollen bringen, wie damals in Pakistan. Ach, wie auch immer. Lassen Sie mich Ihnen einen Vorschlag machen. Sie müssen nicht für die da oben arbeiten und kommen rechtzeitig zu Justins Geburtstag. Dafür warten Sie. Irgendwie finde ich den Mut, diesen Mann in seinen Satz zu unterbrechen. Die da oben? Aber Sie gehören doch auch zu Ihnen. Irrtum, mein Freund. Ich gehöre keineswegs zu diesem widerwärtigen System. Ganz im Gegenteil, ich bin, wenn man es so will, auf Ihrer Seite. Eine Weile stehen seine Worte einfach so im Raum. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten kann. Sollte er die Wahrheit sagen, würde das alles ändern. Er hätte mit all diesen schrecklichen Sachen nichts zu tun und hätte mich trotzdem gefoltert, weil ich mich in die Datenbank der Regierung gehackt habe. Er fährt fort. Natürlich ziehen wir unsere Vorteile aus dem Chaos. Aber so funktioniert die Welt. Die Menschen gehen ein, wir überdauern. Im Grunde jedoch will ich das, was sie auch wollen. Dass dieses ganze verfickte System zusammenbricht. Menschen? Warum redet er von Menschen, als würde er nicht zu ihnen gehören? Von wem redet er, wenn er von uns redet? Eine Gänsehaut zieht sich über meinen geschundenen Rücken. Wer, was sind Sie? Flüstere ich. Er grinst, bevor er fortfährt. Ich bin das, was Sie in der Antarktis gefunden haben. Augenblicklich greife ich nach dem Steakmesser und versuche es dem Mann an die Kehle zu drücken. Aber er greift meine Hand und presst so lange auf sie ein, bis ich schreiend die Klinge fallen lasse. Na, na, tadelt er mich. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass Sie sich damit selbst die Kehle aufschlitzen. Immerhin haben Sie gesehen, was wir tun können. Lassen Sie mich sofort los, schreie ich, so laut ich kann, auch wenn ich weiß, dass er es nicht tun wird. Er drückt meine Hand immer fester zu, quetscht meine Knochen ein, während er mit einer ruhigen Stimme auf mich einredet. Ich habe dieses Gespräch schon oft geführt. Die Erde ist so viel älter, als Sie sich vorstellen können. So viele Rassen, Spezies, Völker, die sich alle einmal als groß betrachtet haben. Aber wir haben sie alle bezwungen. Die Echsen von Yucatan, die Betrachter aus der Tiefe, selbst die Rotholzbäume. Alle verschlungen, alle zu Staub verfallen. Ganze Nationen. Und trotzdem schafft es die Evolution immer wieder, mich zu überraschen. Sehen Sie nur diesen Körper an. Selbstgefällig blickt er an sich herab. Er ist effektiver als die meisten anderen, vielseitiger. Heute kann ich mir nicht einmal mehr ein Leben ohne Daumen vorstellen. Er betrachtet die Finger seiner freien Hand, während er den Druck auf meine verstärkt. Naja, irrelevant. Also, wenn ich Sie jetzt loslasse, werden Sie mir zuhören. Andernfalls... Nun, ich bin mir sicher, Sie haben das Video von der Metamorphose gesehen, oder? Ich nicke, mit knallrotem Kopf und zusammengebissenen Zähnen, unfähig anders zu antworten. Er lässt meine Hand los, die ich sofort zurückziehe. Ein schmerzhaftes Husten entkommt meiner Kehle, das sich nur langsam wieder verflüchtigt. Also, lobt er mich freundlich, es geht doch. Er soll aufhören zu reden. Mit jedem Wort widert mich diese Kreatur mehr an. Dieses Ding, welches sich als ein Mensch ausgibt. Dieser schreckliche, haarlose Parasit, der mir gegenüber sitzt. Ich habe die Akten gelesen. Ich weiß, was sich unter dieser blassen Haut befindet. So etwas wie er dürfte eigentlich gar nicht existieren. Und trotzdem ist es da, sitzt mir gegenüber, isst dekadent teures Fleisch und macht mir ein Angebot. Ich höre ihm zu. Sie werden für uns arbeiten. Sie werden Viren programmieren, die die Welt in die Knie treiben werden. Hunderte Jahre nach dem Verfall ihres Körpers. Sie werden uns helfen, mehr von unserer Art in die Regierung zu schleusen, bis wir sie komplett infiltriert haben. Und sie werden die Geheimakten bezüglich der Antarktis ein wenig anpassen. Und wenn ich mich weigere? Frage ich von Ekel durchzogen. Lieber würde ich sterben, als einer solchen Kreatur zu gehorchen. Ich muss wieder husten, diesmal heftiger. Aber das Lächeln des Dings wird nur noch breiter. »Oh, Sie missverstehen, mein Bester. Sie haben gar keine Wahl. Sie haben vor Stunden genug Sporen für eine komplette Metamorphose inhaliert. Es ist bereits in Ihrem Blut. Sie waren schon vor Beginn dieses Gesprächs einer von uns. Im wahrsten Sinne des Wortes.« Ehe ich auf seine Erklärungen reagieren kann, schüttelt mich ein dritter, heftiger Hustenanfall. Ich erbreche das teure Fleisch und den süßen Wein in großen Schwallen und ein ekelhafter Blutgeschmack sammelt sich in meiner Mundhöhle. »Gut«, murmelt das Ding im schwarzen Anzug. »Sehr gut.« Bei diesen Worten werde ich hysterisch. Verzweifelt greife ich um mich, als ich bemerke, dass ich überhaupt keine Luft mehr bekomme. Etwas hat sich in meiner Lunge verfestigt, das seine Fangarme immer weiter nach oben ausbreitet. Ich bekomme die Tischdecke zu fassen, reiße sie mit mir und lande mit verkrampften Gelenken auf dem Boden zwischen teurem Besteck und meinem eigenen Angstschweiß. Das Porzellan zerbricht und ich merke, wie meine Haare ausfallen. Jetzt weiß ich, dass es unter meiner Haut ist und kein Weg mehr zurück besteht. Keine Sorge. Das Ding wischt sich den Mund mit einer Serviette ab und geht langsam auf mich zu. Mit jedem Wort wird seine Stimme verzerrter und dumpfer wie eine Maschine, die neu startet. Das ist alles normal. In wenigen Minuten wird der Fungus dein Gehirn erreichen und seine Wurzeln schlagen und du wirst das Glück haben, die Erinnerungen von 6000 Wirtskörpern zu übernehmen. Du wirst ein wunderschöner Schmetterling sein, kleiner Bruder, der sich aus seinem kohlenstoffbasierten Kokon erhebt. Röchelnde, gurgelnde Laute kommen aus meiner Kehle, die sich definitiv nicht menschlich anhören, während das Ding versucht, mich zu trösten. Als ich das wahre Gesicht unter der Fleischmaske meines Gegenübers sehen kann und der Parasit anfängt, sich in meinem Kopf auszubreiten, wird mir klar, dass er recht hatte. Ich hätte das Messer gegen mich selbst richten sollen. Der durchdringende Duft von Eisen und Rost stieg sofort mit brutaler Macht in meine Nase, als ich den ersten Schritt auf den mit rostroten Stahlplatten bedeckten Boden dieser lang vergessenen Insel tat. Vor vielen Jahrzehnten wurden hier in Hunderten von Fabriken die verschiedensten Dinge hergestellt, angefangen von Pestiziden und Düngemitteln über Konserven, Medikamente und Plastikbehälter, bis hin zu Stahl, Lebensmittelzusätzen und Lacken. Doch was auch immer die Fabriken jeweils hergestellt hatten, eines hatten sie alle gemeinsam. Sie waren regelrechte Drecksschleudern. Selbst wenn damals noch recht wenig Interesse an Nachhaltigkeit oder Umweltschutz bestand, hatten die beteiligten Firmen sich mit ihren Drecksschleudern in dieses Niemandsland im Meer, weit ab von den Ballungszentren, zurückziehen müssen. Sterbende Wälder und kranke Tiere waren das eine, aber kein Land der Welt konnte es verantworten, wenn seine Bewohner zu Zehntausenden an Lungenschäden starben. Das war weder human noch wirtschaftlich. Dass die Länder, die nach den Erzeugnissen dieser Fabriken gierten, schlechte PR und die Wut ihrer Bürger fürchteten, war aber nicht der einzige Grund für die Firmen, ihre Fabriken auf diesem abgelegenen Eiland anzusiedeln. Weitaus interessanter war der Umstand, dass die Insel unbewohnt und keinem Land zugehörig war. Es war ein vollkommen rechtsfreier und steuerfreier Raum, was die hohen Transportkosten zu den Verbrauchern mehr als wettmachte. Bedeutete es doch auch, dass es keinerlei Kontrollen oder Regulationen gab. Lediglich die hergestellten Produkte mussten den gewohnten Qualitätsstandards der importierenden Länder genügen. Der Herstellungsprozess aber unterlag keinen solchen Beschränkungen. So konnte man auf jegliche Filter verzichten und musste nicht mal die niedrigsten Sicherheitsstandards erfüllen. Die Schlote konnten ihren öligen, schwarzen, giftigen Rauch ungehindert in die Atmosphäre pumpen. Und die flüssigen Giftabfälle wurden entweder in Fässer abgefüllt und auf dem Meeresboden versenkt oder direkt über verschiedene Rohre in das umliegende Meer gepumpt. So dauerte es nicht lange, bis sämtliches Leben auf der Insel und aus dem nahen Wasser verschwunden war. Trotz oder gerade wegen des überwältigenden chemischen Gestanks gab es keinen sterileren Ort auf diesem Planeten. Natürlich ergab sich dadurch das Problem, dass die Fabrikangestellten nun ebenfalls um ihre Gesundheit fürchten mussten. Gerüchte über Fälle von Unfruchtbarkeit, verschiedenen Krebsarten, Staublunge und vielen weiteren Krankheiten machten die Runde. Immer weniger Menschen wollten sich dieser Gefahr aussetzen und der Produktionsprozess drohte, wegen des Mitarbeitermangels in Stocken zu geraten. So trafen sich Aktionäre der beteiligten Konzerne, die sich selbstredend weit ab von dieser Hölle aufhielten, zu einer Krisensitzung, um zu besprechen, wie sich wieder neue Mitarbeiter gewinnen lassen konnten. Einige Vertreter schlugen ernsthaft vor, die Umweltbedingungen zu verbessern und wenigstens ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Aber sie wurden überstimmt, was vor allem an den nackten Zahlen lag. Die Umweltschäden zu beseitigen und die notwendigen Filter- und Sicherungssysteme einzurichten, wäre sehr teuer geworden. Deshalb entschied man sich für eine andere Lösung. Man verdoppelte die Gehälter der Arbeiter, errichtete ihnen Luxuswohnungen und ein eigenes kleines Vergnügungsviertel mit Kinos, Restaurants, Schwimmbädern, Einkaufszentren und sogar Bordellen. Gleichzeitig bekam jeder von ihnen als zusätzlichen Bonus eine hohe Risikolebensversicherung, die ihre Familien im Todesfall absichern würde. Alles in allem war diese Lösung deutlich günstiger. Und sie funktionierte. Trotz der Gesundheitsgefahr siedelten sich mehr und mehr Menschen in der Arbeitersiedlung an und tauschten Geld und Vergnügen gegen Arbeitskraft und Lebensjahre. Nur wenige von ihnen wurden älter als 40 und die meisten starben einen qualvollen Tod, während immer wieder neue Güter an die konsumgierigen Länder dieser Welt verschifft wurden. Dennoch funktionierte das Geschäftsmodell noch viele Jahre lang, bis es den Betreibern aufgrund der wachsenden Umweltbewegung und einer immer kritischeren und vernetzteren Öffentlichkeit zu riskant wurde. Die Fabriken schlossen ihre Pforten für immer und die Arbeiter verließen ihre vergiftete Arbeitsstätte, um die letzten Jahre ihres Lebens in den Intensivstationen ihrer Heimatländer zu verbringen. Die Fließbänder standen still und die schwarzen Wolken der Schornsteine verschwanden, auch wenn sich die hiesige Umwelt bis heute nicht von ihrer Vergewaltigung erholt hat. Gleichzeitig begannen die Gezeiten und die salzige Seeluft den Stahl- und Eisenkonstruktionen mehr und mehr zuzusetzen und legten einen rostigen, roten Trauerschleier über das Gelände. An diesem Punkt der Geschichte beginnt meine eigene. Ich bin Manfred Druckmann, 39 Jahre alt und meines Zeichens Journalist und Historiker und habe seit jeher ein Faible für die vergessenen Episoden der wechselvollen Menschheitsgeschichte. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich auf diese verlassene Insel begeben habe, wo ich nun diese ganz besondere Dokumentation drehen möchte. An meiner Seite ist mein treuer Kameramann Jonas, der als einziger sowohl verrückt als auch loyal genug war, um mich auf dieses Abenteuer zu begleiten. Wir sind keine richtigen Freunde, aber nach jahrelanger Zusammenarbeit sind wir auch nicht weit davon entfernt. Den Rest der Welt haben wir mit dem kleinen Frachtkahn hinter uns gelassen, der gerade am Horizont verschwindet und dessen Kapitän ich nur gegen einen nicht eben geringen Geldbetrag zur Überfahrt bewegen konnte. So schließt sich der Kreis. Wieder einmal war es Geld, das einem Menschen überzeugen konnte, trotz Widerwillen hierher zu kommen. Der Mann meinte, dass die Insel verflucht sei, und damit hat er ja auch irgendwie recht. Es ist ein unheimlicher und gefährlicher Ort, selbst ohne Geister und Dämonen. Zwar haben Messungen in der Gegend ergeben, dass die Gesundheitsgefahren inzwischen so weit gesunken sind, dass man hier einige Tage ohne nennenswerte Langzeitschäden verbringen kann, aber dennoch ist es alles andere als ein Luftkurort. Andererseits gab es auch Forscher, die sich trotz der Gefahren nach Tschernobyl oder Fukushima wagten. Außerdem hatte ich neben meinem beruflichen noch ein privates Interesse. Mein Vater hat hier gearbeitet. Er gehörte zu den Letzten, die sich diesem Wahnsinn noch ausgesetzt haben, und er ist nie wieder zurückgekehrt. Ich hoffe, den ein oder anderen Hinweis auf meinen alten Herrn hier zu finden, auch wenn ich nicht weiß, ob er überhaupt noch lebt. Meine Mutter war ohnehin der Meinung, dass er einfach mit einer anderen Frau in irgendein Tropenparadies durchgebrannt ist. So oder so werden wir das Beste aus diesem Aufenthalt machen und ich hoffe für uns, dass der Kapitän uns wie versprochen in 3 Tagen hier abholen wird. Andernfalls sind wir geliefert. Im Folgenden werde ich den Verlauf und die Ergebnisse meiner Reise protokollarisch festhalten. Tag 1 11. August 2017, 21.05 Uhr. Die Sonne ist nun bereits so rot wie der allgegenwärtige Rost. Ich freue mich auf Abkühlung, denn die Hitze macht mir zu schaffen. Hier ist es heiß wie in einem Backofen oder wie auf einer Kochplatte. All das Metall und der heiße Stein. Die Sohlen unserer Stiefel haben zu schmelzen begonnen. Kein Witz. Und die Luft schmeckt seltsam, ein wenig scharf. Sie brennt in den Lungen und täuscht der Nase wechselnde Aromen vor. Das Atmen fällt nicht leicht. Manchmal bringt eine Meeresbrise frischen Sauerstoff, aber viel zu selten. Wir sollten wirklich nicht zu lange hier bleiben. Tag 1, 11. August 2017, 21.45 Uhr. Das letzte Licht verschwindet. Gerade rechtzeitig haben wir die Arbeitersiedlung entdeckt. Sie sieht im Mondlicht aus wie ein Mund voll abgebrochener Zähne. Sogar die Häuser sind aus Stahl und Eisen, nicht aus Stein. Wer kommt auf so eine Idee? Tagsüber muss es da drin unerträglich heiß sein. Wir haben ein Haus gefunden, das offen steht. Ob mein Vater hier gewohnt hat? Das finden wir lieber morgen bei Tageslicht heraus. Jetzt sind wir beide viel zu erschöpft. Innen war es sicher einmal hübsch. Ein großzügiges Haus mit mehreren Zimmern. Ein großer Röhrenfernseher steht im Wohnzimmer. Wie alles hier ist er mit Eisenstaub und Rost bedeckt. Die Couch davor ist feucht und stinkt. Genauso wie auch das Bett. Zum Glück haben wir Schlafsäcke dabei. Es kann nicht gesund sein, dort zu liegen. Die Couch und die Matratzen der beiden Betten sind so ziemlich das einzige hier, das nicht aus Metall besteht. Ansonsten scheinen die hier einen ziemlichen Metallfimmel gehabt zu haben. Schränke, Tische, Bettgestelle, Türen, Wände, der Boden, alles ist aus Metall. Zumeist aus Eisen und Stahl. Rostigem Stahl. Wir finden außerdem eine Metallplatte auf dem Metalltisch im Arbeitszimmer. Jemand hat etwas darin eingeritzt. Wir wissen nicht, was es bedeutet, aber aus irgendeinem Grund macht es mir Angst. Sie erheben sich, steht dort. Insgesamt 3 Mal. Und das 3. Mal unterstrichen und mit 5 Ausrufezeichen. Was soll das bedeuten? Vielleicht ein Arbeiteraufstand? Aber davon hätte ich sicher bei meinen Recherchen erfahren. Heute werden wir das Rätsel wohl nicht lösen. Wir sollten lieber etwas Schlaf finden. Tag 2, 12. August 2017, 1.31 Uhr. Diese Hitze. Selbst in der Nacht kühlt es hier kaum ab. Jonas hat sich inzwischen, nur mit Unterwäsche bekleidet, einfach auf seinen Schlafsack gelegt. Aber ich nicht. Ich möchte unbedingt, dass ein paar Lagen Stoff zwischen mir und der Luft dieses Ortes sind. Es reicht ja schon, sie einatmen zu müssen. Selbst wenn sie nicht mehr so giftig ist wie früher. Sie ist mir nicht geheuer. Sie kommt mir vor, als wäre sie nicht für Menschen geeignet. Nicht für sie gemacht. Und dann diese Gerüche. Gerade waren da Erdbeeren, dann Schwefel. Und jetzt? Mandeln? Ist das Blausäure? Ich hoffe nicht. Ansonsten sind wir am Arsch. Tag 2, 12. August 2017, 3.43 Uhr. Anscheinend keine Blausäure. Ich fühle mich kaum anders als zuvor. Jonas auch nicht. Dennoch finden wir keinen Schlaf. Denn da sind diese Geräusche. Eindeutig reale Geräusche. Und das auf einer eigentlich verlassenen Insel. Sollten hier wirklich noch immer Menschen ausharren? Aber wie und warum sollten sie ein solches Geräusch erzeugen? Zuerst haben wir es für einen Traum gehalten, dann aber ließ es sich nicht mehr leugnen. Ein schrilles, maschinenhaftes Kreischen wie von den Bremsen einer Eisenbahn. Und dann ein blechernes Donnern, gleichmäßig und dröhnend, fast wie ein Puls. Es kommt von der nahen Fabrik, da bin ich mir sicher. Und es hört nicht auf. An Schlaf ist kaum zu denken, aber wir sind beide total erschöpft. Wir müssen es zumindest versuchen. Tag 2, 12. August 2017, 4.11 Uhr. Es geht nicht. Schlaf können wir hier vergessen. Es ist nicht nur die Lautstärke, auch wenn die einen unter normalen Umständen schon um den Schlaf gebracht hätte. Es ist vor allem die Angst. Irgendjemand ist auf dieser Insel und hat uns bemerkt. Vielleicht nur ein paar störrische Einsiedler, die sich dem Umzug verweigert haben, aus falsch verstandener Nostalgie. Solche Leute findet man in vielen eigentlich unbewohnbaren Geisterstädten und Katastrophengebieten. Aber hier? Welche angenehmen Erinnerungen sollte ein Mensch mit diesem Zentrum der Ausbeutung und Gesundheitsgefährdung verbinden? So jemand musste einen ziemlichen Dachschaden haben. Vielleicht sogar einen so massiven Dachschaden, dass er Fremde mit rostigen Eisenstangen oder giftigen Chemikalien, von denen hier mit Sicherheit immer noch welche in halb verrotteten Fässern lagern, töten würde. Oder auch einfach mit einer Schusswaffe. Immerhin gab es hier einst einen konzerneigenen Sicherheitsdienst. Und was ist, wenn es gleich mehrere sind? Es mag Paranoia sein, aber wir sitzen hier auf einer vergessenen Insel, mitten im Meer und umgeben von noch immer giftigen Gewässern fest, während unsere Ohren von diesen grauenhaften Geräuschen gefoltert werden. Da ist ein bisschen Paranoia wohl erlaubt. Wir müssen unbedingt erfahren, wie die Lage hier ist und wer diese Geräusche verursacht. Jonas meinte zwar, dass wir warten sollten, bis die Sonne aufgeht. Und wenn ich an diese Geräusche denke und an diese Fabrikruine, die im Mondlicht wie ein bösartiges, untotes Gerippe auf der Lauer zu liegen scheint, kann ich seinen Wunsch verstehen. Aber ich führe an, dass wir ja Taschenlampen haben und dass es tagsüber sowieso noch heißer sein wird. Und letztlich kann ich ihn überzeugen. Der wahre Grund ist aber, dass ich diese Ungewissheit nicht aushalte. Und irgendwo tief in mir auch etwas wie Neugier. Tag 2, 12. August 2017, 4.52 Uhr. Wir haben uns bis zum Eingangstor der Fabrik durchgeschlagen, was nicht halb so einfach war wie gedacht. Zwar liegt der Eingang nicht weit von der Siedlung entfernt, aber der Weg dahin ist das reinste Minenfeld. Überall Schrott, Drahtstücke und schmierige, ölige Pfützen. Und es grenzt an ein Wunder, dass wir es in der Dunkelheit bis hierher geschafft haben. Aber dennoch sind wir hier. Das metallische Kreischen wie auch das gleichmäßige Donnern sind lauter geworden. Erst dachten wir, dass wir den gefährlichen Weg durch und über den Drahtzaun nehmen müssten. Aber zum Glück ist das Tor nur angelehnt. Zwar ist es festgerostet, aber als wir gemeinsam dagegen drücken, gibt es letztlich mit einem reißenden Geräusch nach. Wir schließen die Augen, um keinen der Rostsplitter abzubekommen. Aber Jonas zieht sich dennoch einen Schnitt an der Wange zu. Immerhin kommen wir rein. Tag 2, 12. August 2017, 5.13 Uhr. Das Gelände der Fabrik ist riesig. Was hier wohl hergestellt wurde? Leider sind die meisten Hinweisschilder und Beschriftungen zugerostet oder verwittert. Was ich erkennen kann, sind Warnsymbole. Hochgiftig, ätzend, reizend. Alles nicht sehr ermutigend. Die Luft schmeckt hier bitterer und schärfer. Jonas hustet immer öfter. Auch mir brennt es in den Lungen. Tag 2, 12. August 2017, 5.24 Uhr. Wir haben die Quelle des Geräuschs ausgemacht. Sie kommt aus dem Hauptgebäude. Das Haupttor ist verschlossen, aber ein Seiteneingang ist offen. Wir gehen rein. Irgendetwas zieht mich dorthin. Bei aller gebotenen Vorsicht. Als wäre ich Eisen und dort drinnen ein gewaltiger Magnet. Tag 2, 12. August 2017, 5.27 Uhr. Innen ist es stockdunkel. Zum Glück haben die Taschenlampen genug Saft. Die Wände sind voller Rost. Selbst die Luft scheint voller Rost zu sein. Alles schmeckt nach Eisen. Es ist hier noch viel heißer als draußen. Und statt einer großen Fabrikhalle gibt es hier nur einen engen, verwinkelten Gang nach dem anderen. Zudem verzweigen und kreuzen die Gänge sich noch alle paar hundert Meter. Wir laufen ernsthaft Gefahr, uns zu verirren. Jonas besteht darauf, umzukehren, und wir haben einen heftigen Streit. Aber ich kann ihn noch einmal überzeugen, weiterzugehen. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Tag 2, 12. August 2017, 5:36 Uhr. Unglaublich. Es klingt fantastisch, aber während wir durch die verwirrenden Gänge geirrt sind, sind wir auf etwas gestoßen. Auf einen halb verwitterten, grauen Arbeitsoverall. Und auf diesem Kleidungsstück steht in blassen, roten Lettern Herbert Druckmann. Als ich das las, dachte ich kurz, ich hätte den Verstand verloren. Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dem riesigen Gelände ausgerechnet den Overall meines Vaters entdecke? Noch dazu, wo es hier mehr als 100 Fabriken gibt. Und dass es der Overall meines Vaters ist, daran habe ich keinen Zweifel. Natürlich sagt mir die Logik, dass es auch jemand anderen mit diesem Namen geben kann. Aber ich weiß es einfach. Mir ist fast, als würde ich seine tiefe Stimme hören. Sogar seinen Gesang, die Kinderlieder von damals und dann später diese Gespräche mit mir und meiner Mutter am Küchentisch. Ganz besonders an dem Tag, an dem ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Er hatte gerade ein paar Wochen Urlaub gehabt, in denen er wie üblich zu uns gereist war und sah wirklich schlecht aus. Aber er versuchte mit wahrem Feuereifer, meine Mutter und mich zu überzeugen, mit auf die Insel zu kommen. Dann könne er uns häufiger sehen. Und außerdem gäbe es bestimmt auch Arbeit für sie und irgendwann für mich. Gut bezahlte Arbeit, anständige Arbeit und nicht so eine Zeitverschwendung wie die Schule oder das Studium, das ich danach ergreifen wollte. Aber ich hatte keine Lust auf einen Umzug und schon gar nicht dorthin. Und auch meine Mutter war von seinem Vorschlag nicht eben begeistert. Im Gegenteil, sie versuchte sogar, ihn davon zu überzeugen, diesen elenden Job aufzugeben. Und ich konnte sie gut verstehen. Schon damals hatte er diesen seltsamen Ausschlag und er hat schwarzen Schleim gehustet. Aber als er eingesehen hatte, dass er bei uns auf Granit beißt, oder auf Eisen beißt, wie er es damals schon immer gesagt hat, er hat ein Faible für Eisen entwickelt, wenn ich so darüber nachdenke, ist er in sein Auto gestiegen und wir haben ihn nie wieder gesehen. Meine Mutter hat immer behauptet, dass er irgendwo eine andere Frau hätte. Aber ich wusste es schon damals besser. Dieser Mann hatte keinen Sinn mehr für sexuelle Reize. Für ihn gab es nur diesen Job, diesen verfluchten, selbstzerstörerischen Job. Man muss das Eisen walzen, waren die letzten Worte, die ich von ihm hörte. Er flüsterte sie mir ins Ohr, kurz bevor er uns verlassen hat. Genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Er hatte Eisen hergestellt, nicht chemisches. Und dennoch höre ich seine Stimme hier, in dieser chemischen Fabrik. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist seine Stimme. Eindeutig seine Stimme. Tag 2, 12. August 2017, 5:42 Uhr. Die Stimme wird immer lauter. Sie weist mir den Weg, bohrt sich durch meinen Schädel in mein Gehirn und gräbt sich dort ein wie ein rostiger Anker. Jonas scheint sie nicht zu hören. Er meint, ich fantasiere wegen der Chemikalien und der Hitze. Aber das Kreischen und Pochen, das hört er. Hört es, wie es immer lauter wird. Und er riecht die scharfe Luft. Die heißer werdende, scharfe Luft. Tag 2, 12. August 2017, 5:49 Uhr. Jonas will nicht mehr weiter. Er will hinaus und an der Küste ausharren, bis das Schiff kommt. Falls es kommt. Alles Reden hilft nichts, aber ich habe ein Ass im Ärmel, ein Ass aus Metall, ein Erbstück meines Vaters. Der Lauf der Waffe drückt sich in den Nacken meines Kameramanns. Vor Schreck fällt die Kamera auf den rostigen Boden und zersplittert. Noch ein Opfer für den Rostmann, denke ich mir und sage es laut. Jonas meint, dass ich den Verstand verloren habe. Womöglich hat er recht, aber ich habe etwas Wichtigeres gefunden. Die Stimme meines Vaters. Man muss das Eisen walzen. Man muss das Eisen walzen. Denn sie erheben sich. Tag 2, 12. August 2017, 6:08 Uhr. Wir husten immer heftiger. Meine Lungen brennen. Meine Haut brennt. Jonas fleht und bettelt. Ich breche ein rostiges Stück Metall von einer der Wände und schneide seine Zunge ab wie ein Stück von einer dünnen Blutwurst. Die blutigen Reste fallen in den Staub. Er nuschelt danach noch immer wütend und schmerzerfüllt. Aber das lässt sich besser ertragen als seine Worte. Bald ist es soweit. Draußen geht inzwischen sicher die Sonne auf. Aber daher kommt die plötzliche Helligkeit nicht. Es ist das rötliche Glühen von Metall. Tag 2, 12. August 2017, 6:14 Uhr. Endlich, ich habe meinen Vater gefunden. Und zwar lebend. Jonas tobt, schreit und nuschelt, als hätte er den Teufel gesehen. Und ich muss auch zugeben, dass mein Vater sich ein wenig verändert hat. Er ist größer geworden, fast 3 Meter groß und steht inmitten einer glühenden, heißen Esse, die sicher 10 mal 10 Meter groß ist. Sein Körper besteht nicht mehr aus Fleisch. Jedenfalls nicht nur. In seiner Haut stecken rostige Eisenstücke, die ein Teil von ihm geworden sind. Sie haben sich in seine Muskeln und seine Knochen eingebaut und ragen teilweise wie die Dornen auf den Schwänzen mancher Dinosaurier aus seinem Körper heraus. Aber sein Gesicht erkenne ich noch. Das ist mein Vater. Das ist er ohne jeden Zweifel. Vater, rufe ich, während mein Schweiß und ein Teil meiner Tränenflüssigkeit in der Hitze verdampfen. Ich weiß nicht, ob er mich erkennt, denn er antwortet nur tonlos und mit seiner tiefen, brummigen Stimme: Man muss das Eisen walzen. Während er mit bloßen Händen flüssigen Stahl aus dem Boden schöpft und daraus flache Stücke walzt, von denen bereits einige Dutzend auf einem großen Stapel liegen. Einige von ihnen haben bereits Rost angesetzt. Um ihn herum stehen kleine Becken, in denen ebenfalls Arbeiter stehen, die etwas kleiner und gedrungener sind, aber ebenfalls wie eine Mischung aus Mensch und lebendem Rost aussehen. Sie nehmen die Stahlplatten von dem Haufen, den mein Vater angefertigt hat, und schmelzen sie wieder ein. Das flüssige Metall fließt aus ihren Becken heraus, über breite Rinnen direkt in das Becken meines Vaters. Von Zeit zu Zeit rufen sie gemeinsam wie in Chor und mit einem geisterhaften metallischen Unterton in der Stimme: Das Eisen muss schmelzen. Gleichzeitig erkenne ich nun, woher die seltsamen Geräusche kamen. Sie stammen nicht etwa von dem endlosen Arbeitskreislauf, sie werden von diesen Männern und Frauen selbst erzeugt. Der Herzschlag eines jeden dieser Stahlarbeiter klingt wie der regelmäßige Schlag eines Hammers auf eine gewaltige Metallplatte, und ihr Atem verursacht das Geräusch aneinanderreibenden Metalls, das wir aus der Ferne gehört haben. Jonas ist fast wahnsinnig vor Angst, aber noch hält ihn der Lauf meiner Pistole an Ort und Stelle. Plötzlich bemerke ich, dass es hier noch weitere Becken gibt. Wie das Becken meines Vaters und seiner Zuarbeiter sind sie rund und mit Flüssigkeiten gefüllt. Allerdings sind diese Flüssigkeiten nicht von leuchtendem Gelb und Orange und strahlen auch keine Hitze aus. Vielmehr sind sie weißlich, grünlich, bläunlich oder klar und verströmen einen scharfen, intensiven Duft. Chemikalien. Auch diese Becken sind nicht leer. Vielmehr stehen in ihnen deformierte, einstmals menschliche Gestalten. Viele von ihnen sind blind, die meisten haben keine Haare mehr. Alle aber haben sie grässliche Hautausschläge und Verätzungen, schiefe Gesichter, verkrüppelte Hände oder auch schlimmere Mutationen. Einer von ihnen besitzt sogar ein riesiges Loch in seinem Schädel, in dessen Innenseite sich Zähne befinden. Einer hat ein Auge, welches fast die ganze Breite seines Gesichts einnimmt. Anderen wachsen Zähne und Fingernägel auf Armen, Beinen oder Brust, und einer hat eine pechschwarze, dicke Zunge, die bis auf den Boden hängt und die mit roten Warzen und Augäpfeln übersät ist. Ständig fließen neue Chemikalien aus ihnen heraus, und ich begreife, dass sie den Stoff produzieren und sich gleichzeitig davon ernähren. Sie sind lebende Perpetuum mobiles. Nur ein Becken ist leer. In ihm liegt die grüne Flüssigkeit still wie in einem unberührten See. Langsam steigen die mutierten Gestalten aus ihren Becken und kommen auf uns zu. Sie erheben sich, flüstere ich und erinnere mich dabei an die Warnung oder besser an die Verheißung aus der Arbeiterhütte, in der wir übernachtet hatten. Mir kommt eine Idee. Ich packe Jonas grob an den Schultern und zerre ihn mit mir. Er versucht noch einmal panisch, sich zu befreien, besonders als wir den mutierten Chemiearbeitern immer näher kommen. Aber ich bin stärker. Die Kraft der Bestimmung. Du kannst das nicht machen. Itleit, nuschelt er flehend. Aber schon nehmen ihn warzige, stinkende Hände mit zu vielen oder zu wenigen Fingern in Empfang. Mich rühren sie nicht an. Es ist fast so, als würden sie wissen, was ich vorhabe. Man muss das Eisen walzen, sagt mein Vater erneut, und ich erkenne die Schönheit seines Wahnsinns und die Einfachheit seiner Aufgabe. Ich wünschte, ich könnte schon zu ihm stoßen. Aber dafür ist es noch zu früh. Und vielleicht ist das auch nicht meine Aufgabe. Endlich haben die Chemiearbeiter es geschafft, Jonas in das freie Becken zu werfen. Sofort wirft seine Haut Blasen. Er schreit vor Schmerzen. Aber sehr bald schon wird das nicht mehr wichtig sein. Nicht einmal für ihn. Man muss das Eisen walzen, stimme ich in das Mantra meines Vaters ein. Tag 4, 14. August 2017, 7:15 Uhr. Die frische Luft, die von der See her weht, fühlt sich mit einem Mal so verkehrt an. Aber das ist kein Wunder. Als ich hier ankam, war ich noch ein anderer Mann. Ein Schiff erscheint am Horizont. Jonas und die anderen halten sich versteckt. Jonas hat nun 2 Köpfe, wenn auch nur noch halb so viel Intelligenz. Aber das ist nicht schlimm. Intelligenz ist nur eine Bürde. Was man wirklich braucht, ist eine Aufgabe. Das wollte mein Vater mir und meiner Mutter damals klar machen. Aber wir waren zu taub, um zuzuhören. Zum Glück verstehen mein Vater und ich uns jetzt voll und ganz. Auf eine Weise, auf die wir uns früher nie hätten verstehen können. Während das Schiff näher und näher kommt und bald an der Insel anlegen wird, streichle ich das kalte Metall meiner Pistole und denke an all die Fabrikarbeiter. An all die erwachten, erhobenen Chemie- und Stahlarbeiter, die im Verborgenen auf ihre Gelegenheit warten. Jeder braucht eine Aufgabe, und meine kenne ich jetzt. Den Menschen da draußen dabei zu helfen, ihre Aufgabe zu finden. Denn es gibt noch viel zu viele leere Fabriken auf der Insel. Und wie mein Vater sagen würde, man muss das Eisen walzen.